Guten Morgen hier aus dem Blackboard Studio zusammen mit Podcast-Partner on the way to New Work, Care Michael Trautmann aus seinem Studio in Selbstquarantäne hier in Hamburg. Und wir sind in Tag 5 des Corona Situation Room Streams mit der Idee, wir teilen alles zur Corona-Situation oder wie man es jetzt eigentlich sagen muss, zur Corona-Krise und dem Thema Arbeitswelt und Wirtschaft. Michael, mute dich doch mal im Hintergrund, da läuft noch ein Kaffee bei euch, glaube ich, durch. Genau, da läuft der Kaffee noch, das hatte ich. Und wie ihr merkt, wir freestylen das. Wir haben letztes Wochenende innerhalb von anderthalb Tagen hier ein Fernsehstudio aufgebaut und haben uns gedacht, weil wir überrollt wurden mit Anfragen für, wie kann man jetzt Remote-Arbeit machen, wie organisiert man sich, was passiert jetzt eigentlich mit der Firma, Liquiditätsplanung, wie organisiere ich meine Familie und so weiter. Wir wissen auch nicht alles. Wir haben aber gedacht, wir nutzen die Kontakte aus unserem Podcast und von Blackboard und die Erfahrung von Michael und sprechen hier darüber und haben schon gemerkt, uns tut das besonders gut. Ich habe es gerade schon ganz offen geteilt. Wir sind zu Hause heute auch aneinander geraten. Große Entschuldigung dafür jetzt an dieser Stelle. Mich beruhigt es, hier zu quatschen, Sachen auszutauschen. Das heißt, das ist wirklich ein sehr ehrliches, authentisches Format. Hinweis, wir geben gar keine medizinischen Hinweise, Tipps oder sonstiges. Das findet ihr alles beim Robert-Koch-Institut rki.de. Da solltet ihr auch raufschauen. Das ist eine verlässliche Quelle. Denn es ändert sich täglich die Situation. Und wir werden uns heute auch wieder Experten dazu holen. Michael wird uns gleich sein Top-5-Briefing geben. Ich habe es noch nicht gehört, das machen wir hier live. Also nehmt euch eine Tasse Kaffee und hört zu und diskutiert mit. Das ist wirklich so wie in den Tag reinkommen, unaufgeregt über die Headlines sprechen. Michael macht das nämlich immer sehr fundiert, sauber und ordentlich und zügig. Dann haben wir Leon Winscheid da, worauf wir uns sehr freuen. Der ist nämlich Psychologe, Unternehmer und Podcaster zusammen mit Atze Schröder. Und Leon ist ein absoluter Klardenker und kann eben auch Sachen aus seiner Firma und seinem Unternehmen teilen. Er hört jetzt noch nicht zu, er hat mir gerade geschrieben, er schreibt jetzt noch bis kurz vor 12 und dann kommt er rein. Davor kommt meine PA Tessa ganz kurz, die nämlich gestern ein Experiment gestartet hat, nachdem wir die Idee hatten, kann man nicht Tinder jetzt dafür nutzen, um virtuelle Dates zu machen für die 40 Millionen Single-Haushalte in Deutschland, damit sie auch wirklich alle zu Hause bleiben und wir uns jetzt dran halten. Tessa wird das mit uns teilen. OMP, ich glaube, ich habe dir den Einspieler nicht geschickt, sie hat mir einen Einspieler geschickt von ihrem Tinder-Date. Kann vielleicht Tessa nachher im Screenshare teilen. Michael, erzähl mal weiter. Wen haben wir noch heute? Wir haben Astrid Schulte, eine ganz tolle Unternehmerin, die Bellybutton mit aufgebaut und groß gemacht hat in Deutschland. Eine Marke, die prominente Frauen, Mütter vor vielen Jahren gegründet haben. Eine Marke für Frauen, vor, während, nach der Schwangerschaft und ihre Kinder. Ganz, ganz tolle Marke, Bellybutton. Da war auch die Frau von Til Schweiger dabei, Dana Schweiger, die wir auch im Podcast hatten. Und Astrid, eine ehemalige Unilever-Managerin, hat den Laden groß gemacht und ist aber heute in einem anderen großen Laden, organisierten Vertrieb mit über 600 Menschen. Und auch dieses Thema, wie macht man eigentlich Vertrieb in Zeiten von Coronavirus, fanden wir so spannend, dass wir sie eingeladen haben. Sie ist auch eine EO-Freundin. Dann haben wir noch den Moritz Kote, den CEO und Founder von Kununu aus der Xing-Familie, also die ja mittlerweile New Work ist. Genau, das sind unsere Gäste heute. Wir fangen gleich mit den Top 5 an. Da auch nochmal ganz wichtig, Top 5 ist super subjektiv. Wir kriegen tolle Sachen zugeschrieben. Die sind nicht alle in der gleichen Flughöhe. Das ist mal ein kleiner LinkedIn-Post, der uns aufgefallen ist, mal irgendwie eine 100-Seiten-Präsentation einer Unternehmensberatung. Wir werden die Liste jetzt am Wochenende mal nacharbeiten und dann auch online stellen, dass man da an die Sachen noch rankommt. Müssten dann ja so 25 Tipps sein. Bevor du startest, warte ganz kurz, Hinweis. Heute ging der Podcast mit Anja Händel live. Den haben wir heute live gestellt. Ne? Einordnung, das ist vor 4 Wochen aufgenommen gewesen. Da war die Welt noch anders. Anja war gestern hier zu Gast. Wer das nicht gesehen hat, es lohnt sich sehr reinzuschauen. Der Stream ist schon live. Einfach kurz durchflippen. Sie ist eine unglaublich interessante Führungspersönlichkeit, hat jetzt gerade mit Diconium 1000 Leute in Verantwortung, macht das sehr liebevoll, wertschätzend und auf Augenhöhe, gerade jetzt in der Situation und stellt ihren Leuten eben auch immer die Frage, wie geht's dir? Das ist eine dieser Fragen, die wir uns, glaube ich, dieser Tage alle regelmäßig stellen sollten und zwar ernsthaft stellen sollten und zuhören sollten. Ich fasse mir an die eigene Nase. Mache ich jetzt nicht, weil das soll man ja nicht mehr machen. Insofern, Michael, jetzt zu den Top 5. Danke auch nochmal, Anja. Ich war leider damals ja bei der Podcast-Aufnahme nicht dabei. Umso mehr hat es mich gefreut, Sie gestern im Videochat kennenzulernen.
Den Podcast habe ich gestern noch mal gehört, zusammengefasst, beziehungsweise ein paar Social-Media-Posts gemacht. Kann ich wirklich dringend empfehlen, auch wenn er jetzt keinen aktuellen Corona-Bezug hat. Die Frau hat so viel zu sagen und zu geben, dass es sich auf jeden Fall lohnt, auch sonst am Wochenende mal reinhören. Eine ganz tolle Folge, hat uns ja beide wieder zu dem Satz gebracht, the future of leadership is female, ganz bestimmt aber more female. Und sie ist wieder mal ein Beweis dafür, was für tolle Frauen wir in der Wirtschaft in Deutschland jetzt schon haben, in auch Führungspositionen. Und wir helfen mit unserem Podcast, dass wir davon bald noch mehr haben. Und kommen jetzt aber zu unserem aktuellen Thema, nämlich den Top 5. Es hat irgendwie was Schönes, wenn man so Formate hat. Wir müssen auch mal gucken, ob wir sowas nicht auch noch mal in unserem Podcast einführen. Die Top 5 finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Diese Woche ist ja wirklich alles on the fly entstanden. Und das zeigt allein, wie viel Kreativität möglich ist. Und es gibt mir auch Hoffnung auf den Umgang mit der jetzigen Situation. Ja, also für mich ein Top 5-Thema, für die gestern das nicht gehört haben. Ich gehe immer davon aus, dass niemand jetzt sich das 4 Stunden hintereinander anguckt, außer Christine. Shoutout to Christine Eumann, die uns hoffentlich wieder ein Visual Graphic heute malt. Sie hat es 4-mal gemacht. Guckt es unbedingt mal an. Es ist bei mir auf den LinkedIn-Seite gelinkt, hier jetzt auch bei Christine Eumann selber. Wir müssen uns mal überlegen, wie wir das auch mal wirklich gutieren. Wir können gleich auch noch mal die Zusammenfassung des Tages machen. Ja. Vielleicht fangen wir damit sogar an, weißt du? Das ist doch eigentlich eine... Ich bin jetzt heiß auf die Top 5. Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht im Tag drin und ich brauche so ein bisschen Michael Trautmann-Beruhigung. Alles klar. Okay. Auf die freue ich mich jetzt. Gut, also ich habe heute folgende 5. Den ersten Punkt, der ist eine Wiederholung für die gestern schon dabei waren, aber ich möchte die Apinio-Studie zum Wahlen der Bundesbürger nochmal featuren. Die ist jetzt live. Die könnt ihr euch jetzt, wenn ihr bei apinio.com seid, downloaden. Kriegt ihr sofort zugeschickt. Ihr müsst nichts irgendwie groß machen, außer natürlich eine E-Mail-Adresse hinterlassen, wo es hingeschickt wird. Es geht dabei darum, in Echtzeit, das ist das, was Apinio verspricht, Daten zu erheben. Das ist eine Marktforschungs-App. Es geht um Infos, Sorgen und Zufriedenheit von Bürgern, Vermeidung und Sicherheit. Es geht ums Kaufverhalten, ganz, ganz spannend. Also für all diejenigen, die auch wissen wollen, was wird im Moment gekauft, was wird weniger gekauft. Also für alle Dienstleister, die ihren Kunden helfen wollen, aber auch für alle, die selber irgendwie vielleicht ein Produkt zu verkaufen haben, da mal reinzugucken. Da sieht man wirklich, was kaufen die Deutschen im Moment mehr, was nicht so sehr. Es gibt mit Sicherheit gute Impulse fürs eigene Marketingverhalten. Dann geht es ums Thema Hamsterkäufe, auch um so ein Thema wie Markentreue, was ganz spannend ist, also dass einige dann wirklich das Geschäft wechseln, wenn sie nicht das Toilettenpapier ihrer Wahl bekommen oder das Desinfektionsmittel ihrer Wahl. Sehr, sehr interessant. Ein Satz, den ich ergänze, weil ich finde es spannend, weil du, das ist richtig, ich finde es gut, dass du es nochmal featurest, weil war es super schnell, wir werden nächste Woche nochmal von Apinio Daten bekommen, aktuelle. Was ich interessant war, als du gesagt hast, es gibt keine Kampagne, die dir einfällt in der Geschichte, die mehr Reichweite bekommen hat in so kurzer Zeit wie die hier. Und das wird ein Tool werden in Zukunft, sich zu überlegen, okay, wenn sowas wieder mal auftritt an einer anderen Stelle der Welt, wie man dann diese Kompetenz nutzt, das schneller zu tun, als jetzt nach und nach die Länder, die einzeln reagieren. Das fand ich spannend, weil das kam da deutlich raus. Also die Kampagne, also Apinio ist ja nur diese Kampagne messen. Als Kampagne bezeichne ich jetzt mal alles, was an Kommunikationsoutput in die Welt geschickt wird, von Regierungsstellen, von Unternehmen, von uns ganzen Social-Media-Hipstern, die hier posten und wie wir uns gegenseitig die Welt erklären. Das muss man sich wirklich mal reinziehen. Also wir haben eine Awareness, die bei 100% liegen dürfte von allen Menschen, die jetzt nicht durch Krankheiten in der Aufnahme von Informationen behindert sind oder eingeschränkt sind. Wir haben ein ganz hohes Interesse am Thema und wir haben auch einen Riesen, also wenn man die AIDA-Formel nimmt, ne, die Werbewirkungsformel, Attention, Interest, Desire, Action, schon ein bisschen überholt das Modell, aber auch alle Funnel-Modelle nimmt, die ja ähnlich funktionieren. 97% der Bundesbürger haben in irgendeiner Form irgendwas gemacht, was Verhaltensanpassung ist an dieser Situation. Nicht alle alles, aber wir sind da auf einem guten Weg, auch wenn es viele gibt, die jetzt die Menschen beschimpfen, die noch in Restaurants sitzen und die Alten, die mit Rollator und Beatmungsgerät um die Alster gehen. Das habe ich gestern erzählt, das Beispiel. Beschimpfen ist nicht der richtige Weg. Es hilft ganz, ganz selten. Also ich glaube, wir müssen immer wieder erinnern, ermutigen, lieber mal die Leute ansprechen und vielleicht Hilfe anbieten, wenn man alte Leute im Supermarkt sieht und sagt, pass mal auf,
eigentlich müssten Sie doch jetzt, wollen Sie nicht lieber zu Hause sein, kann ich für Sie den Einkauf übernehmen, also aktiv Hilfe anbieten, aktiv Tipps geben, nicht beschimpfen, haben wir genug Beschimpfer in der Welt, also wer was machen möchte, wer helfen möchte, dass die Menschen sich mehr an die Regeln halten, den bitte ich, was dafür zu tun im positiven Sinne. Also deswegen nochmal die Appenio-Studie, nochmal Disclaimer, ich bin als Business Angel seit erster Minute daran beteiligt. Hier geht es aber nicht ums Verkaufen, sondern diese Studie steht umsonst zur Verfügung. Ganz toll auch auf der Seite von Appenio, alle NGOs, und da zählen auch Krankenhäuser dazu, die jetzt auf Umfragen angewiesen sind, können mit Appenio in Kontakt treten, kriegen quasi diese Dienstleistung umsonst. Und wir alle, die die Appenio-App haben, können helfen, dass diese Umfragen auch stattfinden. Also wer noch nichts von Appenio gehört hat, kann sich die App downloaden, natürlich auch kostenfrei, und kann an diesen Umfragen teilnehmen. Das ist Tipp 1. Tipp 2, in all diesen Tagen, Wochen, die noch vor uns liegen, sollten wir das Thema Barmherzigkeit nicht vergessen und uns wirklich auch erinnern, dass wir ja immer noch auf dem Geld auf dem Konto haben, dass wir immer noch Dach über dem Kopf haben, und es gibt Menschen, die haben das eben nicht. Ne? Was machen eigentlich Obdachlose aktuell? Mhm. Frage, die ich mir nicht gestellt habe bisher, die ich aber durch meinen langjährigen Freund Bernd Kundruhn, einer der Köpfe hinter betterplace.org, einer Spendenplattform im Internet, die jeder NGO auf der Welt ermöglichen, dort Spendenaktionen einzustellen, die jetzt natürlich auch, was das Thema Corona angeht, einen extra Bereich haben für Corona-related Projekte, also www.betterplace.org. Ich gehe mal selber gerade parallel auf die Seite. Die haben dort Dinge wie zum Beispiel Straßenspende für Obdachlose während Corona. So, da gibt es schon 618 Spenden eingegangen, 6.495 fehlen noch. Ein anderes Ding so ähnlich, täglich 10 Euro für jeden Obdachlosen Berlins, Corona. Es gibt da ganz, ganz viele Projekte in jeder Stadt. Geht da mal rein, selbst wenn es nur 5 Euro sind, die ihr geben könnt. Corona-Soforthilfe für die Nachbarn mit Behinderungen, Soforthilfe für Corona-Anlaufstellen und Kliniken. Die machen das wirklich gut, Better Place, auch in so Zeiten, wo es ganz, ganz eng wird, checken immer, ist das wirklich seriös, sind die Absender seriös. Wirklich tolle Initiative, auch da bin ich ein bisschen verbunden. Ich bin dort in einer nicht bezahlten Beiratsfunktion als Marketingbeirat. Also natürlich habe ich das, hier ganz das oft beantwortet, Sachen, die mir nahestehen, aber ich sage es dann immer, damit jeder weiß. Als wenn wir beide uns jetzt drüber unterhalten und sagen, okay, gut, genau. Finde ich sinnvoll, weil gestern war eine Frage, wie kommt das Geld an? Wir haben uns ja gestern um Finanzen gekümmert und Nils, mein Co-Geschäftsführer, meinte ja nochmal, das wird schwierig. Also so schätzt er das ein, dass das schwierig wird. Ich teile das, ich vertraue ihm da sehr, und die Frage ist jetzt, wenn du etwa irgendwo sofort helfen kannst, dann ist ja Better Place wirklich eine Anlaufstelle, weil du hast völlig recht, es gibt natürlich genug Sachen, ich wüsste gar nicht, wo anfangen. Es gibt Restaurantbetreiber, die sind jetzt schon durch, weil die wissen, okay, die leben von der Hand in den Mund. Es gibt genug im Einzelhandel. Gestern mit einem Freund telefoniert, der sagte, du, keine Ahnung, wie ich weitermache. Also meine Läden sind dicht und die Events abgesagt. Der hat keinen Plan, der kann sich nicht austauschen. Ja. Also insofern finde ich das einen guten Hinweis. Danke. Vielleicht kommen wir doch mal jetzt, weil Plattformen kann man nutzen, man kann sich auch selber was machen. Ich glaube, es kam von Katinka die Idee, jetzt Gutscheine bei Restaurants kaufen? Von Katar. Katar, deiner Kollegin Katar, genau. Hier auch nochmal Shoutout to Katar, eine wundervolle Frau in deinem Team, wie so viele Menschen, alle Menschen in deinem Team wundervoll sind, aber sie ist auch sehr wundervoll, ich kann sie gut beurteilen, weil wir schon ein paar Sachen gemacht haben zusammen, also das war eine tolle Idee und da arbeitet gerade ein Berliner Team dran, die eigentlich im Raumfahrtbusiness sind, die wollen eine Plattform dafür schnell herstellen, dass man diese Gutscheinaktionen jetzt bezahlen, jetzt kaufen, später einlösen, dass man das machen kann. Die checken das gerade mit PayPal, mit anderen auch schon bestehenden Plattformen. Ich habe gesagt, guck doch mal, was gibt es schon für Plattformen, wo man das machen kann. Finde ich ganz, ganz toll. Also alles, was wir jetzt an Solidarität zeigen können, machen können, ist sicher gut. Dann habe ich einen Tipp, den habe ich bekommen von dem Autor von Brave New Work. Du weißt, das ist einer meiner neuen Gurus, Brave New Work, Aaron Dignan, der auch eine Beratungsfirma hat. Wenn ihr das googelt, kommt ihr da drauf. Sonst verlinke ich das hier auch nochmal. Ich habe jetzt eigentlich nur einen Tipp hier verlinkt, den er gegeben hat, und zwar die Firma Trello, mit der ihr ja, glaube ich, auch zu tun habt in verschiedenen Projekten. Die haben ein etwas älteres Papier, das ist, glaube ich, schon von 2017,
was sie jetzt rausgeben. Das heißt How to Embrace Remote Work. Mhm. Das ist, wie gesagt, nicht neu, aber dafür eben auch nicht mit heißer Nadel gestrickt, sondern von einer Firma, die im Bereich Remote extrem erfahren ist, rausgegeben. Wir haben den Link hier auch, muss nur draufklicken, MP in unserem Papier. Da kann man mal reingehen, How sich das angucken. Auch da, jetzt will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil wir haben dazu ja auch schon verschiedenste Tipps gegeben, aber es ist auf jeden Fall ein ganz schön gemachtes Ding, auch ein bisschen bunter mit Fotos und Sachen. Ich finde es cool. Ich flippe einmal gerade drüber, das sieht echt gut aus. Und die nehmen auch nicht nur ihre eigenen Produkte, sondern auch sagen auch über andere Dinge was. Also ganz schöne Sachen. Ich glaube, wir alle sind ja immer dabei, das jetzt zu erproben, was ist richtig. Also wir haben heute das ganz schöne Mail von Tim habe ich gekriegt, Tim Jessulat, den wir in der ersten Sendung hatten, der also als CIO von Think, von meiner Agentur, jetzt auch mal so Tipps in die Organisation reingibt. Also die haben zum Beispiel jetzt entschlossen, dass es eine meetingfreie Zeit gibt. Ne? Also dass es wirklich in der Mittagszeit meetingfrei ist. Auch nochmal den Tipp, esst Mittag wirklich ohne Rechner, ohne Dings, sondern also ganz, ganz toll. Und da gibt es so viele Anregungen, wir werden das. Lass uns nicht so durchhetzen, weil das würde ich gerne ergänzen als Kommentar. Wir standen gestern, Katinka hatte ja gestern Geburtstag und deine Frau war ja zu ihrer virtuellen Geburtstags-Champagner-Runde eingeladen. Die saßen also vor dem Hangout zusammen und haben getrunken und im Hausflur brachten die beiden Nachbarinnen von gegenüber und von unten, alle blieben so auf der Treppe und ihrem Hauseingang stehen, jeder sein eigenes Glas mit und wurde nur verteilt, also alles auf Distanz. Und dann wurde so ein bisschen gechattet und bei denen ist in vielen Firmen zwar, sind die Tools nicht neu, die einen haben Office 365 laufen, die anderen gar nichts. Und ich würde einfach mal, ohne Namen zu nennen, nochmal zwei Sachen davon aufgreifen, weil das ist super wichtig für Remote Work. Ganz viele sind gerade in dieser, wenn es irgendwo läuft und dankbar sind, hey, wir kriegen es grundsätzlich hin in dieser Honeymoon-Phase, hey, super, wir haben alle Microsoft Teams oder Hangout oder was auch immer und jetzt kommen wir morgens alle zum selben Zeitpunkt rein. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört hier als Beispiel. Unsere Erfahrung, als wir wirklich damit angefangen haben, damals ist das hält eine Weile und dann ermüdet das wahnsinnig, weil du ja den ganzen Tag Konferenzen machst. Und ich kann nur sagen, vom Erfahrungswert jetzt über Jahre ist die beste Methode, dass man einen Kanal hat. Wenn man nur WhatsApp hat, auch für 60 Leute, hat man eine Gruppe, wo man morgens die Regel hat, in 2-3 Sätzen, nicht länger, ganz kurz, knackig, wie ist bei mir die Lage? Man kann es auch die Lage nennen, wie beim Militär, weil das ist gerade Krisenlage, die Lage. Ganz kurz. Und dann kann man das durchflippen, dann hat man einen Überblick. Und alle anderen Sachen danach, idealerweise per Video, one-on-one. Das tut so gut momentan. Weil guck mal, wir beide sehen uns jetzt zu zweit. Also ich sehe ja nur dich, das tut gut. Das tut besser, als wenn jetzt jeder andere zu sehen wäre. Es lenkt, also die Aufmerksamkeit geht auf alle anderen in diesen Chats. Und die Energie zu halten, macht unfassbar müde. Das ist ein Riesen-Learning. Und das eben noch schlimmer bei Telefonkonferenzen. Du kannst nicht mit 20 Leuten Telefonkonferenzen machen. Das ist Irrsinn. Also versucht nicht, das nachzubauen, was ein Büro macht. Das geht über diese Tools nicht. Ja, ich finde es super. Ich finde, das habe ich schon bei euch bewundert. Ihr habt es ja auch, glaube ich, mal in Slack gehabt. Diese Morning-Lage, dass jeder sagt, was ist bei ihm los und womit beschäftigt er sich heute. Das gibt wunderbare Inspiration. Du musst aber nicht zu jedem, du musst es nicht dir erzählen, weil ganz viele geht vieles nichts an. Das, wie du sagst, ist ermüdet, aber das einmal so durchzuflippen, ist eine wunderschöne Geschichte, finde ich eine ganz tolle Anregung. Das Thema Video habe ich jetzt auch, ich greife das hier, ich werde das jetzt auch noch 100 Mal erzählen, weil ich den Tipp so genial finde. Ich habe gestern mich hier an mein Fenster gestellt, mein Smartphone ans Fenster gehalten, als Stativ, das tolle Licht von draußen genommen und erst ein Video an meine Partner bei Think geschrieben, um denen auch mal einen Tipp zu geben, macht da auch mal Videos. Aber auch vor allen Dingen, um mich zu bedanken, dass die drei und jetzt vier, nämlich Horst dazu, mein Nachfolger, wenn man so möchte, die Firma führen, da irgendwie im Sturm stehen. Ich habe jetzt heute noch auch gehört von einem weiteren Corona-Fall bei uns in der Firma und ich finde, die machen es irgendwie toll und habe mich bedankt und genauso habe ich meiner Familie jetzt so ein Video geschickt, weil wir jetzt an drei verschiedenen Standorten sind. Stimmt. Und die haben sich wahnsinnig gefreut, haben sofort zurückgeschrieben und Video ist ein echt tolles Format, macht es nicht zu lang, Minute bis zwei reicht aus, lieber häufiger, auch macht es für eure Eltern, macht es für eure Großeltern, die können ja alle mittlerweile mit WhatsApp umgehen und finde ich wirklich gut und dieser Tipp, den du mir schon vor vielen, vielen Jahren gegeben hast, der erweckt jetzt bei mir erst zum Leben. Cool. Dein Top 4. Also das war Remote, die How to Embrace Remote Work von Trello und auch von allen anderen. Natürlich auch von dir die Tipps. Das vierte war ein
LinkedIn-Post von Alissa Bethke, die im Beiersdorf Headquarter ein Campus-Projekt macht. Die hat es Structure genannt. Ne? Die hat ein kleines Mini-Essay darüber geschrieben, über Structure, und hat so beschrieben, wie eigentlich so ihr herkömmlicher Tagesablauf ist, wenn sie ins Büro gehen kann. Und beschreibt jetzt einfach, was für eine großartige Chance darin besteht, jetzt diese untypische, also sie spricht von typical and atypical situation, zu nutzen, um mehr Struktur zu kriegen. Ne? Und macht eben da, geht auch auf die menschliche Psychologie ein, die eben auch belegt, dass Struktur uns hilft, Ängste abzubauen, mehr zu schaffen, uns besser zu fühlen. Das, was wir ja auch in anderen Worten schon gehört haben von einer, ich weiß nicht mehr, welche, mit der Schultafel. Wer war das von den beiden? Verena hat die Schultafel gemalt. Der Pauster, die gesagt hat, wir haben eine Tafel zu Hause stehen, wo die Uhrzeiten draufstehen, wann was stattfindet. Also Struktur hilft uns. Und sie hat aber wunderbar dazu geschrieben, also der Name nochmal ganz kurz, wer es nochmal nachschauen möchte und auch teilen möchte, Alissa Bethke, geschrieben mit AETHKE, im Team bei Beiersdorf für das neue Headquarter Campus Projekt. Also ganz toll, bin sehr begeistert. Cool. So, dann kommt mein Top 5 und hier nochmal, weil wir lesen, insbesondere in den Boulevardmedien und in so vielen Kanälen, wird ja immer wieder unsere Regierung gebasht, nicht schnell genug, zu langsam. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Ich teile nochmal den Kommentar von Jan Böhmermann, der gesagt hat, ich bin so froh, dass da jetzt so dicke, alte Männer und langweilige Frauen das in der Hand haben und mit ruhiger Hand uns durch die Krise steuern, eben nicht so hektisch, wie es ein Donald Trump oder ein Boris Johnson machen. Also ich würde die Worte anders wählen, aber ich bedanke mich auch hier nochmal bei allen Menschen, auch die in der Verantwortung sind. Wir haben uns gestern bedankt bei allen, die im Doing sind, aber auch die, die in der Verantwortung sind, jetzt diese Krise, uns durch die Krise zu führen. Und da gibt es ein ganz, ganz geiles Thema. Deswegen bin ich froh, dass wir die Top 5 jetzt so früh machen heute, weil man bis 14 Uhr, wenn man mitmachen möchte, sich dort anmelden muss. Und zwar gibt es eine Initiative von der Bundesregierung, die heißt Wir versus Virus Hackathon. Also es gibt einen Hackathon von der Bundesregierung. Ich bin was ausgeflippt, als ich das gestern gehört habe, mit verschiedenen Initiativen, die das unterstützen. Code for Germany, Initiative D21, Impact Hub Berlin, Project Together, Prototype Fund, Tech for Germany und Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Das sind die Absender, die ich dort finden konnte. Und ich lese es einmal ganz kurz vor, weil das wirklich ein Thema ist, was ich großartig finde, von dem ich auch hoffe, dass jetzt viele unserer Zuseherinnen und Zuseher das auch vielleicht einmal gleich anklicken, teilen und nochmal raushauen. Also worum geht's? Gemeinsam mit der Bundesregierung schaffen wir den digitalen Beteiligungsprozess in der Corona-Krise. Überall in Deutschland arbeiten Individuen an Lösungen. Der Hashtag Wir versus Virus Online Hackathon ist der digitale Raum, in dem wir alle gemeinsam Lösungen für neu auftretende Herausforderungen entwickeln, testen und verbessern können. Bis Freitagmorgen hat die Bundesregierung sowie jeder Bürger und Bürgerin Herausforderungen einzureichen. Ich mache jetzt einfach mal die R-Form. Was sind derzeit die drängendsten Herausforderungen? Für welches Problem wünschst du dir eine Lösung? Frag deine Freunde und Familie und lass dich inspirieren. Am Freitag kannst du dich entscheiden, an welcher der Herausforderungen du die nächsten 48 Stunden arbeiten möchtest. Du kannst dich mit Freunden registrieren und mit ihnen ein Team bilden oder du trittst einem Team bei, das sich um eine Herausforderung formiert. Wenn du Lust hast, hast du einen Platz. Also beispielsweise eine App zu bauen für Informationen, beispielsweise Schulplattformen oder ähnliches. Also alles Mögliche, was jetzt gebraucht wird, digital. Ja, das ist genial. Also wirklich, ich bin völlig ausgeflippt. Also man kann sich als Teilnehmer oder Teilnehmerin anmelden, alle mit Zeit, Lust und Internetzugang. Werden gesucht Programmierer, Designer, Kreative, Problemlöser und sozial engagierte Bürgerinnen und Bürger, die ihre Zeit sinnvoll einbringen wollen. Dann Mentoren, zum Beispiel aus dem Bereich Gesundheit oder Digitalisierung, die Teams während des zweitägigen Hackathons ehrenamtlich mit inhaltlicher und technischer Expertise unterstützen. Also wichtig, die arbeiten nicht völlig losgelöst, sondern die haben dann Experten, die wirklich helfen können. Und dann auch, und dazu ist schon so ein bisschen zu spät, Herausforderungen und Patientinnen. Also trage hier eine Herausforderung ein, der du oder die Gesellschaft derzeit gegenübersteht. Deine Herausforderung kann aus den Bereichen Information, Gesundheit, Familie und Soziales, Versorgung etc. stammen. Beim Hackathon übernimmst du die Patenschaft für deine Herausforderung. Also es muss nichts Digitales sein, wenn du sagst, im Bereich Gesundheit könnte das halt sein, wie organisierst du jetzt die Kommunikation zwischen Krankenhäusern oder
Ja. So. Also wenn ich jetzt das rechtzeitig gesehen hätte, ich habe es leider erst gestern Abend später gesehen, hätte ich die Herausforderung gesagt, wie kriegt man eigentlich die perfekte und auch sozialverträgliche und menschlich zumutbare Isolation von Alten und Vorerkrankten hin. Ne? Gibt es da ein Modell, wo man sagen kann, wenn man die 10 Regeln einhält, dann hast du eine 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sich die Person die nächsten Monate nicht ansteckt, aber auch nicht sozial verwahrlost, vereinsamt, damit man vielleicht zusätzlich zu den generell geltenden Regeln für die Älteren und Vorerkrankten einfach noch, das wäre so meine Challenge gewesen, die ich rausgerufen hätte. So, wie geht's ab? Also der Ablauf bis 20 hätte man Uhr, gestern Abend hätte man diese Herausforderung mitteilen müssen. Aber bis heute 14 Uhr kann man sich noch registrieren lassen als Teilnehmer. Ja. Um 16 Uhr werden dann Slack-Zugänge versandt. Dann gibt es ein Team-Sign-up bis 18 Uhr. Wie der genau läuft, wird noch angekündigt. Dann gibt es um 18.30 Uhr einen Welcome-Call. Und ab 19.30 Uhr heißt es Start Hacking. Samstag gibt es 2 Check-ins, einen um 10, einen um 18 Uhr. Sonntag den 3. Check-in um 10, um 15 Uhr Final Check-in und Infos zur Einreichung der Prototypen. 18 Uhr Einreichung der Prototypen und dann gibt es um 19 Uhr, wie der organisiert wird, steht hier noch nicht, eine Webcast und Recap. Mhm. Und dann, das ist spannend und das finde ich, deswegen finde ich es so toll, wir werden es ganz sicherlich auch nochmal hier teilen. Der Hackathon ist ein Startpunkt für einen kontinuierlichen Prozess zur Entwicklung gemeinsamer Lösungen, damit wir diese große Herausforderung durch Covid-19 als Gesellschaft meistern. Du willst mit deinem Team weiter an eurer Lösung arbeiten. Ihr bringt das Commitment mit, in den kommenden Wochen und Monaten aus euren Prototypen echte tragfähige Lösungen zu entwickeln. Oder ihr seid bereits eine bestehende Initiative und braucht Unterstützung in den nächsten Schritten. Genau dafür werden wir gemeinsam mit der Bundesregierung ein digitales Unterstützungsprogramm starten, damit eure Lösungen maximale Wirkung in der Corona-Krise entfalten können. Ihr habt Interesse an einem Unterstützungsprogramm nach Sonntag, tragt euch hier ein. Mhm. Ich kann nur sagen, mein Applaus dafür. Ich hoffe, dass das wirklich ein Erfolg wird, dass da was rauskommt. Und es ist egal, ob da jetzt 100 Leute, 1.000 oder 10.000 mitmachen. Ich wünsche diesen Menschen, die da mitmachen, einfach nur eine gute Zeit, tolle Ergebnisse. Und das kann auch eine virale Kraft haben, dass so ein Programm dann auch weitergeht. Und Virus ist ja nicht immer nur negativ, sondern kann auch was Positives sein, wenn er an einem Geist getragen ist, wie dieses Projekt. Was ist das war meine Top 5. Dankeschön. Ganz andere Top 5, als ich erwartet habe. Finde ich gut, weil du hast Sachen rausgesucht, wo man... Ja, yeah, wow, ganz kurz. Patricia Nassauer schreibt gerade, angemeldet beim Hackathon. Danke. Yeah. Mega. Wenn es nur eine Person macht, ist, hat sich's gelohnt. Danke. Es ist, also finde ich richtig, richtig gut. Und ich teile mal einmal, was mir gestern passiert ist. Ich habe es dir geteilt. Mein Vater hat mir eine WhatsApp geschickt. Oh ja, kannst du die mal vorlesen, bitte? Okay, ich lese sie jetzt vor. Papi, sorry, da muss jetzt durch. Das ist jetzt One More Thing. Ich hatte ein anderes One More Thing, aber das ist unser One More Thing. Das muss ich euch einmal teilen, weil es mir wichtig und es ist mir sehr wichtig. Hallo Krischi, super toll, großartig, wie anschaulich ihr dort erzählt. Ich kann alles nachvollziehen, begreifen und nehme es auf und gib mir nochmal eine andere Sichtweise. Man wird von euch auf den Boden der echten Realität geholt. Einfach toll, dass du es machst. Großartig. Liebe Grüße an Michael, Nils, Anja, Andi, alle dabei waren und MP, machen das super. Und jetzt hat mein Vater mich gesagt, ich habe mit vielen Unternehmern und Politikern, die ich kenne, telefoniert. Mein Vater ist eigentlich war ein Getränkegroßhändler lange Zeit und hat einfach alle, die er jetzt kennt, weil er einfach sozial mit ganz vielen vernetzt ist, telefoniert und sagt dann, und die können was lernen, habe denen den Link geschickt, so anschaulich, wie Nils es mit der KfW erzählt hat. So. Und warum erteile ich das? Weil, wenn einer erreicht wird und was macht, er bleibt halt zu Hause, passt auf, mein Vater ist Hochrisikogruppe. Und allein dadurch reicht mir das, wenn er hier den Stream schaut und deswegen zu Hause bleibt, ist das ein großartiges Ding und er versteht, warum das zu tun ist. Also das ist auch positiv und wir wollen, das ist der Hinweis vielleicht, wir haben die Art, Dinge sehr positiv zumindest zu uns zu überlegen, was kann man jetzt machen. Wir sind nicht die beiden, die irgendwo draufhauen und bashen, das machen wir im Podcast auch nicht, sondern wir wollen entdecken, nicht aufdecken. Das ist immer unser Ziel. Deswegen, wer nachher was Entspanntes machen möchte, den Podcast von Anja Händel, den wir auch heute veröffentlicht haben, auf On the Way to New Work, auf Spotify und Co. Michael, die Top 5 hatte ich super. Ich habe trotzdem noch eine Frage. Heute Morgen, also wenn ich mich frage, wie es mir heute Morgen geht, jetzt eben auch mit dem Aneinanderclashen einmal und hier rüberfahren und loslegen, ich bin so ein bisschen... Ich fühle mich nicht gut heute Morgen. Also ich fühle mich so, ich bin unruhig, ich bin am Isemarkt, habe ich rausgeguckt, ne? Also der ist hier um die Ecke.
und sehe heute Morgen, die Bahn ist relativ voll, der Isemarkt war auch relativ voll, so zumindest von dem, was ich sehen kann. Das beunruhigt mich. Das finde ich also erstaunlich, wie wenig darauf reagiert wird. Und ich habe heute im MP, wo haben wir das her? Hamburg TV oder den Einspieler? Ich weiß es gerade gar nicht, wo der herkommt. Ich würde den gerne einmal ganz kurz zeigen. Ich würde gerne deine Meinung dazu hören, was man machen kann, um jetzt, weil wir sind ja alle in der Verantwortung, anders als in anderen Ländern, wo eine Ausgangssperre ist. Wir sind in der Verantwortung, selber was zu tun. Spielst du den einmal ein? Zu kommen. Manche nehmen es mit der Warnung nicht so genau. Es besteht eine Gefahr für sie oder auch... Ich nehme mir doch keine Gefahr ein, wenn ich keine sehe. Es ist eine Bedrohung für die ganze Menschheit, aber ich persönlich kann doch in meinem Glück bleiben. Laut Allgemeinverfügung der Stadt sind Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen und im Freien verboten. Überall wird kontrolliert. Diese Gruppe sieht das ganz gelassen. Wenn wir dran sind, sind wir dran. Da können wir auch nichts für. Aber sie gefährden halt nicht nur sich, sondern vielleicht auch andere. Aber wir sind gesund. Doch die Lage ist ernst. Die Spielplätze sind geschlossen. Bei Kontrollgängen prüft die Polizei, ob sich die Menschen an den Lockdown halten. Die Polizei ist in Amtshilfe tätig für die Gesundheitsbehörde bzw. für die Bezirksämter und unterstützt dort bei den Maßnahmen zur Überprüfung dieser Allgemeinverfügung. Das heißt, die Kollegen sind dort dann auch unterwegs auf der Straße und kontrollieren dort. Die meisten zeigen Verständnis für diese Maßnahme. Die haben einfach nur geschaut, dass halt keine Gruppen zusammenkommen. Und dann habe ich gespielt und wir kamen ins Gespräch und die haben halt gesagt, es ist besser, es einfach das zu unterlassen. Was ich auch sinnvoll finde. Ein Verstoß stellt nach dem Infektionsschutzgesetz eine Straftat dar. Das kann in dem Fall der Allgemeinverordnungen, die wir erlassen haben, mit Freiheitsstrafen von bis zu 2 Jahren durchaus bestraft werden, in besonders schweren Fällen bis zu 5 Jahren und entsprechenden Geldstrafen. Da steckt schon eine Sanktion dahinter, sonst würde es nichts nützen. Wir nehmen aber wahr, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich sehr, sehr verständnisvoll und sehr vernünftig verhält. Für den Einzelhandel ist die Lage dramatisch. In der Innenstadt sind die meisten Geschäfte dicht. Die Besitzer halten sich an den Erlass. Die Cafés sind noch geöffnet, doch Gäste sucht man hier vergebens. Die Polizei patrouilliert hier und auch ganz schön scharf und nötigt alle oder hat sie gestern noch genötigt zu schließen und vorgestern. Wer es wagt, hier zu öffnen, der kriegt Ärger mit der Polizei. In Italien und Spanien sind schon Ausgangssperren verhängt. Ob man auch in Hamburg zu dieser Maßnahme greifen muss, wird sich in den kommenden Tagen oder Stunden zeigen. Also ganz kurz vielleicht einfach ganz kurz zur Einordnung. Wir machen das so on the fly, ja, wenn wir Sachen und Ausschnitte sehen. Ich screen capture die, wir packen die rein. Also Shoutout, das ging, glaube ich, auf Hamburg TV oder Sat.1, die haben es gedreht, ich weiß es nicht. Also sorry hier für das Reinspielen, aber wir finden es wichtig, diese Infos zu teilen. Und Michael, ich wollte es deswegen mit dir teilen, ich habe ja selber Kinder und Katinka sitzt mit den Kindern den ganzen Tag über zu Hause, weil ich nur morgens und abends dann da bin. Und wie gesagt, ich bin ja hier und jetzt überlegen wir gerade, ob wir sagen, okay, Lockdown, entweder ich bleibe hier oder ich bleibe drüben. Das ist alles jetzt offen, weil, nochmal, mit Kindern jetzt auf den Spielplatz gehen, als ich es gerade gesehen habe, das ist der Spielplatz bei uns um die Ecke. Also es ist einfach, es ist so schwer, sauber drauf zu achten, allein beim Einkaufen nicht irgendwo ranzukommen, nicht irgendwas zu machen und jetzt ein paar Wochen durchzuhalten, weil die Zahlen gerade hier in Hamburg sind so hoch, also die Wachstumsrate. Und ich frage mich einfach gerade, ich habe da keine Antwort drauf und weiß es nicht, aber ich frage mich einfach gerade, ich sehe sehr deutlich, was da auf uns zurollt, und zwar heftigst. Und du ordnest das immer noch ganz gut ein. Ich, keine Ahnung, wir haben uns noch nicht drüber unterhalten heute Morgen, aber ich bin gestern nochmal gedanklich, du warst ja auch bei der Bundeswehr, da gab es ja so eine Lehrstunde über die 4 Ausnahmezustände, den Verteidigungsfall, den Spannungsfall, den Katastrophenfall und den Notstand. Das sind, glaube ich, die 4 Fälle, die wir in Deutschland haben. Und ja, I don't know. Also ich fange mal vorne an. Wenn du dich daran erinnerst, wie Innovationen sich in der Welt durchsetzen, ne? Da gibt es die Innovators, Leute, die auf ein Produkt ganz früh drauf springen, dann gibt es die Early Adapters, dann gibt es die große Mehrheit und dann gibt es die Late Followers. Das sind so Kurven, wie neue Produkte, Innovationen, Ideen, Trends und so weiter übernommen werden. Und das hat etwas mit der menschlichen Psyche zu tun, es hat etwas mit Kommunikation zu tun, es hat in der Art und Weise zu tun, wie schnell Menschen Dinge aufnehmen. Wir beide sind extrem neugierig, extrem wach, haben Rezeptoren, die ständig
in Alarmbereitschaft sind. Das hat uns auch immer in Stress mit unseren Frauen geführt, die sehr viel fokussierter sind, die sich mehr auf Dinge konzentrieren können. Und warum soll das jetzt aber immer anders sein? Warum soll es in der Krise anders sein? Warum soll es so sein, dass alle Leute zack machen und sich korrekt fahren? Das geht nicht. Es ist nicht in der menschlichen Psyche vorgesehen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen, oder ich empfehle, müssen wir gar nicht gehen, schlafen und sterben und essen und trinken. Und Steuern zahlen noch. Ja, und Steuern zahlen. Ich glaube, es hilft, wenn wir ein bisschen mehr diese menschliche Psyche im Blick haben und durch positives Vorbild und durch Fragen und durch Helfen und Hilfe anbieten. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, aktiv und durch Teilen, was wir jetzt hier gerade sehen, wie unsere kleine Community hier Dinge auch gleich rausteilt. Das ist die Sache, wie es funktioniert. Mithelfen, dass aus den Early Innovators schnell Adopters werden und eine große Mehrheit. Das ist das, was wir machen können. Medien, viele Medien leben davon, dass sie skandalisieren. Und ja, ich habe diese Bilder gesehen. Ich bin auch noch mal um die Alster spazieren gegangen. Ja, da sind viele Leute unterwegs, aber die ganz, ganz große Mehrheit macht Riesenbögen umeinander. Wenn da Jogger kommen, laufen die auseinander. Man bleibt an der kleinen, schmalen Brücke stehen. Das fällt mir auch auf. Jeder mit 2 Meter Abstand vorbeikommt. Ja. Die Klettergerüste sind zugeklebt. Ja. Und es brauchst ja nur auf die Straße zu gehen. Die Luft ist, die Luft hat sich dramatisch verbessert. Es fahren weniger Autos, es sind weniger Menschen unterwegs. Und es wird ja weiter verschärft. Ja. Und lass es doch lieber versuchen, die Leute gut. dazu zu bringen. Das ist gut. Das hilft mir nochmal. Das ist gut. Und der zweite Punkt ist auch der, wo ich gerne darauf eingehen möchte, wie du heute Morgen aufgewacht bist, deine Stimmung. Das ist total normal. Das haben wir. Ich habe große Angst davor, wann mein erster Einbruch kommt. Ich schwebe im Moment auf einer, das bitte ich nicht falsch zu verstehen, aber ich schwebe auf so einer Euphoriewelle, weil ich das Gefühl habe, voll in meiner Kraft zu sein, hier einen Beitrag geben zu können. Ich wache morgens auf, freue mich auf diesen Stream. Ich gehe abends total glücklich ins Bett. Ich ernähre mich gesund. Ich habe das große Glück, eine wunderschöne Wohnung zu haben, dieses wunderbare Bike zu haben. Das hat nicht jeder, aber es gibt genug Videos zum Thema, wie kann ich mit meinem eigenen Körpergewicht in meiner eigenen Wohnung trainieren. Ich kann nur sagen, versucht ausgewogen zu leben. Versucht euch mal einen witzigen Film anzugucken am Wochenende. Versucht zu lachen. Mein Bruder, total super, der ist nur unwesentlich jünger als ich, also 53, hat aber kleine Kinder, erste und fünfte Klasse. Der hat mir erzählt, die sind jetzt quasi als Lehrer zu Hause. Die Eltern erwarten, die Lehrer erwarten, dass die Kinder das alleine hinkriegen. Hallo, erste Klasse, fünfte Klasse. Aber er sagt, okay, ich mache Mathe und Latein. Ich muss natürlich auch arbeiten. Seine Frau, die im Moment sich auf die Kinder fokussiert, ist dann aber den ganzen Tag Lehrerin. Und was machen die? Die machen abends, verabreden sich auf Gin Tonic mit ihren Freunden. Jetzt haben sie überlegt, kann man eigentlich Karten spielen? Geht nicht so gut, aber Kniffel kann man spielen. Wie kriegt man es hin, dass beim Kniffel nicht beschissen wird, wenn man es quasi über den, wenn man nicht immer die Würfel filmen will, indem man, wenn es zwei Paare miteinander spielen, die Männer zusammenspielen und die Frauen zusammenspielen, also quasi als Team. Ne? Also du hast immer den Kontrolleur auf der anderen Seite. Das finde ich so süß und so kreativ. Lasst uns hier auch lustige Ideen teilen, was man machen kann. Und das ist ein gutes Stichwort. Ein letzter Satz, dann bin ich fertig. Agneta Lansing hat es vor 3 Tagen gesagt, es geht nicht ums Überleben, es geht ums Leben. Und ich glaube, ich lese nachher dazu nochmal einen Facebook-Post eines Freundes vor, wenn wir die Zeit haben. Wir haben die ganz große Chance, uns auf das zu besinnen, was uns als Menschen ausmacht, nämlich intakte Beziehungen. Wir haben das in unserem Podcast oft geteilt, diese Langzeitstudie von dem Harvard-Professor, können wir auch nochmal teilen hier. Das ist der 4. Professor, der diese Studie jetzt leitet, über 80, 90 Jahre in Boston, Menschen beobachtet, befragt, begleitet. Die einzige Erklärungsfaktor für ein gesundes, erfülltes und glückliches Leben ist intakte Beziehung. Lasst uns in Beziehung investieren und dann kommen wir hier durch. Das ist ein Hammer Stichwort. Das tut sehr gut, genau. Und ich habe das Gefühl, du sagst es mir und das ist gut so, weil ich frage das und teile das offen. Das war meine Situation und zu Recht werde ich dann auch von wirklich engen Freunden nicht kritisiert, sondern liebevoll darauf hingewiesen, jetzt fahr mal runter, alles toll mit dem Stream und so, aber nochmal ganz klar, für mich ist das hier meine Portion Einordnung
besinnen auf, okay, was ist jetzt gerade wesentlich? Beruhigung, auch nicht einfach nur künstlich gekünstelt, sondern ich bin so, wie ich bin. Und ich möchte einfach auch sagen, dass das möglich ist, das so zu teilen und man nicht eine Show draus macht, sondern einfach ernsthaft so zu sein, wie es ist. Und es sind halt mehrere Rollen. Wir haben einmal die Rolle hier, ich als Christoph. Ich habe die Rolle als Christoph als Geschäftsführer, wo ich mich natürlich sorge, aber ich habe tolle Co-Geschäftsführer und ein Mega-Team, die hier was leisten. Und Nils hat gestern schon Sachen geteilt und ich verspreche euch, wir werden die ganze nächste Woche Insights von uns teilen, die hilfreich sind. Ja, und auch die Unterstützung zu Hause. Also ganz klar, in der Rolle kann ich definitiv nicht einfach alleine das machen. Wir müssen uns da momentan echt wahnsinnig gut einteilen. Und das, was du gerade sagtest, wir sind voll am Anschlag, jetzt schon. Das heißt, wir brauchen am Wochenende einmal neue Ideen. Was aber das richtige Stichwort war, Tessa ist, glaube ich, mit hier im Hangout. Yes. Eines der Sachen, wie kann man kreativ sein? Und wir haben gestern gesagt, oh Gott, Tinder ist ja jetzt eigentlich am Arsch. Und daraufhin haben wir, ich weiß gar nicht, wer von uns beiden das rausgekommen hat, gesagt, nee, ist doch eigentlich Quatsch, man könnte doch Tinder jetzt benutzen, weil es gibt ja sehr viele Single-Haushalte, die nicht kniffeln wollen, die jüngeren Leute, die sagen, ja, ich fand das so geil, warum nutzt man nicht Tinder für ein virtuelles Date? Tessa, bist du da? Ich bin da. Ja, pass auf, ich würde gerne das Video einmal zeigen, was du mir geschickt hast und ich, MP hat das, glaube ich, nicht. Warte mal, wait a minute, bevor du jetzt anfängst. Ich muss es als Intro zeigen. MP, ich mache jetzt den Ghetto-Hack. Ich zeig's jetzt in die Kamera, okay? Die Regie sitzt da hin und sagt, no fucking way. Warte kurz. Kannst du die scharf stellen, Emma? Nicht von hier. Dann muss ich selber scharf stellen. Moment, ich stelle selber scharf. Das ist Tessas Tinder-Date gestern Abend. Ja? Wein, Kaminfeuer, Skype. Oh, wie süß. Skype. Oh, ist das süß. Oh, ich finde es so geil. Das feiere ich so. Oh. Das heißt, wir haben das Experiment, geht Tinder für virtuelle Dates, um Distance Socializing zu machen, dank meiner wundervollen PA Tessa ausprobiert. Tessa, du darfst berichten von dieser Erfahrung. Danke, dass du das machst. Ja, sehr gerne. Ich möchte erstmal vorab sagen, ich bin weder Botschafterin für Tinder noch Repräsentative. Ich habe mich einfach mal gestern als Testmeerschweinchen geopfert. Genau, wir haben dich genötigt, das zu machen und du hast nicht schnell genug Nein gesagt. Ja, aber es ist trotzdem eine tolle Idee. Erzähl mal, wie es war. Ich find's auch ein wichtiger Punkt. Also wir sind ja alle durch diese Situation betroffen. Und klar ist es wichtig anzusprechen mit Kinderhaushalte. Ich meine, ich habe so einen Respekt auch für Haushalte, die Kleinkinder zu Hause haben und wirklich gefühlt eingesperrt sind momentan. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Meine Situation ist ganz anders. Ich bin momentan ganz alleine in eine neue Wohnung, sollte eigentlich eine Mitbewohnerin haben, die gerade noch in Lingen festsitzt und überlegt sich, ob sie überhaupt in 2 Wochen, wo sie hier nach Hamburg ziehen sollte, ob das dann noch geht, ob sie das nicht auch früher durchzieht. Aber ja, genau, also ich sitze alleine zu Hause und so wie ich das auch, sagen wir, im normalen Alltag normalerweise machen würde, ist Tinder halt eine App, wo ich manchmal drauf zugreife, um mir mal spontan normale Social Dates oder so zu organisieren. Ich habe auch, jetzt in der Situation geht es halt schwierig, um dieses Social Distancing einzuhalten. Ich habe auch mal ein paar Zahlen zusammengefasst. Also Tinder hat ja 50 Millionen Nutzer weltweit, 2 Millionen Nutzer in Deutschland. Das ist schon eine krasse Zahl. Und durchschnittlich sind da normalerweise 1 Million Dates pro Woche werden über Tinder organisiert. Also das muss man sich auch mal vorstellen, das ist auch schon eine Zahl, auf jeden Fall. Viele von die Apps, es ist ja nicht nur Tinder, da sind ja auch andere, OkCupid zum Beispiel, Grindr, da sind mehrere Dating-Apps draußen. Viele haben schon auch berichtet, wie diese Corona-Situation jetzt beeinflusst. Und das ist tatsächlich erschreckend, weil zum Beispiel die Guardian-Zeitung in Großbritannien hat berichtet, dass 93% von den gefragten Nutzer auf OkCupid weiter so daten wie davor. Die haben sich einfach, nichts hat sich verändert. Wie viel Prozent? 93. Also, das heißt, die treffen sich nach wie vor? Die treffen sich trotzdem, die verabreden sich. Wo sie sich treffen, ist jetzt eine andere Frage, weil vieles hat ja zu. Man kann ja nicht normal in den meisten Restaurants gehen oder so, aber das Leben geht einfach ganz normal weiter, was ich schon verrückt fand, weil ich merke das in mir selber.
Wenn ich mich jetzt verabreden möchte, ich stelle mir auch die Frage, ist das schlau, und gucke mir die ganzen, die ganzen Tipps von der Weltgesundheitsorganisation an und denke mir, diese Tipps, die wir bekommen, Hände waschen, Desinfektionsmittel, Abstand halten, das ist kein normales Verhalten, wie man sich auf ein Date normalerweise verhalten würde. Also ich habe auch selber gestern gemerkt, als ich vor dem Screen saß, wie oft ich mir eigentlich ins Gesicht fasse, wenn ich auf ein Date bin, weil man natürlich auch ein bisschen mehr nervös ist, man packt die Haare hinter dem Ohr. Also es sind so ganz, ganz viele Sachen, die sowieso schwierig sind einzugrenzen in sein eigenes physisches Verhalten, was noch schwieriger ist auf ein Date. Deswegen verstehe ich einfach nicht, wie man diese Tipps einhalten soll in so eine Date-Situation. Es war zu der Erfahrung, es war schon, also für mich war es, glaube ich, nicht sehr weit aus meiner Komfortzone. Ich meine, wir kennen das ja auch bei Blackboard, dass wir sehr oft über Videocall uns auch austauschen. Jemand ganz neu über Videocall kennenzulernen, war schon interessant. Ich habe auch tatsächlich, es fühlte sich ein bisschen wie ein Business-Pitch an. Wir haben uns dann auf WhatsApp geschrieben, da habe ich ein kurzes Video geschickt, warum ich überhaupt auf diese Idee komme, und war auch ganz ehrlich und gesagt, du, das ist eigentlich eine Idee von meinem Chef. Scheiße. Und hatte auch ganz kurz den Livestream mit eingeblendet dachte mir einfach, okay, entweder er wird jetzt so abgeschreckt, dass er mir nicht mehr schreibt, oder er lässt sich total auf die Idee rein. Und hat er auch gemacht. Fand ich sehr cool und sehr mutig. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Also klar, das ist ein anderes Verhalten, als wenn man sich jetzt persönlich trifft. Da sind nicht so viele Faktoren, die man normalerweise ansprechen kann. Zum Beispiel macht man sich, glaube ich, viel mehr Mühe, wenn man sich persönlich trifft, wenn man sich ansieht. Und das war auch eine Frage, die mir durch den Kopf geht. Also mache ich mir jetzt Mühe? Ich sitze ja vor dem Screen. Eigentlich brauche ich von der unteren Körperhälfte mir gar keine Mühe machen, weil das sieht man ja sowieso nicht. Also saßen wir beide da in Jogginghose, was auch natürlich sehr... sehr gut war, weil wir fühlten uns dann beide wohl und konnten auch über unser Leben erzählen. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen dazu geführt, dass es gleich ein mehr offenes Gespräch war. Also ich glaube, das hab ich gemerkt, dass es schon, wir sind schneller in so Themen eingestiegen, so was Kindheit, wie wir aufgewachsen sind. Also das war auf jeden Fall ein bisschen einfacher, das dann anzusprechen. Hast du das Gefühl gehabt, dass die Situation zur Verbindung beigetragen hat? Man sagt ja immer, Gleiches verbindet. Dass jetzt merklich etwas, obwohl die Distanz da war, trotzdem verbindender war? Das auf jeden Fall. Das merke ich in alle Ecken. Nicht nur bei diesem Experiment gestern, sondern ich meine, ich komme ja auch aus einer Familie. Die meiste von meiner Familie sitzen ja in Irland. Meine Eltern sind zwar Deutsch, aber sind vor fast 40 Jahren ausgewandert. Und meine Brüder sind auch da. Und diese Distanz und diese Distanz voneinander, aber gleichzeitig auch die Angst, die wir ja natürlich auch teilen. Und die Frage, was kommt jetzt? Wie lange wird sich das durchziehen? Das verbindet auf jeden Fall. Diese Verletzlichkeit, die wir dadurch zeigen können und zum Teil auch müssen, dient dazu, dass wir sehr, sehr schnell darauf zurückgreifen. Die Leute, die uns nah sind, dass wir öfter mehr Kontakt mit denen haben. Zum Beispiel habe ich auch vor 2 Tagen abends länger mit meinem Bruder über Videocall telefoniert, was erstmal gar nicht außergewöhnlich klingt, aber mein Bruder und ich sind einfach, ich liebe ihn und wir haben eine gute Beziehung. Er wohnt auch in Hamburg, aber wir haben jetzt keine Beziehung, wo wir uns länger am Telefon irgendwie unterhalten würden. Und das ist so schön, dass diese Verbindung trotz dieser Distanz, die wir jetzt einhalten müssen, stärker werden. Also das stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja. Sehr schön. Michael, du lauschst ganz gespannt. Hast du dich schon bei Tinder angemeldet? Auf jeden Fall. Nein, auf keinen Fall. Kein Bedarf. Aber ich finde es toll und ich finde das Beispiel super klasse und kann das nur sagen. Ich habe ja diese Zahl, 40 Millionen Single-Haushalte, ist natürlich viel zu hoch, aber es ist, glaube ich, schon irgendwas im zweistelligen Millionenbereich. Ist doch super. Finde ich geil. Einfach sich wirklich jetzt zu gucken. Wir haben jetzt gerade ja auch von einem Zuschauer, es gibt jetzt sogar schon eine Seite zum Thema Distance Socializing, also vielleicht gab es ja auch sogar vorher schon. Lass uns in Beziehungen investieren und wenn Tinder dabei helfen kann, finde ich es ganz toll.
Und es gibt andere Plattformen, die können das auch. Und es kann aber auch der Blick ins Adressbuch. Wer sind eigentlich die, ja, die fünf Freunde, die ich in den letzten Jahren vernachlässigt habe? Warum rufe ich die nicht mal an? Ne? Warum nicht jeden Tag einen Menschen anrufen, den, wo du dich schon lange nicht mehr gemeldet hast? Ne? Das geht, gibt ja ganz viele. Das hat ja, war das nicht Anja, die das gestern gesagt hat, Anja Hendel, die anfängt mit, wie geht es dir? Ja, das war Anja, ja. Wie geht's dir? Also, ne? Ja, wie geht es dir? Und dann mal Leute anzurufen, einfach zu fragen, wie geht es dir? Das ist schön. Hammer. Also tatsächlich, also ich finde das Beispiel Tinder super. Das heißt, man, Tessa, danke, das war wirklich klasse, auch mit den Zahlen. Die super, die waren mir nicht bekannt. Also auch vor allem, was die Zahlen betrifft, wie viel dann doch noch draußen sind und das machen. Ja. Ich finde es geil, dass du es geteilt hast mit deinem Beispiel, wie es aussehen kann. Ich werde das auf jeden Fall noch sharen. Ich habe es aber nicht geschafft, aber es ist auch zu geil. Also es ist wirklich cool. Danke auch an dein Date, dass er sich darauf eingelassen hat. Das ist ja nun auch mutig, definitiv. Kannst du es ja mal auf dem Laufenden halten, was bei rauskommt in den nächsten Wochen als Update, wer weiß. Und was ich gerade schön finde, der Punkt, dass doch, auch wenn man mit Menschen vorher eine schwierigere Beziehung hatte, sei es auch vielleicht in der eigenen Familie, eine Krisensituation auch verbindet. Natürlich, wie gesagt, Lagerkoller ist nochmal eine andere Nummer, das ist völlig klar. Aber vielleicht auch die, die man sonst nicht so oft angerufen hat. Ich habe gestern mit meinen Eltern auch noch ein virtuelles Bier getrunken, das war sehr schön, und habe zu meiner Mutter gesagt, virtuelles Rauchen ist gesünder als echtes Rauchen, aber das wollte sie nicht hören. Also ja, auch in dem Sinne nochmal meine Mutter liebe Grüße schicken. Ich glaube, sie ist auch eingetunt und sie hat tatsächlich heute Morgen für unsere Familie auch eine WhatsApp-Gruppe erstellt, wie geht's bei dir? Cool, geil. Dass wir einfach, trotz dass wir alle zerstreut sind, dass wir auch einchecken, wie es einem wirklich auch seelisch geht. Ja, finde ich gut. Sehr, sehr, sehr cool. Tessa, tausend Dank und wir sehen dich später hier hinten auf dem Screen. Das ist cool. Liebe danke, Grüße. Danke dir. Ciao, 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 ciao. Ja, geil. Cooles Experiment. Zack, einmal ausprobiert. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr cool. Magst du mal Leon anmoderieren, der jetzt gleich kommen sollte? Ja. Ich gucke mal, ob er schon hier irgendwo sich gemeldet hat. Genau, Leon Witscheid, bei uns schon zu Gast im Podcast gewesen. Ein Psychologe, ein promovierter Psychologe, der die Millionen bei Günter Jauchs Sendung Wer wird Millionär gewonnen hat, durch nach eigener Angabe Vorbereitung mit Hilfe von Tools, Methoden, Praktiken aus seinem Psychologiestudium, dadurch auch dann eine gewisse Bekanntheit oder eine große Bekanntheit bekommen hat, sich überlegt hat, was mache ich damit, sich ein Schiff gekauft hat, ein Eventschiff, eine Eventagentur gegründet hat, also Unternehmer geworden ist und jetzt irgendwie auch zum Thema Podcast gekommen ist. Zwei Formate, wenn ich richtig informiert bin, die er macht, einmal in Köpfen oder im Kopf von, wo er Schwerstverbrecher und extreme Menschen interviewt. Absolut geniales Format. Für mich fast noch schöner, weil noch näher an mir dran, das Format, was er mit Atze Schröder zusammen hat, Betreutes Fühlen. Mhm. Viele Menschen, die Atze Schröder nur von der Bühne kennen, finden ihn mittelgut. Viele finden ihn auch sehr gut und einige finden ihn auch richtig scheiße, wie das ja bei fast allen Künstlern ist. Atze Schröder ist aber ein total toller und feiner Mensch. Das haben wir in unserem Podcast erlebt. Matze Hilscher war wohl der Erste, der ihn als Gast, Podcast-Gast hatte und er hat unfassbar Feedback darauf gekriegt, sodass er jetzt dieses, das aus der Rolle rausgehen und der echte, der Mann hinter Atze Schröder so ein häufiger macht. Es gab einen ganz tollen Auftritt von ihm bei Markus Lanz, wo er, wo es um das Thema Holocaust ging und eine Holocaust-Überlebende dort saß und er in der Sendung anfing zu weinen und sich bei ihr entschuldigte, weil er eben Vater hatte, der da nicht unvorbelastet war. Und es gibt natürlich immer Leute, die das dann kritisch war. Für mich war es ein unfassbarer Moment. Und Atze und Leon haben eben in diesem Format Betreutes Fühlen jeweils ein Gefühl, ein großes Gefühl, Liebe, Liebeskummer, Scham, Hunger. Und jetzt auch haben sie eine Folge, die habe ich noch nicht gehört, ich komme gar nicht hinterher, über die Panik, die im Moment im Raum steht. Mhm. Ich finde ihn großartig, ich kenne ihn, kenne seine Stimme jetzt so, als wenn er ein altvertrauter Freund ist. Wir haben uns noch nie getroffen, gesprochen, aber er gehört zu den Menschen, die ich wirklich in mein Ohr lasse. Und da ich nur eine begrenzte Hörkapazität am Tag habe, sind das nicht sehr viele.
Und bei ihm höre ich eigentlich fast jede Folge und bin total glücklich und stolz und dankbar, dass du ihn damals zu uns im Podcast bekommen hast und dass wir jetzt gleich die Chance haben, mit ihm hier zu sprechen. Wir warten noch einen kurzen Moment, er richtet sich ein. Er sagt, klar, braucht einen Moment, ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Ich sage vielleicht was zu meinen Eindrücken. Danke, dass du das nochmal eingeordnet hast. Also Leon und ich haben uns getroffen. Wir haben einen TED-Talk gehalten in Frankfurt. Und ich kannte ihn vorher gar nicht und er kam rein und als wir dann hier sagten, hey, wir nehmen einen Podcast auf, kam er und ich habe sofort gemerkt, die Energie stimmt halt in dem Raum. Guter Typ. Und er hat so klare Gedanken, dass echt die Woche bei mir hochkam und sagte, wir müssen Leon reinholen und ihn fragen, einfach um auch so diese Einordnung zu bekommen, diese Ruhe. Er hat was wahnsinnig Beruhigendes in der Stimme. Und ja, er hatte mir in dem Podcast etwas erklärt. Es gibt aus dem Tibetischen einen Begriff, der heißt Teva. War das so Teva? Ich nagel mich nicht fest. Aber da hat er mir erklärt, man kann es nur ganz schwer sagen, das ist wie so eine, wie machen die das? Es ist wie so, man bewegt sich rückwärts und guckt eigentlich dahin, wo man herkam. Er muss es gleich nochmal erklären, um eben diese Dinge aus der Vergangenheit zu verwenden, um gutmütiger mit der Zukunft umzugehen. Irgendwie so. Also das ist nicht so diese Sorge um die Zukunft und Finger zeigen auf die Vergangenheit. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das würde wahnsinnig helfen, jetzt gerade ein Stück davon wieder zu haben, ein Stück davon zu bekommen, um besser in dieser Situation umzugehen, weißt du, um besser damit reinzufahren. Das wäre so mein Wunsch, was wir vielleicht von ihm gleich zu hören bekommen. Außerdem will er ein bisschen teilen, wie sie es im Team machen. Er ist ja selber auch noch Unternehmer. Ich gucke jetzt mal gerade rein, ob ich ihn hier reinlassen muss oder ob alles klappt. Er ist noch nicht drin. Nö, er schreibt aber. Da ist er. Ja, da. Super. Nimm teil. Bei mir ist er drin. Jo, bei mir auch. Du bist auf Sendung, Leon. So cool, dass du da bist. Hey, wir haben dich gerade anmoderiert mit diversen Sachen aus dem Podcast und Michael hört ja regelmäßig ich auch. Also insofern erstmal geil, dass du da bist. Hey, guten Morgen. Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Wo schalten wir dich gerade her denn? Ihr erreicht mich in Münster. Genau, okay. Ich bin ja die ganze Zeit am neuen Buch dran und deswegen ist Homeoffice für mich zwar blöd, weil wir hier jetzt als WG alle aufeinander hocken, aber gleichzeitig der normale Alltag. Ja. Und da sitze ich auch gerade. Okay, das heißt, ihr seid eine WG, jetzt bei dir im Team oder Kumpels oder? Nee, mit meinem Bruder zusammen, mit einem jahrelangen, fast jahrzehntelangen Schulfreund und dessen Bruder, der auch unser engster Freund ist und unserem ehemaligen Azubi mittlerweile quasi Partner, wohnen wir jetzt fünft. Ach krass, okay, aber das heißt, ihr seid in Fünfer-Quarantäne quasi? Ja, weitestgehend. Der eine Freund von uns ist eben Arzt und der geht jeden Tag ins Krankenhaus, ne? Oh, wow. Ja. Dann lass uns mal mit der Frage einsteigen, die wir jetzt allen immer stellen. Erstmal, wie geht's dir momentan? Mir geht's gut, sogar sehr gut. Also ich freue mich, gesund zu sein. Ich war vor 2-3 Wochen wirklich angeschlagen. Diese klassische Nummer da Frühjahr, ne? Zu früh rausgegangen mit zu dünner Jacke und dann so grippemäßig. Da war das noch so, dass alle über Corona gelächelt haben und dass man so dachte, ach ja, sitzen wir so ab, ne? Und hat man eh nicht und hat man noch nichts von gehört und will man noch nichts von hören, irgendwie so richtig. Ja. Es war dann natürlich auch für mich jetzt eine sehr interessante Erfahrung, wie schnell sich das gewandelt hat. Ich würde nie sagen, dass ich da wie leichtfertig war, aber eben doch so, dass ich dachte, ach ja, irgendwas in China, irgendwas in anderen Ländern, irgendwas, was ganz wenige betrifft, was vielleicht alte Menschen treffen könnte, kranke Menschen treffen könnte, da ist die eigene Psyche ja extrem flexibel, um sowas dann auszublenden, nicht an sich ranzulassen. Ne? Und da wurden wir, glaube ich, alle jetzt ja in einer brachial kurzen Zeit eines Besseren belehrt. Seit wann bist du so aware? Seit wann fing das bei dir an? Wir haben letzte Woche, als es darum ging, dass jetzt die Gastronomien geschlossen werden könnten, da ging das so richtig los. Wir waren dann noch im Skiurlaub in Salzburg, aber eben auch an der Grenze zu Tirol. Und da ist es ja so richtig hochgekocht. Und da merken wir schon, hoppla, wir sind da quasi kurz bevor die da alles dicht machten, ausgereist. Ne? Und da merkte man schon, hier ist wirklich was, hier geht gerade wirklich was ab. Und wir betreiben halt in Münster 4 Gastronomien und eben das eben angesprochene Eventschiff. Mhm. Und quasi innerhalb von 3-4 Tagen war alles dicht.
Also wir haben jetzt alles schließen müssen. Wir haben insgesamt vielleicht 130 Leute im Team, die da zum nicht geringen Teil auch von leben. Ne? Also klar haben wir viele studentische Aushilfen, wo du jetzt sagen kannst, gut, wenn die jetzt 2-3 Monate auf die 300, 400 Euro verzichten, dann ist das schmerzhaft, aber das ist nochmal was anderes als Leute, die bei uns zum Beispiel das Schiff als Kapitän in Vollzeit fahren und Kinder und Familie haben. Und jetzt ist diese Firma lahmgelegt. Und nicht nur das so, dass jetzt nichts stattfindet, also wir keine Getränke verkaufen und auch keine Leute irgendwie bei uns ihren Geburtstag feiern, sondern natürlich grassiert da auch eine massive Angst. Das heißt, auch so dieser Ticketvorverkauf ist drastisch eingebrochen. Und das können wir durchstehen, weil wir Rücklagen gebildet haben, weil wir eigentlich nie aus dieser Firma alles rausgepresst haben und wollen das auch. Aber wenn das jetzt länger oder deutlich länger als das angekündigte Ende für diese Gastronomiesperren Ende April dauern wird, dann wird es schwierig. Und ich persönlich rechne damit, dass es länger dauert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier in 3-4 Wochen sagen, jetzt alles wieder auf und weiter geht's. Ja. Wie, vielleicht eine hier, Michael, einmal eine Frage. Leon, wie kommuniziere ich? Ich meine, du hast das Geschenk vom lieben Gott neben deinem Talent und deiner Ausbildung, hast du eine unfassbare Stimme bekommen, die mich mindestens einmal pro Woche eine Stunde mit dir Zeit verbringen lässt. Nutzt du diese Stimme, nutzt du deine beruhigende und tolle Art, um mit den Mitarbeitern zu kommunizieren? Schickst du Videos? Wie gehst du mit den 130 Menschen um aktuell? Ich bringe das erstmal zum Lächeln. Vielen Dank. Ich weiß nicht, aber ich glaube, jeder, der das manchmal so merkt, wenn man sich eine Sprachnachricht, die man verschickt, nochmal anhört, findet das ja eigentlich schrecklich, wenn man seine eigene Stimme hört. Und ich Deine Stimme ist sensationell. Ich liebe sie. Freut mich, dass das sich in anderen Ohren anders anhört als bei mir. Also erstmal bin ich nicht mehr der Geschäftsführer dieser Firma und das auch schon jetzt seit einigen Monaten. Und das war, wie ihr euch vorstellen könnt, wenn man irgendwann merkt, hey, da gibt es Leute, die können das besser als ich und ich muss abgeben, ich will abgeben, war es kein ganz leichter Prozess. Und jetzt sind Nina und Anna die Geschäftsführerinnen dieser Firma, die sind auch nochmal deutlich jünger als ich, erst so Mitte 20. Und die machen so einen großartigen Job, dass ich mich da gar nicht zwischenschalten möchte. Also das wäre jetzt irgendwie, finde ich, ja, der falsche Punkt, ne? Genau dann, wenn die Krise kommt, sozusagen, so jetzt kommt hier wieder der Gesellschafter von oben und macht irgendwie was. Quatsch, wir haben immer so eine ganz gelevelte Kommunikation mit allen. Das heißt, es geht mit den Sprachnachrichten hin und her, die bekomme ich alle mit. Wir haben bei Instagram ganz viel, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch selber melden. Und das geht mir dann auch tatsächlich mitunter sehr nah. Ne? Also wenn ich dann so merke, dass da Leute sich berufen fühlen, eine Sprachnachricht zu schicken, wo du so denkst, ach ja, eine Aushilfe, wie viel verbindet die überhaupt mit so einer Firma? Ich merke, dass die Leute Bock drauf haben, ein tolles Team darstellen, aber gerade in so einem Krisenmoment, wo du dann wirklich denkst, es geht ans Eingemachte, man stellt sich Fragen, die man sich sonst nicht stellt. Und du hörst dann eine Sprachnachricht, die an die Chefinnen geschickt wird, wo jemand sagt, ey Leute, ich stehe da voll hinter, ich bin da, wenn ihr irgendwas braucht, wenn es soll jetzt nicht um Kohle gehen, ne? Wenn ihr sonst noch irgendwie Support im Büro braucht wegen Stornierungen oder bin ich da und das von so allen der Vibe ist, dann rüttelt das oft bei mir so an diesen Grundfesten, wo ich so merke, wir haben, glaube ich, ein sehr, sehr negatives Bild vom Menschen in dieser Welt. So dieser, ne, der Mensch ist dem Mensch der Wolf und wir sind Egoisten und ziehen unser eigenes Ding durch. Und ich erlebe an ganz, ganz vielen Stellen gerade das Gegenteil. Das finde ich großartig. Also das hilft mir, der sich ja sehr leicht beeinflussen lässt von so einer ersten Stimmung. Deswegen schütze ich mich eigentlich morgens davor. Also so wie Michael mir geholfen hat, hast du mir gerade sehr geholfen, das einzuordnen. Und mir fällt das sehr viel leichter, hier zu sitzen und so mit euch darüber zu sprechen. Da bin ich ruhig. Ich lasse mich sehr leicht davon mitnehmen. Und du hast ja nun als Psychologe auch ein Bild von Menschen. Jetzt erleben wir diese Gruppendynamiken. Also ich hatte gestern diesen Moment bei Katinka beschrieben, da warst du noch nicht im Thread. Katinka hatte gestern Geburtstag und dann standen alle, also nicht alle, sondern drei Nachbarinnen im Hausflur über Distanz. Jeder brachte ein eigenes Glas mit, um alles einzuhalten und schenkte sie ein und man prostete sich zu. Und abends haben die Mädels sich über ein Hangout zum Geburtstag getroffen. Und diese Krise ist das verbindende Element von allen. Jeder hat daraus eine Story. Und gibt es irgendwas aus der Psychologie, was du teilen kannst, wo man nachvollziehen kann, welche Kräfte das freisetzt, was das macht? Du hattest auch diesen Teva-Begriff, glaube ich, hieß er, im Podcast mal genannt. Da würde ich unbedingt gerne nochmal einsteigen. Und dann tiefer nochmal in deine Firma auf jeden Fall. Aber ich weiß, da bist du einfach so klar drin in solchen Sachen. Vielleicht machen wir uns an allererster Stelle klar, dass der Mensch ein hypersoziales Tier ist. Also wir leben nicht einfach nur wie ein Wolfsrudel zusammenziehen durch den Wald und versuchen, ein Reh zu reißen,
sondern wir leben tatsächlich davon, dass wir Beziehungen, soziale Verbindungen eingehen, die ein Maximum darstellen. Ne? Auch indem wir zum Beispiel Leute anhimmeln, die gar nicht Teil unseres Rudels sind, sondern die wir irgendwie über Social Media wie so ein Promi sehen. Aber eben auch, indem wir wissen, dass wir uns in dieser Gesellschaft irgendwie darstellen, irgendwie Teil davon sein wollen, Verantwortung übernehmen. Ja. So, und in diesem hypersozialen Lebensraum, in dem wir als Mensch unterwegs sind, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in Gruppen funktionieren wollen. Wir wollen wissen, wer bin ich, und dafür möchte ich zu bestimmten Gruppen gehören. Ich möchte zum Beispiel, manche Leute möchten gerne besonders deutsch sein. Das ist für die dann Identifikation. Ich zum Beispiel würde mich eher als Europäer sehen, vielleicht so gerne als Weltbürger. Andere sagen, hier ist mein Fußballverein. Wieder andere sagen, das ist hier meine Familie, die bedeutet mir alles. Und so ist jeder in verschiedenen Gruppen drin. Mhm. Und eine Gruppe wird dann stark und wächst extrem zusammen, wenn es eine Außengruppe gibt. In-Group, das ist, ich bin Teil dieser Gruppe, Out-Group, das sind die anderen. Und normalerweise, wenn du dir jetzt die Bedrohung auf dieser Welt anguckst, dann haben wir ganz oft Kriege zwischen verschiedenen Ländern. Wir haben vielleicht Feindschaften zwischen Fußballvereinen und wir haben vielleicht Leute, die sagen, wir hier, die Deutschen, wollen keine Ausländer haben. Das kann zu unglaublicher Identifikation führen, heißt aber eben immer, ich muss irgendwen ausgrenzen. Mhm. Und das ist die traurige Seite von so einem Gruppengefühl. Was wir jetzt gerade haben, ist, dass die Bedrohung, die da ist, keine menschliche ist. Ja, ich kann zusammenrücken, ohne jemand anderen ausgrenzen zu müssen. Ich kann sagen, wir gegen das Virus. Und das hat eine unglaubliche Kraft und das hat auch ein unglaubliches Potenzial. Also ich vertrete da eine sehr, sehr hoffnungsvolle Meinung und bin der festen Überzeugung, dass wenn das hier vorbeigegangen ist, und da glauben wir, glaube ich, gerade alle dran, dass das irgendwann wieder vorbei sein wird, dass wir dann mit einer Power da rausgehen können, mit einer Energie da rausgehen können und vielleicht an ganz vielen Stellen auch mit neuen Einsichten, die wir jetzt in dieser Krise gewinnen. Hammer. Wow. Krass, so in, stark. Das ist die Klarheit, auf die ich gehofft habe. Stark. Ich würde gerne, Leon, ich würde gerne nochmal, du hast es auch vorhin in deiner Einleitung gesagt, Menschen sind eigentlich im Grunde genommen nicht schlecht. Also wir werden ja jetzt von den Medien immer wieder darauf gestoßen, auf die asozialen Beispiele, die es natürlich gibt, aber eigentlich sind wir gut. Wir haben neulich von einem Buch gehört, das von Rutger Breckmann, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Im Grunde gut. Ja. Der hat auch, glaube ich, Utopien für Realisten geschrieben. Der hat an verschiedenen Beispielen auch mit Hilfe von sehr vielen Studien eben versucht nachzuweisen, dass Menschen eben nicht schlecht sind. Und das passt ja eigentlich genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Also wir sind Herdentiere, wir wollen zusammen sein, wir gehören zusammen. Ich habe vorhin diese Harvard-Langzeitstudie erwähnt, vier Professoren hintereinander über 80, 90 Jahre festgestellt haben, dass das einzige Erklärungsmerkmal, warum Menschen glücklich, gesund und erfolgreich sind, intakte Beziehungen, passt ja alles zusammen. Aber wir haben jetzt schon ein Echtzeitexperiment, wo natürlich auch Leute Ängste haben vor Plünderung, vor Themen, ne? Also die Klo mit Klopapier abgreifen in kleinen, kann das nicht noch zu ganz anderen Problemen führen. Wenn du dir jetzt vorstellst, wir haben mehrere Wochen, Monate vor uns, was glaubst du, wird passieren? Wird es so bestimmte Phasen geben, sowas wie Lagerkoller? Hast du ein Bild davon, was passiert? Hast du einen Blick nach Italien, wie das andere machen? Was glaubst du, wie kommen wir, also dein Ende glaube ich auch, ich glaube ganz fest daran, wir kommen aus dieser Zeit gestärkt hervor, bewusster, more humble, mehr an den echten Werten wieder interessiert. Aber was werden wir in der Zwischenzeit erleben? Was ist dein Bild? Also so sehr wir, glaube ich, jetzt uns zu Recht bemühen, hier das Positive zu suchen, auch fast schon aktiv, dürfen wir eine Sache nicht ausblenden, das ist eine maximale Herausforderung, vor der wir stehen. Und ihr habt gerade eben, bevor ich dabei war, auch schon über Tinder und auch verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein digitales Hangout oder eine WhatsApp-Nachricht oder mal eben anrufen, gesprochen. Da sind wir aber wieder bei dem hypersozialen Wesen Mensch. Und ein WhatsApp-Smiley, selbst ein längeres Telefonat, was immer besser ist als eine geschriebene Nachricht, das ersetzt keine Umarmung. Und das ersetzt nicht dieses, was sich so als eine Art Zwischenkörperlichkeit ergibt, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen. Damit ist nicht gemeint, dass man sich irgendwie streichelt, anfasst oder sogar Sex hätte, sondern wenn zwei Körper aufeinandertreffen, zwei Menschenorganismen, dann entsteht ein Resonanzraum. Und dieser Resonanzraum ist unglaublich wichtig, weil wir so viel zwischen den Zeilen lesen, weil wir so viel davon mitnehmen, den anderen Menschen zu riechen, bestimmte Körperhaltungen von ihm in kleinsten Nuancen wahrzunehmen. So, und wenn das jetzt wegbricht, wenn diese soziale Möglichkeit reduziert wird,
dann ist das etwas, was unglaublich wertvoll normalerweise ist und was eben plötzlich nicht mehr da ist. Was ich immer gerne sage, ist, dass wir uns klar machen müssen, warum gehen Leute zur Arbeit? Da ist natürlich das Gehalt. Ich muss Lohn verdienen, um irgendwie überleben zu können. Aber die großen Umfragen, die es gibt, die zeigen, dass Lohn und dann auch die Höhe des Gehalts so als Motivator relativ weit unten steht. Ganz weit oben steht sowas wie, ich möchte Wirksamkeit erfahren. Ich möchte sehen, dass ich etwas bewege. Ich möchte den sozialen Austausch. Ich möchte Anerkennung. Und essentiell, ich brauche Struktur. Irgendwas muss meine Woche strukturieren. Wenn ich mir jetzt vorstelle, und da reden wir nicht von Einzelfällen, bei denen das super laufen kann oder Leuten, die vielleicht das immer schon so machen wie ich, dass man einfach morgens aufwacht und weiß, mein Tag ist strukturiert, indem ich den selber strukturiere. Ich habe keinen Chef, der mir sagt, so, so, so. Was passiert jetzt mit einer riesigen Gruppe ganz Deutschland, wenn es jetzt heißt Ausgangssperre und ihr müsst zu Hause bleiben? Das wird eine Herausforderung. Das wird eine kolossale Herausforderung. Bestimmte Ventile fallen weg. Denken wir mal an das Fußballstadion, wo ich am Samstag nicht mehr mit meinen Jungs hingehen kann, mal auf die Kacke hauen kann, vielleicht ein bisschen über die Stränge schlagen kann, sondern ich bin jetzt 24/7 zu Hause, im Zweifel vielleicht nur mit meiner Ehefrau. Wir alle kennen, glaube ich, Beispiele, wo Leute in Pension gehen, in Rente gehen und dann plötzlich zu zweit aufeinander sitzen und es tierische Konflikte gibt. Ne? Deswegen der ganz, ganz dringende psychologische Appell jetzt an alle, du brauchst Ventile. Du brauchst Ventile, du musst dir jetzt, wenn du in diese Isolationssituation kommst, dir Wege suchen, in denen du irgendwie abfängst, was dir sonst fehlt. Deswegen würde ich sagen, wenn du denkst, du könntest jetzt ein normales Gespräch mit einem Telefonat wettmachen, hab lieber im Kopf, dass es dann vielleicht sogar drei Telefonate braucht, ne, um dieses soziale Bedürfnis in uns drin irgendwie abzufedern. Hab klar im Kopf, dass du dir Struktur suchen musst. Du brauchst Routinen. Ich finde immer, die Mahlzeiten sind da mal ein ganz einfacher Weg. Wie oft gehe ich morgens aus dem Haus und nehme mir schnell ein Brot mit, Coffee to go, Mittagessen fällt aus und Abendessen gibt es zu irgendeiner komischen Uhrzeit. Da kann man jetzt mal zurückkommen zu klassisch morgens Frühstück zusammen, dann Mittagessen zu einer bestimmten Zeit, das auch vorbereiten, dann Abendessen. Das sind schon mal drei Punkte, die den Tag sehr schön strukturieren. Alles, was dir dazwischen Struktur gibt, wie zum Beispiel jeden Dienstag mache ich jetzt ein Workout, jeden Mittwoch lese ich nachmittags mal eine Stunde ein Buch und das ich sonst nicht gucken würde. Das sind halt eben so Punkte, die du dir jetzt geben musst als Mensch. Finde ich sehr, sehr stark. Ich habe so ein Wort, was ich in letzter Zeit häufiger benutze, hat mir meine Frau, glaube ich, mal mitgegeben, statt Egoismus über Selbstfürsorge zu reden. Also, und ich glaube, es klingt jetzt bescheuert, aber morgens sich im Badezimmer länger Zeit zu lassen, sich mal einzucremen, sich mal in die Wanne zu legen, sich Mühe zu geben beim Essen, ne? Also wirklich schon alleine dieses Kochen, sich den Kaffee machen, das mit allen Sinnen zu genießen, kann vielleicht dann auch ein Stück weit kompensieren, dass wir nicht mehr diese Sozialkontakte in echt haben. Ne? Also Kontakt mit dir selbst. Also auch dieses Wort Selbstliebe. Ich glaube, in einer eurer Podcast-Folgen habt ihr auch darüber gesprochen. Also ich glaube, wir haben eine ganz große Chance, bevor wir wieder so uns im Außen bewegen, bei uns selber anzukommen, wirklich mal reinzugucken, wo stehen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich, wofür stehen wir eigentlich. Und wenn wir dazu ermutigen können, ist das, glaube ich, auch ein guter, wichtiger Schritt. Extrem hilfreiche Einordnung, Leon, extrem hilfreich. Also gerade nochmal den Begriff wir sind hypersoziale Wesen, hilft mir nochmal zu verstehen, wir hatten vorhin einen Beitrag gezeigt, was in Hamburg noch los ist. Auf den Straßen teilweise. Michael sagte, es gibt sehr viel mehr Beispiele von Leuten, die einen Bogen machen. Das ist richtig, aber warum dieser Drang besteht, rauszugehen, Leute zu treffen und wie unnatürlich das jetzt ist, nicht die Hand zu geben, nicht in den Arm zu nehmen, Raum zu halten. Also ich zitiere immer wieder diesen 90er-Jahre-Film Demolition Man, der in der Zukunft spielt mit Sylvester Stallone und Wesley Snipes, wo die Leute sich nur so einklatschen und kein körperlicher Kontakt und so. Und diese Welt ist einfach stumpf, die ist taub, da ist keine Farbe. Und das jetzt aufrechtzuerhalten, also ich kann richtig die Herausforderung sehen, die da jetzt kommt. Was mich nochmal interessieren würde, gib mal, auch aus deiner psychologischen Sicht, gibt es irgendwo ein vergleichbares Experiment, was so, wie es jetzt gerade stattfindet, stattgefunden hat? Weil wenn wir Bill Gates glauben, dann wird das nicht das letzte Mal gewesen sein. Wenn man weiß, wie man damit umgeht, sich vorbereitet, du hast jetzt gerade Struktur genannt, du hast so viele Beispiele schon gehabt, gibt es irgendwo was, wo man daraus lernen könnte, wo es ja schon mal gab, vergleichbar? Also dadurch, dass wir auch ja in den letzten Jahren mit den digitalen Möglichkeiten was haben, was es vielleicht zu Zeiten der spanischen Grippe noch gar nicht im Ansatz gab oder zu Zeiten der Pest, wo Leute ja auch ausgegrenzt wurden, wäre es mir zumindest nicht bekannt. Was aber vielleicht ein ganz spannender Ansatz ist,
ist sich mal klarzumachen, dass das, was wir hier gerade durchleben, nämlich du hast die ganze Zeit so eine gewisse Angst im Hintergrund, ich könnte mich anstecken, was wird noch kommen? Mhm. Dann hast du diese Sicherheitsverhalten, wie zum Beispiel, ich mache den Bogen um andere, wenn ich jetzt nach draußen joggen gehe. Dann hast du dieses permanente Händewaschen und irgendwie so eine grundsätzliche, sorgenvolle Stimmung. Dann ist das, was wir da erleben, der Alltag eines Menschen mit einer Zwangsstörung oder mit einer Angststörung. Mhm. Und diese Menschen, die leben natürlich schon lange so. Und ich habe vorgestern mit Nicolas Müller, dem Ex-Sänger von Jupiter Jones, gesprochen. Mhm. Goldene Schallplatten, Echo, vor 20.000 Leuten gesungen, aber seit Jahren mit einer Panikstörung zu kämpfen. Ja? Muss man es mal klar machen. Jemand, der auf eine Bühne geht, der sich sowas traut, was für uns Normalsterbliche unvorstellbar wäre, kommt von der Bühne runter und kann zusammenbrechen, weil die Angst ihn vollkommen überwältigt. Ja. Und von solchen Leuten, die eben die Extrembereiche der Psyche schon lange kennen, kann man jetzt, glaube ich, gerade ganz viel lernen. Und so war das auch eben im Gespräch mit Nicolas Müller. Ne? Also diese Idee, da gibt es eine große Angst, eine große Ungewissheit, die uns gerade alle umtreibt. Und sich davon nicht überwältigen zu lassen, diese Angst nicht besiegen zu wollen. Ich weiß, dass ganz viele Leute, wenn es um die eigenen Ängste geht, immer so das Bild vor Augen haben vom Stier, den ich als Torero irgendwie erdolchen muss und dann ist die Angst weg und ich habe es geschafft, ich habe sie besiegt. Darum geht es nicht. Mein viel, viel lieberes Bild ist, dass ich mir eine Art Wildpferd vorstelle, das nicht mein Freund werden muss, aber das ich kennenlernen kann, dessen Vertrauen ich gewinnen möchte und mit dem ich am Ende dann im Idealfall zusammen wegreite oder das mich zumindest begleiten kann, ohne dass es mich die ganze Zeit fertig macht und abwirft. Und das ist, glaube ich, auch der Weg, wie wir jetzt mit Angst umgehen können. Und da können wir eben von Menschen mit Angststörungen sehr viel lernen. Ganz, ganz wichtig ist, dass man lernt, Angst ist eben nicht ein Zustand, der exponentiell bis ins Unendliche steigt. In jeder Angsttherapie lernt man, dass Angst stark zunehmen kann, dass sich Körper und Kopf zusammen hochschaukeln, weil der Kopf merkt, da sind körperliche Symptome, dann sagt der Kopf dem Körper, schütte noch mehr Stresssachen aus, reagiere mit mehr Herzschlag. So schaukelt sich das hoch und der Angstpatient lernt jetzt, dass man da quasi wie mit so einem schwarzen Edding einen Strich durch die Spirale ziehen muss, dass diese Kurve zwar stark ansteigt, aber dann irgendwann wieder abflacht, denn diese extremen Emotionen sind nicht dafür gemacht, lange anzuhalten. Ja. Und ich glaube, das müssen wir uns alle jetzt vor Augen führen. Also Angst ist da, aber Angst wird uns nicht überwältigen. Wir können im Prinzip an Angst nicht sterben und sich mit dieser Angst auseinanderzusetzen, genau mal in sich reinzufühlen, wovor habe ich hier konkret Angst und sich dann nicht in so Sorgenzyklen zu verlieren, sondern zu sagen, ich stelle mich dieser Angst, ich setze mich im Idealfall auch mit anderen darüber auseinander. Ich spreche ganz offen an, was mir Sorgen macht und guck mal, wie realistisch das ist, versucht das einzusortieren. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir jetzt bei diesem Experiment, was wir gerade ohne Kontrollgruppe und ohne andere Vergleichsstudien auf dieser Welt durchleben, benutzen können. Mhm. Du hast vorhin ja vom Thema Struktur gesprochen, dass es wichtig ist, Routinen zu haben. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört. Meine Erfahrung, würde ich gerne mal deine Einschätzung hören, sich Zeiten zu nehmen, wo man trauert, Angst hat, auch bewusst, ne? Sich bewusst Musik anzuhören oder manchmal auch bewusst sich mit den negativen Dingen auseinandersetzen, dann aber auch wieder sich bewusst Zeit zu nehmen, ich gucke mir heute Abend einen lustigen Film an, ich lache, ich tanze, ich mache Musik. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir jetzt uns bewusst eben auch mit schönen Dingen beschäftigen und nicht den ganzen Tag durchgehen mit dem Thema, oder? Total. Es ist witzig, dass du auch von Trauern sprichst, weil ich gerade ganz viel zu Trauer gearbeitet habe. Und das aktuelle wissenschaftliche Modell, das es zu Trauer gibt, geht von einem Schwingen aus, wie ein Pendel, das zwei Pole hat. Ne? Das ist diese tiefe Traurigkeit und die Niedergeschlagenheit, die eine Funktion hat, weil sie uns nach innen kehrt. Sie führt dazu, dass wir anfangen nachzudenken, zu reflektieren. Also wenn man Menschen im Experiment in traurige Stimmung versetzt durch Musik, durch Filmszenen, dann sind die sehr besser darin, Erinnerungsaufgaben zu lösen, andere Menschen zu bewerten und ihre eigene Leistung einzuschätzen. Also Angst richtet den Blick nach innen, hält die Welt um uns herum an und das führt zu so einer Bestandsaufnahme. Was habe ich? Wie viel Kraft ist da? Welche Menschen brauche ich jetzt? Das ist die eine Seite des Pendels. Und dann schwingt es aber eben immer wieder auch, selbst in tief traurigen, selbst in trauervollen Momenten auf die andere Seite. Und ich merke, das kennt vielleicht auch jeder von uns, längere Zeit mit einem tief traurigen Menschen in einem Raum zu sitzen,
das zieht die Energie weg. Das ist wie so ein Schwamm, das hältst du kaum aus. Und deswegen brauchen wir dieses Pendeln, diese andere Seite, in der dann plötzlich Fröhlichkeit ist, wo man denkt, die hat ja hier eigentlich gerade gar nichts verloren. Doch hat sie. Und das ist auch eine ganz natürliche Reaktion, dass zum Beispiel Menschen, die gerade einen geliebten anderen verloren haben durch den Tod, dass die lachen und sogar von Herzen lachen können. Denn da sind, ist in uns ist ein unglaubliches Bestreben, dass wir nicht in diesem Loch versacken wollen. Es ist ein unglaublicher Drang in uns drin zu sagen, ey, da gibt es aber auch eine Zukunftsperspektive, da gibt es schöne Erinnerungen und ich möchte nicht mit dem Pendel auf einer Seite hängen bleiben. Das ist ja im Prinzip, wie wir als in der westlichen Kultur Trauerfeiern begehen. Ne? Also wir haben eine Beerdigung, wir haben einen Trauergottesdienst, wir gehen danach zum, ich mag das Wort nicht, aber das, was dahinter steckt, zum Leichenschmaus. Ja. Und ich habe mich früher vor Beerdigung gedrückt. Heute gehe ich gerne auf Beerdigung und ich lache auch auf Beerdigung, wenn danach dann Witze und Geschichten von der verstorbenen Person erzählt werden. Eigentlich ist das ja das, die Echtzeiterfahrung von genau dem, was du da erzählst. Ne? Du kannst nicht einen Tag lang durchgehend, also du kannst es schon, aber das macht dich dann auch krank. Also auch das wieder ein Aspekt, an den ich überhaupt gar nicht gedacht habe, weil der wird uns jetzt, da werden viele und Merkel hat es in ihrer Ansprache gesagt, es werden viele geliebte Menschen betreffen. Ich würde gerne mal deinen Blick lenken oder deine Einschätzung haben zu Berufsgruppen, die gerade unter massivstem Stress stehen. Jetzt gibt es die einen, die Unternehmer gucken uns gerade an und sagen, hey, was machst du, wie bereitest du dich vor? Aber jetzt gibt es Leute, die eben die Supermärkte befüllen. Es gibt die Krankenschwestern und Pfleger, die sagen, danke, klatschen ist toll, aber helft uns doch lieber auch dann auch am Ende mehr Geld zu verdienen für das, was wir gerade leisten. Und dieser unfassbare Stress, du sagtest gerade, irgendwann müssen diese Emotionen ja vorbei sein. Wir reden hier jetzt ja von möglicherweise Monaten der Belastung. Wie guckst du auf die Gruppen? Also erstmal auch dort, wenn ich das Positive jetzt mal wirklich suchen möchte und dazu daran appelliere ich unbedingt, dann sehen wir gerade was. Naja, wir merken, dass wir 2008 eine Bankenkrise hatten, wo es dann nachher hieß, systemrelevant. Die Banken sind systemrelevant, deswegen dürfen die nicht pleite gehen. Ja. Was heißt das im Umkehrschluss? Ja, die Banker, Bankerinnen, die Leute dahinter, die Manager mit ihren Riesenboni, die sind ja angeblich auch systemrelevant. Und ich mag immer nicht, wenn man so ausgrenzend dann auch darauf guckt, weil ich glaube, genauso wie eine Krankenschwester systemrelevant ist, ist im Prinzip auch die Lehrerin systemrelevant, die gerade nicht arbeiten gehen darf. Aber was wir merken, und das finde ich ist da wieder das Positive, ist eine Verschiebung in der Anerkennung. Also wer jetzt noch nicht registriert hat, dass jemand an der Supermarktkasse im Zweifel dieser Gesellschaft einen größeren Dienst erweist als ein Investmentbanker, der sagt, euch investieren Weizen, das ist doch ein schöner Moment. Und gerade wenn es um die Pflegekräfte geht, wenn es um die Leute geht, die jetzt im Krankenhaus arbeiten, würde ich wieder sehr, sehr, sehr darauf hoffen, dass wir einen Paradigmenwechsel hinbekommen. Und vielleicht gibt es da draußen jetzt viele Pessimisten, die sagen, in der kurzen Zeit. Und wir Menschen sind doch immer gleich. Es liegt auch in unserer Natur, so zu sein, wie wir sind. Da möchte ich eine kurze Geschichte erzählen, wenn die Zeit das hergibt. Leon, solange du Zeit, hast, kannst du dir senden, was du willst. Wir haben wir haben einen sehr nahen Verwandten. Also das asozialste Tier auf dieser Welt, was würdet ihr sagen, wer ist das? Das asozialste Tier? Ja. Die Hyäne. Nee, der Mensch, Leute, der sind ja, wir sind ja immer noch ein Tier am Ende. So das zweitasozialste Tier der Welt, da kann man jetzt anfangen dann zu streiten, aber es gibt sehr klare Hinweise, die darauf deuten, dass das natürlich jemand sein muss, der uns sehr nahe ist. Und da zeichnet sich ab, dass das Paviane sind, Affen. Also Paviane im Speziellen leben in extrem strengen Hierarchien. Da wird gekloppt, geprügelt, ne, wenn es um Weibchen geht, da wird getötet, wenn es um Essen geht. So, und jetzt gingen Wissenschaftler jahrelang, jahrzehntelang davon aus, dass diese Art von Verhalten in der Natur des Pavians liegen muss. Und dann haben die eine Horde in Kenia beobachtet, die in der Nähe einer Müllhalde lebte, weil dort eine Touristenregion entstand. Das heißt, es gab immer mehr Müll und die Paviane, die lieben diesen Müll, ne? Weil da gibt es Fressen und leckeres Zeug zwischen den Müllresten. So, und das heißt, jetzt alle unsere Paviane aus unserer kleinen Horde würden gerne zu diesem Müllberg ziehen. Das geht aber nicht. Denn der Müll wird immer morgens geliefert und der Morgen ist der Moment in so einer Pavianhorde, in dem das soziale Zusammenleben stattfindet. Das heißt, du musst bereit sein auf den Austausch, auf das Kuscheln, auf das Lausen, auf das Besprechen, was der Tag so bringt. Darauf musst du verzichten, wenn du an den Müll willst. Und der zweite Punkt ist, dass du natürlich auch bereit sein musst, dich zu prügeln, weil auf dieser Müllhalde sind andere Tiere, andere Affenhorden. Du musst also eine gewisse Grundaggression mitbringen.
Das hat zum Effekt, dass aus unserer Pavianhorte nur eine kleine Subgruppe jeden Morgen auf die Halde zieht, und zwar die asozialsten Männchen. Ja? Weil die sind bereit, sich zu kloppen, und die haben keine Lust auf Sozialkontakte. Das machen die eine ganze Zeit, bis die irgendwann einen verheerenden Tag erleben. Und zwar fährt der Trecker mit dem frischen Müll vor, und die Pavianmännchen, die Assi-Männchen, sind außer sich, denn es liegt ein toller Duft in der Luft, und zwar der Duft von frischem Fleisch. Und tatsächlich fällt eine tote Kuh von dieser Ladeklappe. Und die Paviane fressen sich voll und wissen nicht, dass das ihr Todesurteil ist, denn die Kuh ist mit Tuberkulose infiziert. Was passiert jetzt? Die Assi-Männchen verrecken auf dieser Müllhalde. Die kommen nicht mehr nach Hause. Zurückbleiben im Prinzip die Weibchen mit den nicht ganz so asozialen Männchen. Und jetzt passiert etwas Verblüffendes. Ja, die Hierarchie flacht ab. Die Stresslevel gehen runter. Die Tiere ganz unten in der Hackordnung, die blühen regelrecht auf. Und das hätten die Forscher niemals erwartet. Die Männchen, die noch da sind, helfen plötzlich den Weibchen bei der Aufzucht der Jungen. Wow. Das ist der Teil der Geschichte, der vielleicht irgendwie noch erwartbar war. Und jetzt wird es aber richtig spannend. Denn die Forscher schreiben ihre Berichte, ziehen ab und kommen 10 Jahre später wieder. Wir haben jetzt kaum mehr Weibchen von damals, sind gestorben. Wir haben ganz viele neue Männchen, denn in der Pubertät wechselt der Pavian die Horde. Und was die Forscher erwartet hatten, ist, dass es dort jetzt wieder genauso zu sich geht, wie man das von Pavian kennt. Mhm. Es wird geprügelt, gehauen, gestochen. Aber das ist nicht der Fall. Obwohl wir neue Tiere haben und obwohl man immer dachte, es liegt in der Natur des Pavians, sich assi zu verhalten, hat diese eine einzige Generation, dieser eine Vorfall ausgereicht, um diese Kultur weiterzugeben. Ja, wir haben noch immer das Wertschätzende, das Unterstützende. Und ich denke bei der Geschichte jedes Mal, einmal Leute, wenn die Affen das schaffen, dann schaffen wir das auch. Dann können wir das auch schaffen. Dann können wir gesellschaftlichen, kulturellen Wandel in kurzer Zeit umsetzen. Und wenn wir jetzt noch irgendwo Hoffnung brauchen, dann ist das jetzt vielleicht die Chance. Krass. Großartig. Leon, geil. Ich würde gerne noch mal das Beispiel, ich hatte das vorhin erzählt, dieser Rutger Breckmann, der dieses Buch geschrieben hat, im Grunde gut. Der hat dann auch zitiert, Herr der Fliegen, kennst du ja, ne? Wo dieser Roman, ich glaube 54, geschrieben, wo Kinder auf eine Insel kommen und sich dann sofort so eine Schreckensherrschaft, Gewaltherrschaft entwickelt. Und das ist eben totaler Quatsch, das würde so nicht passieren. Warte mal, ich kenne das nicht, kannst du einen Satz dazu sagen? Ich kenne es nicht. Ja, also das ist ein Roman, Kinder werden quasi auf einer Insel, also ein Flugzeug stürzt ab, ne, irgendwie mit einem Atomkrieg und bla bla, und 6- bis 12-jährige Jungen an Bord werden auf diese Insel verschlagen und kommen von einer Elite-Uni, und da gibt es einen Anführer, und dieser Anführer macht so ein Schreckensregime da, ne, und also um zu zeigen quasi, dass Menschen eben schlechte Anteile haben. So. Und es gibt wohl einen echten Fall, wo das so ähnlich passiert ist und das eben genau das Gegenteil passiert. Die haben sich total vernünftig verhalten, die haben sich wertschätzend verhalten, die sind miteinander gut umgegangen. Und das passt eben genau zu diesem Affenbeispiel. Und ich glaube, dass wir diese Beispiele, diese Geschichten, diese Sachen jetzt teilen müssen und weitergeben müssen, damit den Leuten klar ist, auch den Unternehmern, es kann jetzt nicht darum gehen, so schnell wie möglich alle Leute rauszuschmeißen und auf sicher zu spielen und zu sagen, ich muss jetzt hier meinen Wohlstand sichern, und sondern wirklich zu versuchen, nein, ich muss immer das Gesamtbild haben. Ich muss gucken, wenn nämlich alle Unternehmer das so machen, dann haben wir 10 Millionen, 15 Millionen Arbeitslose, und dann wird es alles noch schlimmer. Also wirklich zu gucken, an Gemeinschaft, an Zusammenhalt appellieren. Ja, ich glaube, dafür sind diese Beispiele toll. Also richtig, richtig stark. Deine Einschätzung, oder gibt es jetzt denn zumindest aus der kurzen Zeit, weil du sagtest, dich hat es ja auch erst erfasst, als dieser Schockmoment kam, ihr seid aus dem Skiurlaub, habt gemerkt, jetzt wird hier zugemacht, hast du in der kurzen Zeit mal einen Blick nach China geworfen? Also ich habe zumindest mal von den Berichten her, wir haben hier neulich im Stream so ein Tagebuch von einem Arte-Redakteur geteilt, der ein bisschen was aus der Quarantäne erzählt hat. Das fand ich einen tollen Einblick, der mir gezeigt hat, wie es läuft. Wir haben teilweise Bilder gehabt von Drohnen, die Leute verfolgen ohne Mundschutz und dann automatisch nach Hause leiten, also wirklich verrückte Sachen. Kannst du mal einordnen, Reaktion China, Europa, und dann gibt es ja noch das Extrem Donald Trump, der das Virus seit Tagen immer das chinesische Virus nennt, wo man sagen muss, damit schießt er sich vermutlich hoffentlich dann irgendwann mal komplett ins Off, also irgendwann ist irgendwas so. Kannst du das mal einordnen, gesellschaftlich, was da passiert und wie wir reagieren, weil eigentlich müssen wir ja alle hoffnungsvoll dann gleich als Menschen reagieren, aber wir sind ja doch ein bisschen unterschiedlich.
Ja, also es gibt natürlich kulturelle Unterschiede. Ich wäre jetzt bei China persönlich die ganze Zeit sehr vorsichtig, aber bin ich kein Experte, weil ich natürlich weiß, dass dort Propaganda stattfindet. Ne? Und deswegen, wie ich mit den Zahlen umgehen soll und mit den Bildern, die dort produziert werden, bei mir immer mit Rückhalt. Aber ich war zum Beispiel Anfang des Jahres im Iran und das ist ja auch eine Kultur, die an vielen Stellen anders funktioniert, so denkt man vielleicht, als das jetzt hier bei uns in Deutschland oder auch in Mitteleuropa der Fall wäre. Was ich aber erlebt habe, ist so jeder Satz, der anfängt mit, die Chinesen sind so, die Iraner sind so, die Deutschen sind so, der endet in einer falschen Aussage. Das ist Bullshit. Leute sind unterschiedlich, Leute sind massiv unterschiedlich. Große Gruppen werden zwar über Mittelwerte erfasst, aber den Mittelwert muss am Ende kein einziges Individuum in der Gruppe entsprechen. Und deswegen wäre ich da sehr, sehr sensibel, wenn es jetzt heißt, ach, die Italiener sind ja so lustig und die singen auf den Balkonen, warum sind denn wir schwermütigen Deutschen so nicht? Ne? Das ist halt auch die Macht der Bilder, die wir gerade erleben. Und das ist auch genauso bei den Hamsterkäufen, dass ich denke, nochmal den Rutger Bregemann zitiert mit seinem Buch Im Grunde gut, diese Idee jetzt zu sagen, da gibt es Leute, die hamstern. Ja, klar, gibt es die. Aber ist das die Mehrheit? Ne? Ist nicht die Mehrheit eher so, dass die sagen, ey, ich bleibe aber zu Hause, sind die Straßen nicht leerer? Sie sind noch nicht leer genug, bin ich völlig dabei. Und es ist zum Teil erschreckend, wie verantwortungslos sich manche Leute verhalten. Aber manche Leute gehen auch hin und erschießen den anders im Park. Also du kannst nie sagen, so ist die Gesamtgruppe. Ne? Da wär ich immer sehr, sehr, sehr sensibel und sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Und gerade wenn es so auf die dann geht die ganze Länder betreffen und China ist nun mal ein riesiges Land, ein riesiger Kulturkreis. Bitte, bitte nichts verallgemeinern, bitte nicht denken, Donald Trump ist so wie Amerika ist, bitte nicht denken, Viktor Orban ist so wie Ungarn ist und bitte nicht denken, dass hier in Deutschland alle die sehr gewissenhafte, sehr besonnene Art der Bundesregierung teilen. Also da versuche ich mich immer von frei zu machen. Aber ich kann deswegen leider auch nicht wirklich was zu China sagen. Ja, meine Frage zielte, die war nicht gut genug formuliert. Ich teile deine Einordnung total. Es hilft mir auch nochmal sehr. In meine Richtung ging es im Sinne von, okay, was ist der Grund dafür und Macht der Bilder, du hast es gerade genannt. Dass uns fehlt häufig dann der Bezug, wenn keine persönliche Betroffenheit da ist, dann eine Meldung von dort ernst zu nehmen, obwohl es ja diese schnellen Medien gibt. Und Michael und ich sind beide in einer Unternehmergruppe bei IO, wo wirklich auch in den internationalen WhatsApp-Gruppen schon vor einigen Wochen, Anfang des Jahres, Sachen rumgingen. Also da waren schon Statistiken von Firmenpleiten aus dem IO-Kreise, da wurde nach Hilfe gefragt von anderen. Und auch ich habe es gelesen und dachte so, okay, krass, okay, ich schreibe den einen, den ich kenne. Was könnte dabei helfen, wenn solche Sachen auftreten, schneller, alarmierter, klarer auf den Blick zu sein? So wie wir jetzt. Also du beschreibst wahnsinnig viele positive Aspekte aus so einer Reaktion in so kurzer Zeit bei uns. Aber gibt es eine Chance, dass man über die Distanz auch früher reagieren kann, um nicht in diese exponentielle Wachstumskurve eines solchen Virus reinzukommen, wie wir es jetzt erleben? Also ich glaube, das, was jetzt passiert in dem Sinne, dass wir exponentielles Wachstum unterschätzen, ist nichts Neues. Mhm. Menschen können nicht exponentiell, sondern eigentlich nur linear denken. Es fällt uns unglaublich schwer, solche Kurven nachzuvollziehen, vor allem wenn sie noch mehrfachen Exponierungen folgen. Deswegen habe ich die große Hoffnung, dass uns da jetzt einfach die Erfahrungen für die Zukunft ein Beispiel ist. Gleichzeitig, und das ist, glaube ich, dass wir hier gerade ganz viele Momente haben, wo es zwei Seiten der Medaille gibt, müssen wir uns auch klar machen, dass wir in einer unglaublich leicht erregbaren Zeit, in einer unglaublich nervösen Welt leben. Ne? Ja. Also ich habe oft das Gefühl, dass diese Besonnenheit und auch dieses, was uns jetzt zum Teil langsam vorkommt von vielleicht Regierungen oder auch von der Gesellschaft, auch etwas ist, was uns an ganz vielen anderen Stellen davor schützt, zu schnell auf Dinge aufzuspringen, uns zu schnell in Panik versetzen zu lassen, zu schnell ängstlich zu werden. Das ist das vielleicht das Perverse an einem Virus, dass es dabei eben nicht gilt, was sonst gerade ganz oft die Tugend ist, nämlich Ruhe bewahren. Mhm. Das ist interessant, ja, weil das ist von der Antwort her hast du denn zwei Seiten. Ja, es ist schwer, die voneinander zu trennen im Prinzip. Ja, das glaube ich. Also wenn du das jetzt haben willst, dass die Leute bei sowas demnächst direkt anspringen und vielleicht schneller in so eine Art Panik- und Bereitschaftsmodus für wirklich drastische Maßnahmen gelangen, dann hättest du aus meiner Sicht gleichzeitig die Gefahr, dass du sagen musst, dann sind die aber vielleicht auch extrem panisch, wenn es heißt,
Achtung, da kommen jetzt wieder Leute über eine Grenze. Ne? Wir müssen jetzt direkt reagieren und massiv auf die Barrikaden gehen. Also da wäre ich immer vorsichtig. Vielleicht noch ein Gedanke an der Stelle aber zum Thema Angst. Und ich weiß, dass Angst in unserer Gesellschaft an ganz vielen Stellen einen unglaublich schlechten Ruf hat. Also Kinder werden dazu erzogen, mit breiter Brust selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Angst, das ist sowas Unschönes, das wollen wir loswerden, besiegen wir den Stier. Ich glaube, dass Angst eine unglaublich wertvolle Emotion ist, weil, oder ein unglaublich wertvoller Gefühlszustand, weil es erfunden wurde, um uns Menschen vor Gefahren zu schützen. Und ich glaube, dass wir heute uns oft nicht mehr die Mühe machen, zu fragen, wie groß ist die Gefahr? Was ist die Gefahr? Ja, also wenn man sich mal anguckt, wie stark Menschen Angst vor Terrorismus in Deutschland haben. Und wenn man sich dann mal anguckt, wie die Todeszahlen zu Terrorismus sind und das vielleicht einfach mal mit den Zahlen vergleicht von Alkoholtoten oder Menschen, die aufgrund ihres Alkoholkonsums sterben, dann denkst du dir, das ist Wahnsinn. Ja? Wir haben um die 70.000 Alkoholtote in Deutschland und wenn überhaupt 10 Terrortote so um den Dreh, also wenige Dutzend nach dem Motto. Wieso haben wir auf einem Weihnachtsmarkt Angst vor Terroristen, aber nicht vor Glühwein? Und das ist eben der Punkt, wo wir uns, glaube ich, immer sensibler fragen müssen, wovor habe ich Angst und ist diese Angst wirklich einer Gefahr geschuldet? Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dann wird es in Zukunft besser funktionieren. Weil kann ich sagen, Virus, ja, kann eine Riesengefahr sein. Ausländer, wenn man mal ehrlich ist und sich die Zahlen anguckt, nein, Alkohol, fettiges Essen, Zucker, Salz, ach, das ist alles sehr schädlich. Ach, vielleicht sollten wir dann mal die Nationalmannschaft fragen, ob die aufhört, Werbung für Bier zu machen. Oder Nutella. Nutella. Ja, krass. Gute, also Word. Was soll ich sagen? Das ist von der Einatmung her genau das, was wir gerade suchen. Da eben tatsächlich jetzt Leuten eine Hilfestellung zu geben, zu sagen, okay, wie kann ich es einordnen, auch als Unternehmer? Wie nutzt du dieses Wissen und auch, du transportierst das ja in einer absoluten Ruhe und Michael hat es ja schon auch gefragt und du hast es angedeutet, wie er das im Team macht. Wie nutzt du das jetzt für dich, um weiter zu navigieren? Du schreibst gerade ein Buch, du hast gesagt, die nächsten Wochen sind kritisch, ab April wird es dann wirklich sehr kritisch. Was machst du jetzt, daraus abgeleitet als Vorbereitung, um jetzt auf die nächste Zeit für dich eingestellt zu sein? Und zwar einmal emotional, aber auch faktisch. Was tust du, um vorbereitet zu sein? Also für mich ist der Austausch extrem wertvoll, weil ich eben denke, ich versuche mir jetzt alles an sozialen Kontakten zu holen, was mir sonst hier im Alltag fehlt, dass ich das Team nicht mehr so oft sehe, wie ich das sonst hat. Muss dann eben über Telefonate, idealerweise über Videotelefonate, abgefangen werden. Ich telefoniere auch deutlich mehr als vorher, klar. Gleichzeitig weiß ich ganz genau, dass ich mir eben jetzt diese Routinen, diese kleinen Sportprogramme und sowas auferlege. Ne? Vielleicht auch da, jeder sollte sich bewusst machen, dass Angst eine massive körperliche Reaktion ist und auch Sorgenzustände vielleicht nicht so stark sind wie Angst, was das Körperliche angeht, aber in uns die ganze Zeit wabern. Und wenn du dem keinen Kanal gibst, frisst du das in dich rein. Deswegen weiß ich, dass ich gerade das Joggen so isoliert wie es geht eben noch gerne mache, aber wir haben zum Glück einen kleinen Garten, wobei mein Bruder wirklich hier im Zimmer seine Liegestütze haben für Männer und so ein Workout macht. Da helfen aus meiner Sicht die Apps gerade auch sehr. Ich erwarte, dass die große Konjunktur haben werden. Mir sowas eben auf die Platte ziehen, mir sowas bereithalten und dabei mir auch immer wieder bewusst machen, jetzt den inneren Schweinehund gerade jetzt bekämpfen, schlafen, gut essen, gesund essen, sich da Mühe und Zeit für nehmen, Sport betreiben. Es ist selten wichtiger als in Zeiten von so einem konstanten Angst- und Sorgenlevel. Und vielleicht auf das, wo ich jetzt das Gefühl habe, irgendwie wirken zu können, nochmal bezogen. Erstmal bin ich da ganz vorsichtig. Ich freue mich, dass wir jetzt hier sprechen können und dass wir über dieses Thema sprechen können. Aber ich bin ja nicht nur meilenweit davon entfernt, sondern im ganz anderen Bereich unterwegs als jetzt ein Professor Drosten. Wo ich denke, solchen Leuten muss jetzt das meiste Gehör geschenkt werden. Ja. Die psychologische Seite beleuchte ich in dem Podcast. Das ist schneller als Buch. Das macht große Freude, weil wir eben merken, dass da so viel zurückkommt von den Leuten. Ja. Und das scheinbar vielen auch irgendwie hilft oder eine Orientierung gibt, einen anderen Blickwinkel nochmal drauf gibt. Und das sind dann einfach für mich so Kanäle, wo ich denke, mache das, was gerade für dich geht. Ne? Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, ganz kurz, Leon. Betreutes Fühlen ist wirklich einer meiner Top 3 Podcasts geworden. Ich bin mega Danke. Fan von dir und von Atze geworden. Wir haben Atze ja auch noch einen Podcast bei uns gehabt. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ihr auf die Idee gekommen seid. Ich habe es vorhin schon angedeutet, man nehmt euch über ein großes Gefühl vor, aber macht mal ein bisschen Lust bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Das ist die kleine Werbepause, weil das, was du da machst,
hilft so extrem und ich glaube, ganz viele werden davon profitieren. Also erzähl doch mal ein bisschen, wie seid ihr auf die Idee gekommen, was ist eigentlich der Spannungsbogen zwischen euch beiden, warum funktioniert das genau? Also als ich zu meinen Eltern gefahren bin, ihr müsst wissen, ich bin Doppellehrerkind und das ist natürlich schon schwierig, da kam ich dann an und sagte, hier mal, es gibt dir die Idee, dass ich einen Podcast mit Atze Schröder mache. Und ich glaube, meine Eltern wussten gar nicht genau, was ein Podcast ist, aber sehr wohl, wer Atze Schröder ist. Und ich wurde eigentlich ad hoc enterbt. Und dann haben sich auch meine Eltern die ersten Folgen angehört und sich, ich will nicht sagen entschuldigt, aber sich zumindest mental korrigiert. Das habe ich doch gemerkt. Mein Vater an und sagte, wir haben da jetzt nochmal die Folge gehört über, ich glaube, es war toxische Beziehungen. Da hat er gesagt, das ist hier kein, ist hier nicht dieses, ist kein Gelaber, sondern man hört euch gerne zu. Und ich glaube, so diese Kombi aus dem Atze Schröder, den man nicht erwartet, ja, also jemand, das hätte ich ja auch nicht gedacht. Ich dachte immer RTL, freitagsabends, alles Atze Comedy, was überhaupt nicht meins ist. Ich bin ehrlicherweise gar kein Comedy-Fan. Aber dann sehe ich plötzlich in diesem Podcast oder lerne ich in diesem Podcast jemanden kennen, der so unglaublich belesen ist, der so philosophisch ist. Ich kenne, glaube ich, keinen, der mehr Zitate, und zwar von Philosophen, von historischen Büchern, von Klassikern auf dem Radar hat als Atze. Und der bringt so eine Straßenschleue mit. Ja? Ist ja jetzt auch nicht mehr Mitte 40, sondern schon ein bisschen älter. Und da merkst du einfach, so diese Lebensweisheit, diese Alltagserfahrung und auch irgendwie sein ungebrochener Humor und dann vielleicht von mir das wissenschaftlich-psychologische. Also es macht mir tierisch Spaß. Und in dem Moment, wo ich dann merke, ich spreche mit Atze, ja auch einem Top-Promi in Deutschland, viele Leute werden ihn kennen, über Angst. Ja, und er erzählt mir dann, ey Leon, ich hatte früher Angst davor, in eine Bar zu gehen, weil es überhaupt nicht so mich irgendwie zeigen, das war unvorstellbar. Mhm. Und heute wieder jemand, der auf Arenen seit 25 Jahren die Halle voll macht. Das war ziemlich krass. Anderes Beispiel ist vielleicht auch so diese Interaktion mit den Hörern. Also wir kriegen immer unglaublich viele Nachrichten. Als wir letztens über das Thema Scham gesprochen haben, habe ich gemerkt, boah, tolle da war in ganz, ganz vielen Leuten echt was Krasses. Mhm. So eine der traurigsten Geschichten eigentlich war, dass eine Frau mir geschrieben hat, ne, mein Mann, der hat mich dann aufs Bett gestoßen, ne, und irgendwie festgehalten und mich angeschrien, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Und in dem Moment habe ich mich schuldig gefühlt, weil ich ihn wieder in diese Rage versetzt habe, wo du so merktest, wie perfide funktionieren Scham und Schuldgefühle. Ja. Und das versuchen wir immer auseinanderzudröseln, eben mit Wissenschaft zu verbinden, aber eben auch immer mit dem Alltag von uns selbst und von der Hörerschaft. Und es macht tierisch Spaß. Vielleicht gerade in den Zeiten jetzt eine große Empfehlung. Und es hilft sehr, dir zuzuhören. Und es war auch bei Atze, den wir nochmal separat im Podcast hatten, auch ein großes Geschenk, ihm zuzuhören. Insofern die Doppelkombi, ich kann auch nur sagen, Shoutout, vielleicht gerade jetzt einfach mal laufen lassen und reinhören und einsteigen in diese Gefühle. Weil, ja, großartig. Richtig, richtig stark. Ja, ich hoffe, wir lernen uns nochmal im richtigen Leben kennen. Würde mich auch freuen. Ich bin wirklich, du berührst mich zutiefst und ich bin dankbar, dass wir dich hier an uns ranholen konnten und ich bin mir ganz sicher, das merke ich auch schon im Feedback, dass du hier ganz viele Menschen erreichst. Vielen Dank. Danke, Leon, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir schreiben zwischendurch, wie es weiterläuft. Ich höre mal bei dir rein und lass mal von dir hören. Das war echt ganz, ganz stark. Perfekt, Dankeschön. Bis dahin. Frohes Schreiben. Ciao. Ciao, ciao. So, darf ich einmal mir einen Kaffee machen, während du Astrid anmoderierst? Oder wollen wir einmal durchatmen und nochmal drüber resonieren? Das war jetzt gerade für mich wieder Dreiviertelstunde Geschenk. Wohlfühlen. Ich komme gar nicht klar damit. Also das ist, der Mann ist so großartig und hat so viel zu geben. Ich habe wieder 25 Folgen Podcast von ihm gehört. Einer unserer Zuschauerinnen hat auch nochmal den anderen Podcast genannt, der heißt In extremen Köpfen. Mhm. Auch in den mal reinhören. Und er ist, was bei Leon so toll ist, der weiß unfassbar viel. Überdurchschnittlich viel für sein Alter, finde ich. Also ich war in seinem Alter auf keinem Thema, auf dem, das ich studiert und dem ich promoviert habe, so sattelfest wie er. Aber er kommt eben so null altklug rüber. Mhm. Ne? Er kommt immer mit der aufgeregten Neugier eines Kindes ja auch an die Themen ran. Und er steckt extrem mit seiner Begeisterungsfähigkeit an. Er ist selber auch
hat selber auch auf bestimmte Sachen keine Antworten, hat auch Ängste. Das kann man im Podcast noch viel mehr erleben. Aber ja, also glaub, das war eine schöne Session. Danke, das war eine großartige, dass du nochmal angeholt hast. Ja. Großartig, hat sehr, sehr geholfen. Ja. Wir haben jetzt, wenn wir jetzt vielleicht, bevor wir jetzt reingehen, 5 Minuten einmal Pause machen für alle, dass wir einmal so in 5 Minuten... ein kollektiver, virtueller Coffee-Break. Pass auf, dann lassen wir hier den Screen laufen, dass man sieht, dass wir durch die Gegend touren, im Pause-Screen, dass hier keiner alleine ist. Dann machen wir jetzt kollektiv 5 Minuten Bio-Break und Kaffee rauslassen. Genau. Finde ich eine gute Idee. Und Astrid ist hier schon drin. Ich habe aber Astrids Nummer nicht, um jetzt gegebenenfalls zu klären, warum kein Videobild da ist. Das müsstest du dann einmal tun. Aber dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Pause, Kaffee, klären, Biobreak. 5 Minuten. Fang du mal an mit Biobreak und löse mich gleich ab und ich gehe jetzt mal mit Astrid rein. Dann machen wir um 5 vor weiter, ja? 5 vor 1 machen wir weiter. Super. Super. Also 9 Minuten Biobreak. Cool. Bis gleich. So, Astrid ist ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. So, ich hoffe, ihr konntet alle einen Kaffee holen, euren Bio-Break machen. Michael durfte heute auch mal durchatmen. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise hält er 3-4 Stunden, auch mal 5 durch. Und in der Zwischenzeit haben wir versucht, den Hangout zu connecten. Und um gleich mal ein Beispiel zu nennen, stresst euch nicht, wenn technisch etwas nicht funktioniert. Macht es mit der Ghetto-Methode. Ich promote das. Astrid ist jetzt per WhatsApp-Videocall zugeschaltet. Achtung, Disclaimer, nicht datenschutzkonform. Ihr hört den Ton über dieses Mikro und ich halte Michael mit dem AirPod, weil wir natürlich Michaels Ton für euch daraus streamen, hier bei Astrid ran. Das nennt man Ghetto-Methode. Wir sind ein Live-Video-Fernsehsender, aber wir sind nicht das ZDF, deswegen machen wir es möglich. Und hier ist Astrid. Hi, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Michael, vielleicht willst du einmal einordnen, weil ihr beide kennt euch ganz gut, Astrid vorstellen und ich ziehe dich hier mal weiter ins Bild rein. Genau. Also Astrid Schulte ist IO-Freundin. Wir kennen uns aber schon viel, viel länger. Astrid ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich sie noch nicht kannte, als sie bei Bellybutton eingestiegen ist. Ich hatte das vorhin schon mal in der Anmoderation der Sendung erzählt, als wir die Gäste vorgestellt haben. Bellybutton, eine ganz tolle Idee von 4 Müttern, die zum Teil sehr prominent im Leben standen, also unter anderem Dana Schweiger, die Frau von Till, die wir auch schon im Podcast hatten und die irgendwie gemeinsam die Idee hatten, etwas zu machen, eine Marke zu machen für Frauen, die in der Schwangerschaft sind, für die Phase danach, sowohl schönere Klamotten als auch Pflegeprodukte und auch für die Kinder. Und die 4 Ladies, die alle auch irgendwie Berufe auch hatten und auch irgendwas natürlich was konnten, haben aber irgendwann festgestellt, das Ding wächst uns jetzt über den Kopf und wir brauchen mal eine professionelle Managerin und haben dann Astrid dazugeholt, die eine, glaube ich, Unilever-Vergangenheit hatte. Und Astrid hat das dann als CEO übernommen und geführt und auch dann, glaube ich, einen Buyout dann gemacht. Und aber mittlerweile eben führt sie ein viel, viel größeres Unternehmen. Und vielleicht kannst du ja nochmal erzählen, Astrid, was dein Job heute ist, was deine Herausforderungen sind. Und dann kommen wir sehr schnell sicherlich auf das Thema, was wir mit dir besprechen wollen, nämlich wie gehst du mit deiner Company in diese Krise jetzt? Was hast du für Tipps? Was hast du für Fragen vielleicht, auch, die wir beantworten können? Und dann würde ich gerne mit dir auch nochmal, weil wir haben so viele starke Frauen hier bei uns in diesen 5 Tagen gehabt. Ich glaube, mehr Frauen als Männer, auch starke Männer, aber mehr Frauen. Und bei mir kommt immer mehr dieses Bild auf, haben wir wieder so eine Zeit, wo, und das Wort mag ich nicht, aber das, was dahinter steckt, mag ich, wo Trümmerfrauen uns zeigen, wie wir hier rauskommen. Das würde ich zum Schluss gerne mit dir diskutieren. Das sind so viele Fragen, Michael. Ich stelle jetzt Astrid einmal eine Frage vorab, die mir wichtig ist. Astrid, genau. Wie geht es dir jetzt gerade? Außer, dass du gestresst bist, dass der Hänger nicht funktioniert, wobei du wirkst völlig entspannt. Wie geht's dir? Also mir geht es tatsächlich ganz gut. Aber das ist natürlich auch, ich glaube, für uns alle, ja auch immer so schwanken. Ne? Es gibt Momente, wenn ich gerade aus der Betriebsratssitzung rauskomme, was ich jetzt übrigens gerade getan habe, wo wir über die Kurzarbeit von 1000 Leuten reden, dann bin ich nervöser, als wenn ich mit meinen Kunden oder mit ansonsten den Mitarbeitern rede, weil ich da eine Menge Zuversicht auch habe. Dadurch ist es tatsächlich schwankend, aber mir persönlich geht es gut damit jetzt. Danke. Danke für die für die Einordnung. Schöner Einstieg. Dann gib doch mal einen Hintergrund zu deinem Unternehmen, was du machst und wie ihr jetzt auch von der Situation betroffen seid, weil ich glaube, dann wird es relativ deutlich, vor welcher Herausforderung du auch stehst. Ja, ich habe, als wir Bellybutton verkauft haben, vor 3 Jahren, musste ich noch ein bisschen dabei bleiben, habe aber dann
quasi ein Unternehmen gesucht, was irgendwie mich braucht oder wo ich gerne aktiv sein möchte. Bin so über zwei enge Freunde an Berenson gekommen. Berenson ist das, was wahrscheinlich ihr euch zum Teil gar nicht vorstellen könnt, wie ihr zuhört, aber ich habe das übernommen als komplett analogen Direktvertrieb für sehr besondere und hochwertige Werbegeschenke. Das ist ein Unternehmen mit sehr vielen Außendienstleuten, mit sehr viel Liebe, sehr viel Familientradition. Aber das war, als ich das übernommen habe, einfach so ein bisschen in die Jahre gekommen, weil es keine digitalen Antworten gab und weil natürlich auch das Angebot so an Werbegeschenken natürlich einfach auch durch das Internet natürlich einfach auch sehr, sehr breit war. Und dieser Direktvertrieb heißt wirklich, wir gehen zum Kunden. Kunden sind kleine und mittelständische Unternehmen und verkaufen dort Werbegeschenke. So habe ich es übernommen und jetzt arbeiten wir seit 2,5 Jahren daran, das Unternehmen zu transformieren. Und zwar in Richtung hybrider Verkauf, also nicht nur über den Direktvertrieb, sondern auch über Newsletter-Marketing, über Inside-Sale und so weiter, also die Anzahl der Verkaufskanäle aufzumachen. Das ist ein Teil der Strategie und ein anderer Teil der Strategie ist zu sagen, wenn schon jemand, im Direktvertrieb ist irre teuer, wenn schon jemand beim Kunden ist, dann zu sagen, wir sind nicht nur derjenige, der die Werbegeschenke verkauft, sondern wir sind auch derjenige, der Ansprechpartner ist als bester Partner für den Aufbau und die Pflege von Kundenbeziehungen. Das heißt, wir haben unser Sortiment ausgeweitet von Werbegeschenken auf digitale Produkte, wie zum Beispiel Local Listing oder Website-Verkauf und so weiter. Und wir nutzen natürlich immer noch die Berater quasi als unseren Asset, weil die sind vor Ort, die kennen den Kunden. Wir haben so ungefähr 80.000 Kunden, die wir betreuen. Und diese Nähe zu den Kunden hilft natürlich irre, um denen einfach auch andere Sachen zu verkaufen, als jetzt nur Werbegeschenke. Und da sind wir mitten in der Transformation, das umzusetzen. Und und dann kommt Corona. Ja, okay. Wahnsinn. Das heißt, was ist jetzt, wenn du es jetzt mal in kurz zusammenfassen würdest, was ist jetzt gerade, es passiert ja gerade täglich etwas. Kannst du mal die letzte Woche rekapitulieren an Schritten, was bei dir passiert ist und was du machst, weil du bist eine sehr besonnene Managerin und vor allem, wie Michael sagt, völlig zu Recht eine starke Frau. Und ich glaube, wir können mehr gerade von den Reaktionen der Frauen lernen. Nein, wir können von allen was lernen, sorry. Wir lernen hier den ganzen Tag, aber viel lernen. Kannst du das rekapitulieren? Weil ich kriege die Tage fast schon nicht mehr zusammen. Ja, es fällt mir ehrlich gesagt auch schwer. Und es ist ja, ich meine, auch so, Situation ist ja alle in einem Boot und jeder hat ja jetzt in der Situation, dass es ja auch noch nie so gewesen ist. Nicht? Selbst wenn du sagst, erfahrene Unternehmer, wir sind ja alle in der neuen Situation und haben das ja, was gerade passiert, auch noch nie erlebt, in keiner Situation. Und darum bin ich weit davon entfernt zu sagen, so, das ist jetzt alles super, wie wir es gemacht haben, sondern ich kann dir jetzt sagen, was wir gemacht haben und ob das dann Best Practice ist, das werden wir, glaube ich, dann irgendwann mal sehen, aber jetzt bestimmt noch nicht. Also was wir gemacht haben, ist, als dann quasi an dem Donnerstag, Freitag es klar wurde, dass das signifikante Herausforderungen mit uns bringt, haben wir natürlich erstmal das ganze Thema betrieblicher Umgang, haben wir versucht hinzukriegen, dass das Unternehmen einfach weiter funktioniert, auch wenn tatsächlich der Shutdown kommt, was ja nicht so klar war, wann passiert eigentlich was. Und haben so ein Krisenteam gegründet, haben dieses Krisenteam auch zum Beispiel unserer ganzen Verkaufsmannschaft vorgestellt, weil plötzlich ja alle in den Seilen hingen. Ne? Wir haben so insgesamt 560-570 Verkäufer in Europa und in Deutschland sind die alle fest angestellt. Wir haben auch Handelsvertreter, da sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Also wir haben dafür gesorgt, dass die Funktionen hier aufrechterhalten werden. Aber auch immer mit der Kommunikation nach außen. Also eine Direktvertriebsorganisation ist auch extrem emotional und die haben natürlich auch Gehälter, die teilweise provisionsabhängig sind. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, erstmal zu beruhigen. Und wir haben dann dieses Krisenteam gemacht. Ich habe ein Video für die Mannschaft gemacht, für das ganze Unternehmen, habe gesagt, das ist jetzt unser Krisenteam. So machen wir es jetzt. Und wir sitzen auch hier teilweise im Homeoffice, teilweise noch in der Zentrale. Und so werden wir das
jetzt managen. Wir haben natürlich ganz schnell Homeoffice gemacht. Ich sitze hier im Büro jetzt mit vielleicht einer Handvoll von Leuten, aber jeder hat die Freiheit, auch ins Homeoffice natürlich zu gehen. Ja. Dann haben wir die ganze Fraktionierung der Teams. Wir haben auch eine Produktion. Produktion heißt bei uns nicht, dass wir wirklich was produzieren, sondern wir haben 80 Leute, die sitzen in Brüsewitz und die quasi veredeln Produkte. Das heißt, unsere Kernleistung ist ja, wir kaufen Produkte, wir verkaufen die über den Direktvertrieb und andere Kanäle und dann bedrucken wir oder gravieren oder wir haben da ganz moderne Techniken, wie wir Produkte individualisieren. Und die sitzen in Brüsewitz und da haben wir zum Beispiel gleich fraktioniertes Arbeiten eingeführt, sodass die sich nicht anstecken und da auch in den, sag mal, in den Bereichen wie Kundenservice auch sofort Homeoffice gemacht. Und haben versucht, dann auch mit zunehmender Zeit auch immer mehr Leute ins Homeoffice zu schicken und haben dann sehr remote gearbeitet seitdem. Wichtig ist dabei, glaube ich, zu sagen, dass, also in dem Fall auch, wie wir arbeiten, dass ich mache sehr viel über Teams und wir sind schon, sag ich mal, relativ digital, aber irgendwie fehlten immer noch so die letzten 20-30% auch in der Art zu arbeiten. Mhm. Und das Interessante ist, dass das jetzt alles geht. Also es gibt ein paar gute Dinge, es geht jetzt alles plötzlich und ja, super. Das vor allen Dingen auch im Umgang auch mit dem Vertrieb. Ja. Vielleicht erzähle ich jetzt, weil ich chronologisch, glaube ich, kriege ich nicht mehr auf die Reihe, was jeden Tag passiert ist. Mhm. Was wir bezüglich des Vertriebs gemacht haben, ist, dass wir relativ schnell gesagt haben, also zwei Sachen. Der Kunde braucht uns jetzt, weil wir sind ja beste Partner, sagen wir ja. Also müssen wir uns jetzt überlegen, warum oder was können wir tun, um jetzt auch in dieser Situation der beste Partner zu sein. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist dieses kontaktlose Arbeiten. Ne? Das, auch da muss ich sagen, dieses kontaktlose Arbeiten ist erhöht enorm die Effizienz im Vertrieb, wenn man nicht zu jedem Einzelnen hinfahren muss, aber die Hälfte der Mannschaft wollte das bisher noch nicht. Ne? Und kontaktloses Arbeiten heißt, dass wir auch Videokonferenzen mit unseren Kunden machen, wo wir sonst vielleicht beim Kunden sind und ihm die Sachen zeigen und in die Hand geben und so fühlt sich das an, machen wir das jetzt virtuell. Und wir versuchen, die Verkaufsberater auch seit einiger Zeit schon dahin zu bringen, aber von den 230 Leuten in Hamburg, in Deutschland, hat es bisher tatsächlich auch nur die Hälfte angepasst. Mhm. Dann haben wir quasi so einen Leitfaden gemacht, wie arbeitest du remote, also mit allen möglichen Techniken und so weiter. Mhm. Dann haben wir auch quasi so einen Telefonleitfaden gemacht, wie geht man jetzt die Kunden an. Denn klar ist ja, dass man jetzt nicht sagen kann, wollen sie ein Werbegeschenk kaufen oder wollen sie ihre Website irgendwie neu machen, sondern wir sind jetzt der beste Partner. Das heißt, wir sind Sparringspartner, wir sind quasi an der Seite unserer Kunden, ne? Was ja auch nicht nur unsere Positionierung ist, sondern auch das, selbst als es nur Werbegeschenke gab, ja genau diese Positionierung auch von Direktvertrieblern war, dass sie zu den Kunden gehen und sie beraten. Und dann haben wir, um den Kunden das ein bisschen, den Vertriebsberatern das ein bisschen zu erleichtern, jetzt die Kunden anzusprechen, haben wir für jede einzelne Branche überlegt, unserer Kunden, also es sind Elektriker, Anwälte, Handwerker, was haben die eigentlich jetzt für ein Problem? Also wir haben für jede Branche gesagt, wie sind wir der beste Partner, womit helfen wir denen? Und es gibt ja ganz viele Ideen, die jetzt durchs Netz gehen, auch zum Thema, wie kann man kontaktlos arbeiten? Als Elektriker, wie kann man kontaktlos arbeiten als Wäscherei und so weiter. Super. Und dann haben wir für jede Branche, die wir bedienen, das sind so 10, 15 Branchen, haben wir quasi so einen Leitfaden entwickelt, wie kann man eigentlich jetzt auf die Kunden zugehen und was brauchen die Kunden jetzt von uns. Dann habe ich bisher diese Woche 2 Videos gemacht. Also ich kommuniziere auch über Videos und Newsletter, auch mit unseren Kunden, auch im Übrigen auch erst neuerdings. Das hat sich alles tatsächlich jetzt in der letzten Woche gegeben und ich habe also zum Beispiel ein Newsletter an alle Kunden geschickt und habe gesagt, also total unkommerziell, wir müssen jetzt verbunden sein und wir helfen. Sagen Warte mal, jetzt, bitte, jetzt höre ich dich gerade, jetzt hören wir dich gerade schlechter, jetzt wieder besser. Okay, ja, und dann habe ich ein Newsletter geschrieben an alle 80.000 Kunden und habe gesagt, was können wir jetzt für sie tun? Wir sind alle in einer Ausnahmesituation. Was können jetzt Bären tun? Sie kennen die Berater, die Sie andauernd besuchen.
Ja. Was können wir jetzt für sie tun? Und das war super. ganz cool, weil dann haben echt viele geantwortet und haben eigentlich nur gesagt, oh, danke, dass Sie uns das jetzt geschrieben haben. Und jetzt weiß ich, warum ich bei Behrensen kaufe. Das war sehr cool. Super. Und das war der erste Newsletter, der war Montag. Und gestern haben wir einen zweiten Newsletter gemacht. Und zwar haben wir für unsere Kunden zwei Aktionen jetzt gemacht. Eine Aktion ist, das habe ich auf LinkedIn und Facebook gepostet, so ein Video, wo wir einladen quasi zum Erfahrungsaustausch mit kleinen und mittelständischen Unternehmen. Weil das so ein Elektriker, da habe ich dann so in einem Video gesagt, guck zu, der kann jetzt vielleicht lernen vom Elektriker in Bayreuth, wie man kontaktlos arbeitet. Das haben wir eine Facebook-Gruppe gemacht, wo die sich austauschen. Da sind jetzt schon, ich glaube, 500 Leute drin oder so, jetzt seit gestern. Wow. Und das ist, glaube ich, ganz gut, um jetzt diesen Austausch zwischen diesen kleinen mittelständischen Unternehmen zu ermöglichen. Immer so unter dem Hashtag Unternehmen helfen Unternehmen. Das ist das eine, was wir gemacht haben. Und auf der anderen Seite haben wir so ein Logo entwickelt, Verbundenheitslogo. Das, weil ich gerade mal, ob ich das so gut zeigen kann. Ja, Behrensen hat ja eigentlich einfach nur ein Schriftzug normalerweise. Und ach, geil. Wow. Ich habe jetzt in Brüsewitz, keine Ahnung, 16 Grafiker sitzen, die nichts zu tun haben. Ja. Yeah. Und dann haben wir quasi unseren Kunden angeboten, wir machen quasi, schickt uns das Logo, und nicht nur unseren Kunden, sondern auch allen, das haben wir auch über Facebook gemacht, schickt uns einfach euer Logo und wir machen da das Verbundenheitslogo draus. Und weil jetzt, glaube ich, das Problem, was ganz viele Unternehmen jetzt haben, und damit meine ich jetzt nicht Unternehmen, wie ihr alle eins habt, jetzt Großunternehmen. Warte mal, jetzt bist du gerade weg. Warte. Jetzt hören wir dich gar nicht mehr. Leise. Ja, also ich habe nichts gemacht. Jetzt wieder super. Ja, alles gut. Wir haben Zeit. Wir machen das nochmal. Vielleicht sind die, vielleicht sind deine AirPods noch connected mit dem Telefon? Nee. Na, eben war gut. Sind wir wieder? Jetzt ist gut wieder, ja. Ja, genau. Mhm. Wir waren stehen geblieben bei den Logos. Bei den Logos waren wir stehen geblieben. Verbundenheitslogos. Genau. Und dann haben wir quasi jetzt den Kunden angeboten, dass wir ihnen auch so ein Verbundenheitslogo machen, weil wir jetzt, habe ich eben gesagt, ich weiß nicht, ob das zu hören war, da 16, 17 Grafiker haben, die Homeoffice machen und nichts zu tun haben, weil natürlich wir keine Aufträge im Moment kriegen. Und letztlich haben wir jetzt die Berater quasi trainiert, auch mit Mailing-Vorlagen, damit ihren Kunden sagen können, ja, wie rede ich denn jetzt eigentlich mit meinen Kunden? Mhm. Und denn so ein Elektriker, der hat ja kein Newsletter in der Regel und der hat auch kein, der hat auch keine Mailinglist vielleicht, sondern dem, also da versuchen wir, bester Berater zu sein, indem wir die einfach unterstützen. So, das waren diese Aktionen, also das, diese Momente haben wir dann immer total einen Auftrieb gegeben, ne, weil ich natürlich den Eindruck hatte, doch, dass das ist eine Verbundenheit, auch hier im Team im Übrigen, die ich in 2,5 Jahren Behrensen nie erlebt habe. Und auch mit den Kunden und auch mit den Vertriebsberatern. Also das ist echt schön. Mhm. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich jetzt seit vorgestern dabei, diese ganzen Arbeitsregelungen zu koordinieren. Und wir haben eine Produktionsstätte, wir haben eine Zentrale, wir haben Führungskräfte, wir haben Nicht-Führungskräfte, wir haben einen großen Vertrieb hier. Und gerade bei diesen Provisionssystemen, die halt teilweise zwar auch Fixgehalt geben, aber das Hauptgeld geht quasi aus den Verkäufen, das ist unglaublich komplex. Und da arbeiten wir jetzt seit 2 Tagen dran und heute sind die Verhandlungen mit dem Betriebsrat dazu. Denn wir, nach unserer Einschätzung, vielleicht hat irgendjemand da andere Erkenntnisse, aber es scheint ja so ein bisschen first come, first serve irgendwie zu sein. Und wir versuchen heute alle Anträge reinzugeben ins Arbeitsamt. Mhm. Und das kann natürlich auch nur mit Zustimmung der Betriebsräte passieren. Und da, wie gesagt, laufen heute den ganzen Tag die Verhandlungen. Und da geht es darum, wie viel Prozent Kurzarbeit machen wir. Und nehmen wir quasi was on top, denn in Brüsewitz gerade, das
da zahlen wir ein bisschen mehr als Mindestlohn. Aber wenn man dann natürlich das Kurzarbeitgeld nimmt, dann kann keiner mehr seine Miete zahlen. Mhm. Und das versuchen wir heute den ganzen Tag zu verhandeln, sodass wir die Unterschrift jetzt für das Thema Kurzarbeit oder für den Antrag erstmal bekommen und um dann auch natürlich jeden Monat wieder neu auch mit dem Betriebsrat zu verhandeln, wie viel Prozent Kurzarbeit und welche Ausgleichszahlung macht Behrens dann quasi dann an die Mitarbeiter. Wow. Erstmal danke für so viele authentische, ehrliche, echte Einblicke. Also das vielleicht auch nochmal die Verbundenheit, was du gerade angesprochen hast, dadurch, dass wir uns über den Unternehmerverein kennen, wir nehmen das auch wahr, dass wir hier zusammenrücken und das kann man eigentlich nur dreimal unterstreichen. Was ihr macht, ist, ihr gründet im Prinzip wie kleine Vereine, dass sich die Leute untereinander austauschen können, weil ihr die Ressource habt. Ich finde die Frage sensationell. Die stellen wir im Team immer Anfang des Jahres und dann den Kunden, wie kann ich dir helfen? Also wie kann ich dir dieses Jahr helfen? Und ihr habt die im Prinzip Anfang der Woche gestellt. Eine großartige Frage, die ehrlich gemeint ehrliche Antworten gibt. Schnelle Reaktion. Was kannst du teilen? Was macht euch so krass reaktionsfähig? Und du wirkst jetzt nicht besonders gestresst oder angestrengt. Du nimmst ja auch noch Zeit, uns das jetzt zu teilen. Was bringt dich dazu, dass du so resilient bist? Also wie viele ja bei EO, bin ich ja auch wie ihr beide, ja auch auf dem Weg irgendwie mich selbst vernünftig zu managen. Und ich habe genauso wie ihr eure, ich verfolge auch The Way to New Work, den Podcast gut. Also ich habe auch meine Morgenmeditation, ich habe meine Routinen, ich strukturiere meinen Tag und so weiter. Und das hilft mir total. Das ist so mein persönliches Ding. Ich habe auch mein EO-Forum, das ist auch gut. Wir tauschen uns da sehr aus. Und ich glaube, auch in so einer Situation, vielleicht auch nicht 25 zu sein, hilft auch ein kleiner Vorteil. Also da waren jetzt in 15 Minuten so viele Ideen drin, was man machen kann. Also viele andere sagen, so eine Organisation kommt normalerweise zum Erliegen. Was macht denn die Kraft, also wenn du jetzt sagst, ihr verhandelt gerade mit den Betriebsräten und Kurzarbeitergeld und so weiter, wie nimmst du denn die Stimmung in der Mannschaft wahr? Und du hast schon das Beispiel gehabt, du hast mit dem Video rein kommuniziert, was du vorher nicht gemacht hast. Du weißt ja, ich bin ein Riesenfan von Video und habe das immer Leuten mir den Mund fusselig geredet und finde es großartig, das jetzt zu hören. Wie kam das an? Wie war das Feedback? Und wie nimmst du die Stimmung bei euch wahr? Also Videos machen wir tatsächlich schon seit einem Jahr für die Mitarbeiter. Mhm. Aber die Videos sind natürlich dann so ein bisschen anders immer gewesen. Das Neue, was ich eben meinte, ist, dass ich auch mit den Kunden Videos geteilt habe. Ja. Ich habe diese Aktionen jetzt in den Newsletter in Videos auch kommuniziert. Und das heißt, Video ist für uns intern als Tool nicht neu, aber wir sind natürlich jetzt auch anders. Nicht? Ich habe da auch, ich sage dann auch, wissen Sie, wir haben jetzt auch alle ein bisschen Angst und wir haben alle jetzt Themen und jeder Einzelne hat ja auch Familienthemen, die habe ich auch. Ne? Und hat, glaube ich, die Mannschaft sehr, sehr beruhigt, wenn ich das jetzt so sagen kann, dass ich durch diese Videos eine Ruhe reingebracht habe. Und dennoch ist es natürlich so, dass das dann mal 2 Tage hält und dass wir jetzt natürlich, es war jetzt vor 2 Tagen, war das letzte Video, dann schreiben wir wirklich 50 Leute innerhalb der nächsten Stunde schreiben mir, oh, ich bin so erleichtert und toll, dass sie das so ruhig führen. Aber auf der anderen Seite hat ja auch jeder im Unternehmen finanzielle Konsequenzen daraus. Ich genauso wie jeder Verkäufer. Und ich glaube, dass diese Videos ein super Mittel sind, um auch Emotionen zu zeigen, um Informationen zu geben, aber auch um von Tag zu Tag auch die Entscheidungen richtig zu kommunizieren und auch immer so in so einen Kontext zu setzen, was man im Video viel, viel besser machen kann als jetzt mit irgendwelchen anderen Medien. Also ich bin großer Fan davon und gerade auch in dieser Phase, das teile ich mit dir, Christoph, ist das ein fantastisches Tool. Aber ich würde gern sagen, alles wird dadurch gut jetzt mit den Leuten und jetzt im Moment sehr gute Stimmung auch im Vertrieb. Mhm. Aber wir haben natürlich jetzt auch diese Themen, die wir verhandeln und je nach Ausgang heute werden wir auch sehen, gibt es dann nächste Woche einen Shitstorm. Ne? Ja, also das kann auch passieren. Ja,
Danke, wirklich, danke, dass du das so offen, verletzlich, ehrlich teilst. Ich glaube, das ist, was Leon gerade sagte, auch eine Riesenchance dieser Situation, eine ganz andere Art von Führung zu entwickeln. Leon hat uns gerade eine irre Geschichte geteilt, die will ich jetzt nicht wiederholen, weil viele das wahrscheinlich gehört haben, aber das zeigt einfach gerade, was hier passiert und welche Chancen in der Situation bestehen. Und trotzdem müssen wir irgendwie durchnavigieren. Du hast gerade gesagt, first come, first serve, ich teile das. Also ich bin schon auch besorgt über, woher kriegen wir jetzt die Anträge, was passiert. Ich habe ein Update aus Österreich bekommen, dass die halt wirklich Gelder überweisen, Steuern aussetzen und so Dinge, um halt wirklich zu sagen, okay, wir halten jetzt den Laden am Laufen durch sehr ungewöhnliche Maßnahmen. Ich bin da sehr skeptisch, dass wir halt mit unseren Antragsformularen und Prozessen da schnell reagieren können. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Wie blickst du, auf welchen Zeithorizont blickst du momentan? Du, da stellst du mir wirklich eine schwierige Phase. Wir haben Kurzarbeitergeld bis Ende Mai jetzt erstmal beantragt. Und also die gesamt, sag ich mal, volkswirtschaftliche Situation mag ich natürlich nicht beurteilen in meiner Rolle. Aber wir stellen uns jetzt ein intern, dass wir im April auch trotz aller kontaktlosen Arbeitsmöglichkeiten, dass wir im April weiterhin, wir haben jetzt natürlich 80% weniger Umsatz irgendwie seit dieser Woche, dass wir ein bisschen besser verkaufen jetzt in Anführungsstrichen als jetzt gerade in dieser Woche. Aber ich glaube, das wird minus 70 sein im April. Wir werden uns dann alle so ein bisschen fangen im Mai hoffentlich. Und was danach passiert, keine Ahnung. Aber ich stelle mich darauf ein, dass jetzt bis Ende Mai eine absolute Krisensituation für alle sein wird. Und der schlimmste Monat wird vielleicht der April sein für uns jetzt, weil wir dann auch tatsächlich alle in die Situation bringen, dass die Ende April einfach weniger Geld bekommen. Ende März sind auch gerade die Verkaufsprovisionen, die beziehen sich dann auf den Februar. Und die Verkaufsprovisionen sind safe, das heißt Ende März merkt keiner was. Wir machen Kurzarbeit ab dem 23. jetzt, das wird man vielleicht ein ganz kleines bisschen merken, aber die kriegen alle erstmal ein ganz normales Gehalt. Im April wird sich das zeigen und dann wird es auch für die einzelnen Mitarbeiter kritischer, als es jetzt vielleicht ist. Ja. Danke, also das auch da wieder, das hilft sehr in der Einschätzung. Michael? Astrid, ich danke dir erstmal ganz herzlich. Ich habe zwei Punkte, die ich gerne noch mit dir kurz ansprechen möchte. Einmal das Thema, du bist ja auch Mutter. Ich weiß gar nicht genau, wie alt deine Kinder sind, aber wie organisierst du dich in diesem Teil deines Lebens? Ich höre das jetzt von meinem Bruder, der jüngere Kinder hat, dass die quasi zu Hause jetzt Lehrer spielen müssen, weil die Kinder noch so klein sind, dass sie sich nicht selbst organisieren und strukturieren können. Also wie organisierst du dein privates Leben? Und dann würde ich wirklich nochmal auf dieses Thema ist das nicht die Chance für Frauen zu zeigen, wie man eigentlich in solchen Situationen damit umgeht? Also das Stichwort Trümmerfrau, was du da von diesem Gedanken hältst, ob das vielleicht eine Chance ist, dass Frauen jetzt endgültig hier übernehmen in diesem Land. Es gibt so ein bisschen Widerhall. Habe ich dich unterbrochen? Nee, das ist gut. Ich glaube, das passt. Okay. Das ist jetzt alles gut. Okay. Meine Kinder sind 16, 17, 19 und meine Teenager-Kinder, die sind beide im Abi jetzt gleichzeitig und machen die wunderbar. Also ich habe natürlich auch dieses Thema, du musst deine Routinen, den Tag strukturieren und so weiter, die Bewegung haben. Also das ist alles gut, wir essen in der Regel abends zusammen und über Tag arbeite ich und die Kinder lernen fürs Abi und gehen joggen und so weiter. Bei mir ist eher das Thema, dass meine kleinste Tochter in Kanada ist seit September letzten Jahres und dass wir natürlich jetzt die Entscheidung treffen mussten, holen wir sie jetzt, denn die Plandauer geht bis Juli und das war eine echt schwere Entscheidung. Sie ist, muss ich dazu sagen, bei meiner Familie in Victoria, in British Columbia. Und die wohnen so am Stadtrand in so einem kleinen Dorf von Victoria. Und da es halt Familie ist, und das ist die Familie, bei der ich schon war, als ich 16 war, und meine älteste Tochter auch, haben wir entschieden, dass wir sie da lassen, weil wir auch gerade diese ganze Gefährdung, dann eine 16-Jährige jetzt irgendwie durch die Welt zu schicken, gegebenenfalls mit dem Risiko, dass sie irgendwo steht. Das haben wir jetzt nicht auf uns genommen,
was doch eine, auch für mich gerade als Mutter natürlich eine schwierige Entscheidung war. Von daher ist das die Organisation, die tägliche Organisation ist nicht unbedingt jetzt mein Thema. Die emotionale Situation ist dann vielleicht eher mein Thema, zu wissen, dass meine kleinste Tochter, die mir halt wie alle meine Kinder sehr, sehr nah ist, dass die jetzt einfach im Moment nicht bei uns ist und wir auch nicht genau wissen, wann sie kommt. Oh, krass. Und das ist, ich sag mal, als ich musste mich gerade reinfühlen, meine Kinder sind noch klein. Aber das tatsächlich mal im Kopf durchzuspielen und zu überlegen, machen wir es nicht. Und ich kann es verstehen, ne? Also ich kann es total nachvollziehen. Also ich kenne die Ecke sehr gut. Also ich bin, das ist so, British Columbia ist eben auch mein Spot, wo ich fast 20 Jahre jedes Jahr hin bin, 6 Wochen. Es ist ja, es kommt da auch an. Also die Freunde von da drüben, die werden wir nächste Woche mal hier reinholen in den Stream. Bei denen kommt es an. Also ein Freund von mir hat eine Pferdefarm, ein anderer hat ein Bauunternehmen. Es kommt da gerade bei denen an. Also alles zeitversetzt und bin mich gespannt. Also klar, virtuelle Distanz halten, Kontakt halten geht, aber es ist natürlich jetzt in so einer Situation nochmal was anderes. Ja, ich versuche halt auch für sie jetzt so kleine Routinen zu entwickeln, dass wir jeden Tag telefonieren und sie schickt mir über Tag die Bilder irgendwie von ihren Sachen, die sie macht. Und also bisher geht es ganz gut und meine kleinste Tochter ist, die ist auch sehr gestellt, war sehr, sehr lange auch sehr krank und das hat sie echt tatsächlich zu einem total starken Menschen gemacht. Das heißt, wir reden da echt auf Augenhöhe und dafür ist diese Zeit auch irgendwie da, glaube ich, jetzt irgendwie Wege zu finden. Ne? Also wir haben eh das entschieden und jetzt wäre es eh zu spät. Ja. Und naja, so ist es. Danke, Astrid. Das ist wirklich, also ganz von ganz tiefem Herzen danke, dass du das so offen teilst. Das hilft sehr, sehr, sehr. Und danke, dass du dir an so einem Tag wie heute, wo du so verhandelst, die Zeit genommen hast, das zu teilen. Das ist echt der Zauber von EO und ich kann nur alle ermutigen, die zuhören. Wir fragen in die Runde, das sind alles interne Sachen, aber wenn jemand aus dem Kreise der Unternehmer, die wir kennen, sagt, ich möchte es teilen, dann holen wir die rein. Also wenn ihr Fragen habt, dann fragt es raus. Michael, so meine Idee war schlichtweg einfach nur zu sagen, wir teilen jetzt alles raus, was geht. Dankbarerweise hat MP hier seinen Zauberkasten ausgepackt und diesen Livestream aufgebaut und wir werden gucken, auch mit Ausgangssperre und Co., was wir brauchen, um das am Laufen zu halten, wenn es hilft. Genau, insofern ganz, ganz großes Dankeschön an dich, dass du das hier möglich gemacht hast. Danke an euch, dass ihr das möglich macht. Ganz, ganz toll. Dann drücken wir die Daumen für die Verhandlung und ich würde dir einfach mal nächste Woche ein Update schicken per WhatsApp und vielleicht schickst du uns ein Video zurück, wie die Lage ist und dann spielen wir das mit ein. Sehr, sehr gerne. Ja? Super. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao, ciao. Völlig unerwartet, völlig krass, hätte ich nicht gedacht. Also ich kann nur sagen, ich habe ja einen Kontrollmonitor hier, das sieht so geil aus, das Bild. Ich habe MP schon gelobt. Das sieht echt toll aus und ich finde, Astrid ist toll rübergekommen. Also du, also ich bin gerade von ihr, wie sie es macht und auch mit Familie und der Klarheit überrascht und ich kenne sie ja nun auch ein bisschen und bin wahnsinnig dankbar dafür, dass sie das so geteilt hat, auch in aller Verletzlichkeit, weil das ist wieder das Verbinden und die Stärke der Situation. Ja. Ich kann mal ganz kurz ergänzen darf. Ich kenne Astrid ja jetzt schon viele Jahre und ich habe immer bewundert, an der ihre Klarheit und ihre Struktur, sie hat es ja auch selber nochmal gesagt. Und wir mussten auch den Punkt Trümmerfrau gar nicht mehr diskutieren, weil für mich strahlt sie das einfach aus, ne? Dass sie in dieser Krise überdurchschnittlich resilient ist, wie auch viele andere Frauen, die wir hier hatten. Und wir hatten ja auch coole Männer noch nicht. Also wir denken, ich drehe jetzt völlig durch und ab. Aber Shoutout an alle Frauen, ganz ehrlich. Was ihr gerade auch leistet als Mütter mit dieser Belastung, die Kinder zu Hause, hysterischen Mann, der irgendwie schreit, dass auch alles so schlimm ist. Wirklich an alle Frauen da draußen, macht weiter so, ihr werdet einen Riesenanteil haben, das, wie und ob wir aus dieser Krise rauskommen. Und wir haben schon so viele Berufsgruppen gefeatured, ich würde jetzt gerne heute mal das Geschlecht Frau featuren und sagen, ihr macht das ganz, ganz toll. Vielen Dank. Jetzt gibt es ein Zeichen aus der Regie und ich würde gerne einmal zu MP umschalten, der mir ein Zeichen gegeben hat. Es gibt sehr viele Neuigkeiten und Updates. MP, du hast das Wort und Michael und ich hören dir aufmerksam zu. Du bist jetzt live auf Sendung. Gib uns mal News und Updates und wir kommentieren es dann hier. Ja, also es ist gerade so ein bisschen, die News überschlagen sich gerade etwas. Ich hoffe, man hört mich gut. Das kann ich jetzt nicht so ganz kontrollieren.
Genau, also folgendes. Ich fange mal einfach an. Erster Punkt ist, dass jetzt die Stadt Dortmund ab heute 0 Uhr alle Versammlungen mit einer Größe von mehr als 4 Personen von Seiten der Stadt verbietet. Es gibt allerdings Ausnahmen. Zitat, die Familie mit 3 Kindern darf im öffentlichen Raum noch gemeinsam gehen, heißt es. Das Verbot für die ganze Stadt soll um Mitternacht in der Nacht zu Samstag beginnen. Bereits am Freitag sollen beliebte Plätze in der Stadt dementsprechend kontrolliert werden. Also sehen wir schon, es geht los. Auch in Bayern gibt es ab heute Nacht eine offizielle Ausgangsbeschränkung. Ich glaube, dazu kann Michael noch was sagen gleich. Jetzt genau. Auch ein bisschen. Würde ich gerne was zu sagen, weil wir jetzt viele Nachrichten dazu reingekommen genau. haben. Genau, ja, da kannst du ja gleich was zu sagen. Ich sage noch 2 Punkte. MP hat ja gerade gesagt, ich soll sagen. Also nee, er sagt jetzt oder nach? Bitte? Soll Michael jetzt was dazu sagen? Das gleich, gerne. Gleich, ich würde einmal. Ja, okay. Genau, der Schienennahverkehr in NRW wird bis Ende kommender Woche um 50% heruntergefahren. Die Angebote werden schrittweise von Samstag an auf einen Sonderfahrplan umgestellt. Einige S-Bahn-Linien könnten sogar um 80% ausgedünnt werden. Nach Möglichkeit soll aber jede Strecke wenigstens im Stundentakt bedient werden, steht hier nun. Also auch da in den großen Städten im Stundentakt nur noch S-Bahn eventuell. Und die letzte Nachricht von mir, die ich jetzt gesehen habe, auch gerade frisch reingekommen, ist, dass Vapiano Insolvenz angemeldet hat. Also die ersten Unternehmen fangen jetzt an, damit zu strugglen. Zitat, aufgrund des drastischen Umsatz- und Einnahmerückgangs ist zum heutigen Tag der Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit für die Vapiano SE eingetreten. Genau, die hoffen halt auch noch auf die Hilfe der KfW. Hier haben sie aber geschrieben, das Unternehmen wies darauf hin, dass die von der Regierung in Aussicht gestellte KfW-Corona-Hilfe zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen zum jetzigen Zeitpunkt offenbar nicht verfügbar sei, da eine Antragstellung über die dafür zuständigen Hausbanken derzeit noch nicht möglich sei. So, also viel passiert in letzter Zeit. Es gab mehrere Pressekonferenzen. Die Ausgangsbeschränkungen, heißt es hier, also nicht Sperren, sondern Beschränkungen passieren in mehreren Städten und Bundesländern jetzt. Und genau, das waren jetzt die News und damit gehe ich mal zurück und ihr könnt drüber diskutieren. Sorry. Jetzt. Alles gut, Christoph, ihr macht das super. Reingrätschen, wenn ich was falsch mache, ist alles gut. Nee, ist alles perfekt, alles gut. Ich würde gerne mal die DPA-Meldung einmal vorlesen. Ne? Die DPA-Eilmeldung. Ja, Weitreichende Ausgangsbeschränkung für ganz Bayern, München, DPA. Zur Eindämmung des Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU, weitreichende Ausgangsbeschränkungen für den ganzen Freistaat angekündigt. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist ab Samstag nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche, Hilfe für andere, Besuche von Lebenspartnern, aber auch Sport und Bewegung an der frischen Luft. Dies aber nur alleine oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt. Wenn man insbesondere den zweiten Teil liest, dann merkt man, dass es eigentlich das nochmal aufgeschrieben ist, was ohnehin schon als Empfehlung gegeben wurde. Also wir werden weiter spazieren gehen dürfen, das ist der Stand aktuell. Wir werden weiter joggen dürfen, deswegen auch Jogger nicht beschimpfen, weil das ist gewollt, aber eben wie hier beschrieben mit den Personen, mit denen man zusammenlegt und möglichst alleine. Ich glaube, na, Ausgangsbeschränkung, nicht, das hat auch sofort einer kommentiert, nicht Ausgangssperre. Natürlich kann das alles auch noch kommen, aber ich finde, lass uns wirklich auch die guten Teile da sehen und ich glaube, das, was die offiziellen Stellen im Moment macht, passiert alles mit Augenmaß und wir werden das hinkriegen. So. Ja. Und auch die Nachricht aus Dortmund schockt mich jetzt nicht vollständig. Da ist auch schön, dass Familien mit 3 Kindern weiter zusammen Dinge machen dürfen. Und ja, wir werden uns weiter einschränken, aber wir haben ja gestern am Beispiel unseres Freundes aus Italien, dem LinkedIn-Manager, der das jetzt seit 4 Wochen schon hat, gesehen, der lebt auch noch, der lacht auch noch, der natürlich kommt jetzt noch was auf uns zu. Ein Unternehmerfreund, Rai Kahn, hat geschrieben, wir sind im Herbst, ein lauer Herbst und der Winter kommt noch, mag alles sein, ist auch so, aber wir werden da jetzt langsam rangeführt, wir werden resilienter. Und ich kann nur noch mal appellieren an das, was uns Leon mitgegeben hat. Lasst uns das einfach nutzen. Man kann auch von zu Hause aus Beziehungen pflegen. Wir können das alles machen und wir sind nicht im Krieg. Wir haben keine zig Millionen Tote im Weltkrieg mit Bomben und mit Schutzkellern. Und insbesondere wir Jüngeren und auch noch in meiner Altersklasse, 1964, größter Jahrgang Deutschlands,
nur im Speck aufgewachsen, keine schwierige Situation im Leben gehabt. Lass uns alle bitte nicht durchdrehen. Das, was meine Eltern und noch mehr meine Großeltern im Krieg erlebt haben, ist alles dramatisch und viel, viel schlimmer. Und jetzt mal ein paar Wochen den Arsch nicht aus der Hütte nehmen. What the fuck? Ist das so schlimm? Wir sind gesund. Die meisten von uns Jungen werden das sehr gut überstehen. Lass es uns bitte ein bisschen entdramatisieren und lass uns wirklich weiter versuchen, das Gute daraus zu sehen. Und das ist meine große Bitte. Deswegen versuche ich immer wieder, wenn wir auch jetzt diese eskalierenden Nachrichten hier bringen, immer wieder auf die Taste drücken, ja und. Ja? Also wenn ich mir angucke, was Milliarden von Menschen, die an Hunger leiden. Ne? Wir sind immer noch auf der sonnigen Seite des Planeten. Und ich kann auch die Weinerlichkeit einiger Kommentare in einigen Boulevardmedien einfach nicht mehr ertragen. Oder auch wenn einige Leute dann das Jaulen kriegen. Lasst uns bitte ein bisschen zusammenreißen. Ich will es nicht irgendwie jetzt lächerlich machen, aber wir haben es noch ziemlich gut. Und wenn wir aufeinander Acht geben, dann werden wir da durchkommen. Das finde ich richtig, unsere Reaktion darauf, Michael, das finde ich richtig. Was ich challengen möchte und betonen möchte, ist, wir verbreiten keine Panik, sondern nein, was nicht ich. Dir. Yeah, 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 yeah. Nein. Wir beide, du. Die Art und Weise, richtig. Die Medien das machen, genau. Ich wollte nur sagen, unsere, auch MP und ich, teilen das. Source ist RKI, Robert-Koch-Institut und die Chefvirologen. Und der Chefvirologe oder einer der Chef vom RKI, der wieder sagt, er betont, dass die Corona-Pandemie ein für ihn unvorstellbares Ausmaß hat. Und deswegen ist es richtig, wenn jetzt solche Maßnahmen ergriffen werden, damit, wie du es heute Morgen gesagt hast, Menschen, die zu langsam darauf reagieren, merken, es ist ernst. Weil es ist doch logisch, wenn irgendwo noch Partys stattfinden und Leute sich dann zusammenkommen, die nicht zusammen sein sollen, völlig klar. So, richtig, keine Panikmache, sondern eben richtige Konsequenz. Ich, um das Ganze ein bisschen einzuordnen, aufzulockern. Kennst du Trevor Noah, der die Daily Show macht? Klar, ne? Ja, natürlich. Ja. Die Daily Show hat, und da war ich dann alert, weil das ist einer meiner, oder was heißt alert? Nein, sondern ich habe ja schon mehrfach geteilt, ich gucke, wenn dann YouTube-Videos, die irgendwas haben, was ne, weiter weg ist, und ich gucke Trevor Noah einfach gerne, weil ich ihn gut finde, guten Typ. Und er hat gestern die erste Folge von sich zu Hause, von der Couch geschickt. Die müssen anscheinend mit dem Team. Jetzt klingelt es irgendwo. Sorry. Da kommen die, so kommen die Breaking News Ones rein. Real life. Real life. Und er hat eben von der Couch geschickt und die haben das ganze Team nach Hause geschickt. Das bedeutet, sie bauen diese Daily Show und die Intro alles remote. Er filmt zu Hause, ich glaube mit seinem Handy. Ich zeige jetzt nicht die ganze Folge. Es sind nur 2 Minuten Intro. Und I would want to challenge. Was machen wir mit dem Livestream? Klar, MP und ich hängen hier. Das ist jetzt wie Quarantäne zu zweit. Aber wir müssten dann hier anfangen, Lagerfeuer zu machen, wenn wir hier bleiben. I want to challenge, what do we do next week? Ich kann jetzt noch nicht die Antwort geben, aber wir müssen es zumindest mal besprechen, weil ich sehe die Maßnahmen und das drastische Reagieren als absolut richtig, weil, wie gesagt, ich sage, dass wir auf dem flachen Teil der exponentiellen Kurve sind, sehe ich nicht mehr, clearly. Das hat nichts mit Panik zu tun, sondern einfach nur mit dieser Klarheit, die auch eine Astrid hat, die sagt, hey, Ostern, Mai, das müssen wir jetzt sehen. Also insofern jetzt einmal. Bevor du jetzt das Video zeigst, das, was du hier gerade machst, ist ja Arbeit. Du arbeitest ja. Ja, absolut. Ja, nicht verboten. Ja, du sagst, du kriegst es nicht mehr hin, weil du andere Sachen musst. Dann können wir sagen, nur noch jeden zweiten Tag oder auch aufhören. Aber wir müssen nicht aufhören, weil uns droht, dass das Studio geschlossen wird. Nein, ich wollte auch nur sagen, wir machen es ja mit minimalstem Betrieb. Hier sind genau 2 Menschen im Studio. Wir haben vorhin, als wir Sachen übergeben haben, das machen wir draußen vor der Tür. Hier kommt keiner rein. Das ist schon für die Kollegen auch drastisch, die ja immer so Open Door bei uns normalerweise haben. Hinten läuft ein Screen, wo Henning und Tessa, meine beiden PAs, da sind. Tessa isst gerade was. Tessa, du sollst nicht am Schreibtisch essen, falls du den Livestream auf YouTube noch anhast. Michael sagte, nimm dir Zeit. Na, okay, sie hört nicht. Okay, sie isst da einfach. Okay, gut. Sie hat 10 Sekunden Zeit verzögert. Henning hat's gehört. Der winkt. Alles klar. Sorry. Leute, die essen zu zweit. Alles klar, ich hab's gesehen. Die beiden sind in einem Hangout und essen zu zweit. Okay, wir gucken jetzt Trevor Noah, wie er zu Hause die erste Folge vom Sofa aufnimmt. Und gebt euch das einmal.
to the studio. We don't know if we're going to go back to the studio, and I don't think any of you know any different. Coronavirus has changed everybody's lives. And so what we've decided is to try and make the Daily Show from homes, not just my home, but everyone's home. So the producers, the writers, the directors, the graphics producers, we're all just going to chill at home and use the technology we have to try and make a show. So I know a lot of people have said, hey, we still want to watch The Daily Show. We still want to be informed. We still want to catch up on the news without having to watch 24 hours of CNN. And I don't blame you for that. So that's what we're going to be doing. So let's get into it. Today we're going to be chatting about coronavirus, obviously. It would be weird if I was like, today we're going to be chatting about infrastructural development in... No. So we're going to be chatting about coronavirus. We're going to be talking about the US border with Canada being shut down. We're going to talk about NBA players getting tested. We're going to chat about how people need to stop going to the ER because you're actually hurting everybody who needs it. So let's get into that and more in our very first Daily Show social distancing show. No, Daily Social Distancing Show. That's it. The Daily Social Distancing Show. From Trevor's couch in New York City to your couch somewhere in the world, this is the Daily Social Distancing Show with Trevor Noah. All right, y'all, let's kick it off with the big news of the day. The coronavirus has officially surpassed 200,000 confirmed cases worldwide. So, ich wollte nur den kurzen Einspieler zeigen, weil ansonsten Shoutout an Trevor zum Gehen auf den Daily Show Channel. Aber ja, so gehen die gerade damit um. Und es sieht dann halt aus wie bei den YouTubern zu Hause. Da habe ich heute Morgen gedacht, also die YouTuber, die jetzt immer von zu Hause senden, für die ist es ja völlig normal, die werden sich denken, ja, passt. Ehrlich gesagt, wir senden ja auch hier quasi aus dem Living Room. Also es gibt ja ganz andere Studio-Setups. Ne? Also die richtig großen haben ja Setups und der hat ja normalerweise Publikum auch gehabt. Ich bin jetzt mal gespannt, ob Anne Will auch von ihrer Couch zu Hause sendet dann oder wie sie es macht. Ja, aber es ist toll. Es sind tolle Beispiele und lass uns die immer weiter teilen, weil genau das ist das, was wir jetzt brauchen. Ja. Sehr gut. So, wie wäre es, wenn wir jetzt auch im Sinne einer wieder Mittagspause, wie wäre es, wenn wir jetzt einen kleinen Mittagsbreak machen, dass wir ein bisschen was Kleines essen, vielleicht wieder für 10 Minuten oder so und dann weitermachen? Mein Zeichen aus der Regie, ob das... Was sagt ihr? Was sagt? Ja, also wir sollten vielleicht auch mal was essen. Das haben jetzt alle gesagt, dass wir Routine brauchen. Lass mich einmal bitte kurz gucken. Jetzt kommt ja Moritz eigentlich, ne? Ja, ich glaube um 10 nach, ne? Viertel nach. Moritz kommt um 15 nach. Ihr habt völlig recht. Moritz ist der CEO von Kununu. Ein wahnsinnig gut sortierter Typ. Eigentlich am Firefighten die Woche. Und wir haben ihn gefragt, ob er auch nochmal seine Erfahrung hier teilt. Was ich großartig finde. Er macht es. Das heißt, auf den freuen wir uns nochmal sehr. Meine Überlegung wäre, ich würde eigentlich ganz gerne die Zeit noch nutzen, weil die uns hier sonst ein bisschen ausgeht. Wir hatten den Merkel-Einspieler noch nicht gestern. Ja, auch wenn viele den schon gesehen haben, wir haben zwei Stück. Das sind zweimal 3 Minuten. Also wer den schon kennt, der kann jetzt 3 Minuten aufstehen und Pizza machen. Aber ich würde gerne die ersten 3 Minuten kommentieren zwischen dir und mir, Michael. Und die zweiten, wo sie ganz konkret ein paar Tipps gegeben hat. Und ich glaube, da nochmal hilfreiche Hacks zu teilen, fände ich toll. Und so kann jeder 2x3 Minuten nutzen, um den Ofen anzustellen, sich was aufzusetzen. Ich werde die Videos nochmal angucken. Achso, du willst sie nochmal angucken? Also. Ja, sonst kann ich nicht diskutieren. Ich habe so viel Reizüberflutung, ich muss jetzt nochmal reingucken. Dann. Okay, alles klar. Gut, dann feuern wir trotzdem wir jetzt... noch 5 Minuten nachher vor. Ja, das schaffen wir. Augenmaß, denn der Staat wird weiter funktionieren. Die Versorgung wird selbstverständlich weiter gesichert sein. Und wir wollen so viel wirtschaftliche Tätigkeit wie möglich bewahren. Aber alles, was Menschen gefährden könnte, alles, was dem Einzelnen, aber auch der Gemeinschaft schaden könnte, das müssen wir jetzt reduzieren. Wir müssen das Risiko, dass der eine den anderen ansteckt, so begrenzen, wie wir nur können. Ich weiß, wie dramatisch schon jetzt die Einschränkungen sind. Keine Veranstaltungen mehr. Keine Messen, keine Konzerte und vorerst auch keine Schule mehr. Keine Universität, kein Kindergarten, kein Spiel auf einem Spielplatz. Ich weiß, wie hart die Schließungen, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben, in unser Leben
und auch unser demokratisches Selbstverständnis eingreifen. Es sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab. Lassen Sie mich versichern, für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden. Aber sie sind im Moment unverzichtbar, um Leben zu retten. Deswegen sind seit Anfang der Woche die verschärften Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen zu einigen unserer wichtigsten Nachbarländer in Kraft. Für die Wirtschaft, die großen Unternehmen, genau wie die kleinen Betriebe, für Geschäfte, Restaurants, Freiberufler, ist es jetzt schon sehr schwer. Und die nächsten Wochen werden noch schwerer. Ich versichere Ihnen, die Bundesregierung tut alles, was sie kann, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern und vor allem um Arbeitsplätze zu bewahren. Wir können und werden alles einsetzen, was es braucht, um unseren Unternehmen und Arbeitnehmern durch diese schwere Prüfung zu helfen. Und alle können sich darauf verlassen, dass die Lebensmittelversorgung jederzeit gesichert ist. Und wenn Regale einen Tag mal leergeräumt sind, so werden sie nachgefüllt. Jedem, der in den Supermärkten unterwegs ist, möchte ich sagen, Vorratshaltung ist sinnvoll. War es im Übrigen immer schon. Aber mit Maß. Hamstern, als werde es nie wieder etwas geben, ist sinnlos und vollkommen unsolidarisch. Und lassen Sie mich auch hier Dank aussprechen an Menschen, denen zu selten gedankt wird. Wer in diesen Tagen an einer Supermarktkasse sitzt oder Regale befüllt, der macht einen der schwersten Jobs, die es zurzeit gibt. Danke, dass Sie da sind für Ihre Mitbürger und buchstäblich den Laden am Laufen halten. Weißt du, Michael, warum ich den nochmal hören wollte, den Teil? Einordnung. Diese Arte-Doku von dem Redakteur, dessen Namen ich jetzt langsam mal nach 5 Tagen eigentlich mehr hätte nachgucken sollen. Egal, der Arte-Redakteur, der aus Peking mit seinem iPhone die Doku gemacht hat. Diese Panik und Leute rennen in den Supermarkt und kaufen und hamstern und so weiter, um mal das einzuordnen. In Peking, als sie dann in den Supermarkt gegangen sind, während der Quarantäne, war eben alles da. Also er sagt, ein paar Sachen fehlen dann halt oder so, aber nichts Dramatisches. Also die hatten auch da die Versorgung am Laufen. Und das auch mal nochmal zu betonen, zu sagen, hier ist eine Infrastruktur, die, damit es lebensnotwendig ist, aufrechterhalten wird für eine Bevölkerung, das ist auch eine gigantische Errungenschaft, dass das funktioniert. Wenn man mit unseren Großeltern gesprochen hat und die sagen, ja, im Krieg war halt nichts da. Katinka erzählte, dass ihre Oma sagte, naja, also ich weiß nicht, also ihr macht schon auch, die sagt halt, die muss natürlich als 95-Jährige sich darauf verlassen, dass jemand ihr das holt. Aber sie sagte, wir haben dann Essensmarken bekommen, die dann eingeteilt wurden. Und dann gab es was oder gab es nichts. Aber ganz andere Situation. Und du hast das gerade gesagt, einmal nochmal reasonable einordnen, in was für eine Situation wir uns befinden. Wir befinden uns in einer luxuriösen Situation. Die Volllast wird jetzt bei Krankenhäusern kommen, wenn die Kurve hochgeht und die Unterstützung dort. Und deswegen Menschen, die das am Laufen halten, damit zu belasten, dass man allein mit schlechter Laune, mit Panik, mit irgendwas reinläuft in so einen Supermarkt, das wäre ein großes Problem. Aber ich erlebe auch da mehr rücksichtsvollen Umgang. Und wie gesagt, ich hatte das Bild von dieser Arte-Doku vor Augen, wo die Regale voll waren in dieser Vollquarantänezeit. Du bist gemutet gerade. Wir hören dich nicht. Danke, lieber Christoph, für den Anti-Mute-Tipp nochmal und aber auch für den Film und auch die Einordnung. Also das ist mir auch nochmal ein tiefes Bewusstsein. Wir, die jetzt die Möglichkeit haben, hier dieses Programm zu machen und auch die Möglichkeit haben, dieses Programm zu schauen. Wir sind natürlich alle in der Bubble. Wir sind in der Wissensarbeiter-Bubble. Ich gehe davon aus, dass fast alle, die jetzt zuschauen, Wissensarbeiter sind und nicht im Krankenhaus sind und nicht im Supermarktregal und nicht in der Fabrik, die Lebensmittel produziert. Denn all das geht weiter. Ne? Es gibt weiterhin Lkw-Fahrer, die Lebensmittel in die Zwischenlager, von den Zwischenlagern zu den Supermärkten fahren und das täglich mehrfach. Der ganze Polizei, Feuerwehr, es gibt so viele Berufe, die täglich dafür sorgen, dass unser Leben am Laufen bleibt. Das, was wir machen, ist ja häufig Arbeiten, die ein bisschen so für vorgelagerte Themen sind und Impulse setzen, dass dann die Dinge in 2, 3, 4 Jahren
auch noch gut laufen. Aber die täglich diesen Zeug machen, das läuft weiter. Das wird weiter laufen. Und Ausgangsbeschränkung heißt ja nur, dass das, was überflüssig ist, nicht zu machen. Ja. Und deswegen bin ich dir sehr dankbar, dass du das nochmal gezeigt hast. Wir haben häufiger jetzt auch gehört von Leuten, die spontan im Supermarkt sich auch bei der Kassiererin, bei dem Regaleinräumer und so weiter bedanken. Das sollten wir weitermachen. Und nicht vergessen, dafür sorgen, dass es eben nicht zu Engpässen und Stress kommt. Und das kann es im Krankenhaus kommen, wenn wir nicht ausreichend uns an die ganzen Beschränkungen halten. Und es kann, dadurch, dass dann zu viele Patienten dorthin kommen, und es kann im Supermarkt passieren, indem da Leute einfach ausfallend werden und durchdrehen. Was aber nicht passiert in der Masse. Nein. Und wie gesagt, es gibt in Deutschland vier, haben wir damals bei der Bundeswehr gelernt, vier Fälle, den Verteidigungsfall, den Spannungsfall, das sind beides kriegsähnliche Fälle, die drohen bei Gefahr von außen. Es gibt den Katastrophenfall, das war, glaube ich, bei der Oderflut damals, erinnere ich mich, 2003, da wurde der Katastrophenfall in bestimmten Gebieten ausgerufen, und dann gibt es den Notstand. Das sind die vier Lagen, ich glaube, die vier großen bundesweiten Gesetzgebungen, und ich glaube, nur beim Notstand kann zum Beispiel nachher auch ein Bundesorgan, Organe der Länder mit einsetzen, um Sicherheit zu gewährleisten. Aber das ist, es gibt so klare Regelungen bei uns in einer Demokratie wie unserer. Und das ist schon irres Durchnavigieren, was da gerade passiert. Und das jetzt zu unterstützen, ist Bürgerpflicht, meiner Meinung nach. Völlig parteiunabhängig. Und du sagst es immer wieder, während des Manövers wird nicht kritisiert. Das ist großartig. Den zweiten Einspieler, den geben wir uns jetzt. Denn da kommen Sachen, die ich sehr ungewöhnlich fand, als ich die Pressemitteilung gelesen habe und dann gehört habe. Und da würde ich gerne wirklich hands-on ein paar Sachen danach mitteilen. Ich glaube, das lädt zum Brainstorm ein. Super. Was mir heute das Dringendste ist. Alle staatlichen Maßnahmen gingen ins Leere, wenn wir nicht das wirksamste Mittel gegen die zu schnelle Ausbreitung des Virus einsetzen würden. Und das sind wir selbst. So wie unterschiedslos jeder von uns von dem Virus betroffen sein kann und am besten kaum noch Kontakte zu den ganz Alten, weil sie eben besonders gefährdet sind. Ich weiß, wie schwer das ist, was da von uns verlangt wird. Wir möchten gerade in Zeiten der Not einander nahe sein. Wir kennen Zuwendung als körperliche Nähe oder Berührung. Doch im Augenblick ist leider das Gegenteil richtig. Und das müssen wir wirklich alle begreifen. Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge. Der gut gemeinte Besuch, die Reise, die nicht hätte sein müssen, das alles kann Ansteckung bedeuten und sollte jetzt wirklich nicht mehr stattfinden. Es hat seinen Grund, warum die Experten sagen, Großeltern und Enkel sollten nicht zusammenkommen. Wer unnötige Begegnungen vermeidet, hilft allen, die sich in den Krankenhäusern um täglich mehr Fälle kümmern müssen. So retten wir Leben. Das wird für viele schwer und auch darauf wird es ankommen. Niemanden allein zu lassen. Sich um die zu kümmern, die Zuspruch und Zuversicht brauchen. Wir werden als Familien und als Gesellschaft andere Formen finden, einander beizustehen. Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind. Wir alle müssen Wege finden, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen. Skypen, Telefonate, Mails und vielleicht mal wieder Briefe schreiben. Die Post wird ja ausgeliefert. Man hört jetzt von wunderbaren Beispielen von Nachbarschaftshilfe für die Älteren, die nicht selbst zum Einkaufen gehen können. Ich bin sicher, da geht noch viel mehr und wir werden als Gemeinschaft zeigen, dass wir einander nicht allein lassen. Ich appelliere an Sie. Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten. Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch, was womöglich noch nötig ist. Dies ist eine dynamische Situation und wir werden in ihr lernfähig bleiben, um jederzeit umdenken und mit anderen Instrumenten reagieren zu können. Auch das werden wir dann erklären. Deswegen bitte ich Sie, glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen. Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von Zwang, sondern von geteiltem Wissen und Mitwirkung. Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur
gemeinsam zu bewältigen. Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Wir können jetzt entschlossen alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen annehmen und einander beistehen. Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt, es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt. Wir müssen, auch wenn wir so etwas noch nie erlebt haben, zeigen, dass wir herzlich und vernünftig handeln und so Leben retten. Eine Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an. Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen. Ich habe es jetzt das erste Mal wieder gesehen, nachdem ich das für den Stream rausgezogen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Wort für Wort die Art und die Klarheit und auch ganz deutlich zu sagen, wir sind eine Demokratie, das heißt, die Verantwortung liegt bei uns. Und nicht, ja, wir gucken jetzt nach oben und mal schauen. Krass, fand ich richtig, richtig gut. Das war der eine Punkt. Und das andere, die Deutlichkeit der trotzdem Größe der Krise und auch, dass es eine dynamische, offene Situation ist, ganz klar ausgesprochen. Das ist Leadership total, auf, was wir predigen in den Unternehmen, Transparenz. Ja, Transparenz, wo du sagst, so ist die Situation. Und das dritte, und das können wir gleich zum Brainstormen nehmen, das Thema, suchen Sie andere Formate, dass wir gleich einmal nochmal, bevor Moritz kommt, zusammenfassen, was haben wir jetzt schon an kreativen Formaten und können vielleicht ein, zwei Hacks geben, auch für Leute, die da nicht so bewandert sind. Das waren die drei Sachen. Vielleicht magst du einmal ergänzen. Super. Also ganz toll, als du gesagt hast, du Merkel nochmal zeigen, nochmal dachte ich erst so, oh ja, warum? Und so, ich bin jetzt ganz froh, dass du es gemacht hast. Ich habe es beim ersten Mal schon gut gefunden, habe ich ja auch gesagt damals, als wir darüber gesprochen haben. Jetzt beim zweiten Mal finde ich es noch besser. Ich finde, sie hat wirklich die Spannungsfeld mit herzlich und vernünftig gut aufgemacht. Ne? Erstmal gesagt, okay, wir dürfen die nicht mehr besuchen, wir müssen die sozialen Kontakte, aber dann aber eben wirklich, also quasi, sie ist vom Social Distancing zum Distance Socialing gekommen, weil sie dann gesagt hat, okay, jetzt lassen wir mal darüber nachdenken über kreative Formate. Kinder machen für ihre Eltern oder Großeltern einen Podcast oder machen Filme oder Skypen. Und sie hat das alles aufgezählt. Sie ist richtig kreativ geworden. Oder ihre Schreiber sind kreativ geworden, ist ja auch egal wer. Aber sie bringt es glaubwürdig rüber mit der richtigen Ruhe. Finde ich klasse. Und danke, dass du es nochmal gezeigt hast. Ja. Cool. Ich bin sehr froh drum. Ich bin auch gerade sehr froh drum und ich finde es sehr bewegend, eben auch mit der Umarmung, weil ich habe meinen Kindern mal erklärt und auch wenn die Luft zu Hause dicke ist, und das ist sie momentan durchaus auch, und da gibt es ja auch Phasen, wo es mal mehr und mal weniger ist, meine Kids hatten mal einen Riesenstreit und da habe ich denen erklärt, und dann vertragt ihr euch, indem ihr euch in den Arm nehmt. Und das ist so super wichtig, so dieses in den Arm nehmen und das, also ne, das fehlt ja richtig. Aber es gibt schon auch witzige Momente, wenn Leute dann so eben dieses Gegenüberstehen und so machen oder keine Ahnung. Das ist das eine, da dann auch halt reinzugehen, zu schmunzeln, auszuprobieren, oder MP und ich machen immer nur so einen Fußkick, den wir auf TikTok gesehen haben, oder so den Ellbogen andeuten. Aber ganz konkret wollte ich sagen, weil einige gefragt haben mit diesen Videos und den Tools. Es gibt ein paar wirklich gute Apps, wie man auch Instagram-Videos macht, aber die helfen jetzt dabei, ein Video für einen Verwandten oder für jemanden halt ein bisschen knackiger zu machen, indem man mal einen Schnitt reinsetzt. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Ehrlich gesagt, es ist immer meine Entspannung gewesen im Flieger. Die Clips, die ich aufgenommen habe, und du kennst mich, du bist ja ab und zu auch mit mir unterwegs, nicht gerade selten. Und ich stelle dann das Handy irgendwo hin, filme eine Situation mit, stelle es wieder woanders hin. Und manchmal denkst du dann so, jetzt filmt er da wieder. Und dann nehme ich halt diese verschiedenen Clips. Und die App heißt, die hat mir MP damals empfohlen, die ist InShot. InShot ist gratis, einfache Version. Und du kannst dann vorne, hinten Clips kürzen. Und dadurch kannst du halt aus einem Video für die Großeltern eine mini-lustige Story machen. Und das schönste Geschenk, finde ich momentan, ist, wenn ein Video nicht für die ganze Welt für Instagram gemacht ist, sondern machst du ein Video für eine Person.
Das habe ich bei unserem Trip nach Michigan gemacht, wo ich dann jemandem ein Video gemacht habe mit den Eindrücken. Ich habe es kommentiert, habe dann Bilder gezeigt, wieder kommentiert. Das ist wie so eine Mini-Doku. Das Geile ist, wenn man Videos fürs Handy macht, dann muss man nicht anfangen, quer zu filmen, so wie wir das jetzt machen, sondern du filmst in dem Format und du kannst ganz anders kreativ werden. Das ist das eine. Und dieser Podcast für die Großeltern, jedes Handy hat eine Diktierfunktion. Und das Wichtigste ist, die beruhigende Stimme. Je näher das Mikro, die Stimme am Mikro ist, also hier dran, desto besser, weil du dadurch diese Energie transportiert bekommst. Und dann kann man wirklich die Augen zumachen und auf den Lautsprechern eine wunderbare Stimme. Nicht rumhampeln, nicht rumrascheln oder irgendwas, das unterbricht diesen Flow, sondern sich die Mühe machen, das zu nutzen und einfach ganz in Ruhe zu quatschen auf das Diktiergerät. Das nimmt in höherer Qualität auf als jetzt WhatsApp. WhatsApp komprimiert sehr stark. Das heißt, wenn man eine lange Sequenz aufnimmt, hier aufsprechen und dann verschicken als den Mini-Podcast für die Großeltern oder auch für die Enkel, kann man ja auch vorlesen, auch mit den Toni-Figuren, die Kinder so gerne haben. Da gibt es welche, wo man es aufsprechen kann. Das wollte ich aber einmal teilen. Sensationell. Genau das, was du nämlich zum Schluss gesagt hast, die Großeltern können es genauso machen. Das wird dann eben nicht der Podcast, sondern das Hörbuch. Wenn die nämlich anfangen, dann Dinge zu lesen und ihren Kindern, die Kinder können das dann abends hören. Also sensationell. Ich danke dir auch nochmal für InShot, für den Tipp. Ich habe ja bisher mich ich bin ja sehr großer Fotofan, finde aber immer mehr Freude auch am Bewegtbild, auch am selber machen. Habe mich bisher so um alle Schnittprogramme drum gedrückt, weil ich sage, ich habe keine Zeit und so weiter. Ich werde jetzt mal mit InShot anfangen und werde mal versuchen, jetzt auch mal ein paar Videos, persönliche Videos zu machen, die mehr sind als nur One-Shot. Danke. Cool. Ganz toll. Und, aber auch der One-Shot, wenn er gut gemacht ist. Ja, natürlich. Ja, da gibt es so geile Sachen. Genau, die Reiskörner von Jeff Bezos, der Typ, der das Geld erklärt hat, was wir neulich eingespielt hatten, von Jeff Bezos, weißt du, die 100 Milliarden in Reiskörnern. Ey, was für eine geile Idee. Also, TikTok ist eine gute Inspirationsquelle, by the way. MP und ich nutzen zum Lachen viel TikTok, hat er mir empfohlen. Die Tagesschau macht einen super TikTok-Kanal, by the way. Super. MP, ist das jetzt richtig, wenn ich da jetzt sage Shoutout an die Tagesschau? Ist das richtig verwendet als Begriff Shoutout? Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt, alles klar, danke. Ja. Schön, dass du fragst. Ja, natürlich. Ich benutze die Sachen ständig falsch und ich werde darauf hingewiesen, diskret von meinen Leuten. Das ist völlig in Ordnung. Super. Gut. Gleich kommt Moritz. 10 Minuten Zeit haben wir jetzt an der Stelle noch. Ich hätte gesagt, du hattest vorgeschlagen, ob wir ein paar Learnings aus gestern uns nochmal anschauen, für Leute, die jetzt mal eingeschaltet haben, in super, super kurzer Zeit nochmal durchzugehen und davon vielleicht das Bild von Christine einzublenden. Idee? Finde ich sehr schön, finde ich super Idee. Also wir haben jeden Tag mit neuen Zuschauerinnen und Zuschauern bekommen wir ein Graphic Recording von Christine Eumann geschickt. Wir blenden das gleich mal ein. Also die zeichnet quasi das, was wir kennen das von Konferenzen. Fast alle haben sowas schon mal erlebt, dass an Konferenzen eben die Vorträge mitgezeichnet werden. Für mich war das immer ein riesengroßes Geschenk, wenn ich mal bei einem TED-Talk in Hongkong oder komme ich natürlich gleich mit dem Exklusivsten, was ich gemacht habe, oder aber auch bei anderen Konferenzen sowas dann bekommen habe. Das ist eine wahnsinnig schöne Erinnerung. Und wir haben das jetzt 4 Tage hintereinander von Christine bekommen. Wir beide müssen uns mal überlegen, irgendwas Schönes, eine Überraschung für Christine. Das machen wir. Dankeschön, das werden wir machen. Sie hat es sehr, sehr, sagen wir mal, uneigennützig gesagt, ich mache das umsonst für euch, will da nichts dafür. Einzige Bedingung ist, ich darf das posten. Und da habe ich gesagt, klar kannst du es posten, wir dürfen es auch posten. So. Also das nochmal Shoutout an Christine Eumann. Gut, fangen wir da mal ganz kurz links oben an. Mhm. Also wir sind im 19. März, also gestern live, Corona Situation Room, Diskussion über die Auswirkungen des Coronavirus auf Arbeit und Wirtschaft. Und wir haben MP als Offman links oben in dem Bild. Wir haben darunter dich und dann mich auf dem Bildschirm. Gestern Bad Hair Day, den ich immer noch habe, aber gestern mit Cappy. Und das Thema war Finanzplan und More, so hat sie es zusammengeschrieben. Wir haben, ich fange jetzt mal unten an mit Riccardo, unserem neuen LinkedIn-Freund aus Italien, der zu Hause im Haus ist, das schon sehr, sehr lange, am Comer See, der darüber gesprochen hat, über die täglichen Routinen, die er mit seinen Kolleginnen und Kollegen hat. Mindfulness war ein Thema, über das wir mit ihm gesprochen haben. Slowdown, auch sowas wie Share Exercises, also Übungen, sich gegenseitig zu zeigen. Und haben dann natürlich noch über Community Building, über LinkedIn gesprochen, LinkedIn Learning, was man da alles machen kann.
Wir haben ganz, ganz toll Anja Händel, die Geschäftsführerin von Diconium, große Digital-Software und Agentur im Volkswagen-Universum, die wir auch heute im Podcast haben, in der längeren Version, also eine gute Stunde. Und die jetzt auch uns inspiriert hat, was du ja jetzt auch heute schon bei jedem so gemacht hast, das Gespräch erstmal zu beginnen mit, wie geht's dir? Wir können das auch mal morgen üben, beziehungsweise am Montag, dass wir unsere Community nochmal fragen, wie geht's euch eigentlich? Und ich mache es jetzt mal zwischendrin. Alle, die jetzt zuschauen, wie geht's euch eigentlich gerade? Schreibt es mal rein. Wir werden es nicht alles kommentieren können. Ich verspreche, wir werden alles durchlesen. Wie geht's euch eigentlich, die jetzt gerade uns folgen? Ja, mit Anja haben wir auch über das Thema Stay at Home, was ändert sich, gesprochen. Die Yoga macht, die meditiert, viele solche Dinge. Aber auch, wie geht sie mit ihren Mitarbeitern um? Wir haben dann Andreas Kupke gehabt, den Finanzcheck.de COO, der auch nochmal sehr, sehr, sehr schön gesagt hat, was kann man eigentlich machen, um seine Mitarbeiter auch sozial dicht an sich ranzuhalten, lustige Umfragen, also wie sieht dein Arbeitsplatz aus, Fotocontest, schick's nach Hause, eine Snacksbox nach Hause schicken zu den Mitarbeitern, also fragen, was hättest du gern, Schokolade oder doch Nüsse, also einfach ein Caring zu machen, was keiner erwartet, keiner für selbstverständlich hält, aber was, glaube ich, viel überrascht. Ne? Wir haben dann über die Top 5 gesprochen, wie wir es ja jeden Morgen machen. Ich gehe jetzt mal nicht drauf ein. Ihr könnt es da ja nochmal lesen und es ist ja auch überall verlinkt. Ganz, ganz großer Schwerpunkt gestern waren Jonathan Kurfess, Founder Apinio und seine Marktforschungsleiterin Luise, die den ersten Corona-Report, also eine Studie, die wirklich druckfrisch war, in dieser Woche passiert ist, innerhalb von 24 Stunden 2.500 Leute befragt, sehr umfangreich, ganz tolle Erkenntnisse. Mein Haupterkenntnis ist, die Menschen kaufen nach wie vor in bestimmten Kategorien sogar mehr als vorher. Sie gehen vernünftig damit um. Ich habe es gestern mal so zusammengefasst. Für mich ist die Kommunikationsarbeit, die gerade gemacht wird, die erfolgreichste Kommunikationskampagne der Menschheitsgeschichte. Noch nie haben Menschen so schnell 100% von einem Thema bekommen, 100% Interesse bewiesen. Und zu 97% sind sie aktiv geworden. Und das ist, dass wir aus der Befragung, die repräsentativ ist, 2.500 Menschen rausbekommen haben. 97% der Menschen haben in irgendeiner Form ihr Verhalten bereits geändert. Nur 3% haben nichts geändert. Das ist ein Funnel. Das wird uns Moritz sicherlich gleich bestätigen können. Digitalunternehmer, ein Sales Funnel, der bei 97% bei Action ist, ist schon nicht so schlecht. Wir haben dann deinen wunderbaren Partner und Kollegen Nils gehabt, der sehr stark auch die Financials nochmal, Liquiditätsplanung. Ihr werdet jetzt ein kleines Excel-Tool sharen, mit dem man Liquiditätsplanung machen kann. Er hat die ganzen Themen, Steuerstundung, wie rede ich mit dem Vermieter, Aussetzung von Kredittilde, Lieferantenkredite und so weiter. Wir haben gemeinsam dann nochmal gebrainstormt, was kann man noch machen, also zum Beispiel Mitarbeiter jetzt zu Partnern machen, Investoren jetzt aufnehmen und vielleicht als Startup ein bisschen großzügiger mit den Shares zu sein, jetzt Stärke zeigen, sich austauschen, vernetzen. Ich glaube, das war alles ganz, ganz cool. Ja, wir sind dann auch nachher zu nochmal Tools gekommen wie Google Classroom und haben dann zum Schluss aufgehört mit der Aufforderung, lasst uns doch alle um 21 Uhr einer Bewegung anschließen, die immer größer wird, nämlich 21 Uhr alle zusammen auf die Balkone oder vor die Tür, wenn es möglich ist, oder aufs Dach, um zu klatschen für die Heldin der Wirklichkeit, die Ärzte, die Pflegerinnen, aber auch die Lkw-Fahrer, die Regalbefüller, die Kassiererinnen, die Feuerwehrleute, all die, die jetzt nicht den Luxus als Wissenarbeiter haben, schön sicher von zu Hause zu arbeiten, denn let's face it, das, was wir gerade hier machen, ist keine Strafe, sondern es ist ein Geschenk. Und wir klatschen einmal um 21 Uhr für die Menschen, die sich nicht aussuchen können, die sich immer wieder der Gefahr aussetzen müssen. Und ja, das war's schon. Und ich freue mich so, dass wir diese Woche, die wir jetzt gemeinsam verbringen, hier so schön dokumentiert haben. Wir werden gemeinsam darüber sprechen, wie wir nächste Woche weitermachen. Ja. Wir werden das auch auf all unseren Kanälen dann bis spätestens Sonntag kommunizieren. Ich gehe davon aus, dass wir Montag ziemlich normal auf Sendung gehen werden. Ob um 11 oder 12 werden wir besprechen. Das können wir wie wir das machen, nur noch wenige Tage, nur noch einmal in der Woche oder weiterhin jeden Tag werden wir auch besprechen. Aber das ist mal die Zusammenfassung.
Super. Und ich denke, wir kommen jetzt dann zum nächsten Moritz. Punkt und ich übergebe die Moderation wieder an den Hauptmoderator dieser Show. Der hat gar nicht viel zu sagen. The Magic, Magnus. Danke, 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 Michael, für die Zusammenfassung von gestern. Ich habe gar nicht so viel zu sagen, denn ein ganz wunderbarer Unternehmer und wunderbarer Mensch ist da, mit dem ich einen Podcast aufnehmen durfte. Und wir waren sofort connected über diverse Punkte. Aber eins, was uns besonders verbunden hat, war das Buch The Four Agreements. Und wir gemerkt haben, wir ticken da sehr ähnlich. Und sage Hi zu Moritz Kothe, den CEO von Kununu, der jetzt eingeschaltet sein sollte. Da jo, ist er. Moin, moin, Christoph. Hey, und grüß dich. Moin, Michael. Grüß dich. Hi, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Mega. Danke für die Einladung. Du bist am Firefighten, genau wie alle, und nimmst dir trotzdem die Zeit, weil wir gesagt haben, wir wollen hier möglichst viel rausteilen, Stimmung ernsthaft, authentisch transportieren. Wir hatten unfassbar krasse Beispiele auch schon heute dabei. Und da du ein großartiger Mensch bist, haben wir gedacht, das wäre ein Beitrag, dich dabei zu haben. Frage, die wir jetzt allen momentan stellen, die wir auch wirklich empfehlen, immer zu stellen. Deswegen machen wir es immer wieder. Wie geht's dir gerade? Du, mir geht's soweit gut. Also insofern geht der auch nicht so sehr darum, sich selber zu schützen, sondern vor allem für die Leute da draußen da zu sein und sie zu schützen, indem man jetzt soziale Distanz hält. Insofern wäre das sicherlich das eine. Das andere, das ist mir auch schon aufgefallen, man muss dann natürlich auch ein Stück weit aufpassen, dass man dann vielleicht auch doch nochmal an sich selber denkt. Neben, man spielt jetzt den Lehrer für die Kinder, man hält soziale Distanz und ähnliche Dinge. Mir geht es soweit gut. Ich bin auch zurzeit noch ein akzeptierter Lehrer zu Hause bei den Kindern, wie das in 6 Wochen ist. Beziehungsweise ich habe eine klare Prognose, dass sich das drehen wird. Soweit geht es mir gut und kann an der Stelle nicht klagen. Nein. Gib mal für die, die es nicht im Detail gehen, deine Situation einmal. Du hast ein Unternehmen, du hast eine Familie. Gib mal so einen ganz rough Überblick, damit man einordnen kann, was jetzt so deine Baustellen gerade sind. Ja gut, also wir sind mit Kununu, helfen wir Jobsuchenden ja den richtigen Arbeitgeber zu finden, sind gleichzeitig auch Sprachrohr für Mitarbeiter, die Firmen loben wollen und teilweise vielleicht auch mal kritisieren wollen oder Verbesserungsvorschläge geben wollen. Insofern sind wir auch mittendrin an so einer Schnittstelle, wo wir halt mitkriegen, was da gerade passiert, was total spannend ist. Da kann ich vielleicht gleich nochmal 2, 3 Aspekte zu sagen. Ansonsten gehören wir 100% zu der New Work SE und sind da in tollen Händen. Also es ist wirklich toll, Teil so einer größeren Gruppe auch zu sein, wo Menschen sind, die sich wie Experten dann um Themen kümmern, unterstützen und wir alle zusammenhalten. Ansonsten meine Situation, wir als Kununu sind über 5 Standorte verteilt mit 120 Leuten. Ich selber bin zu Hause, ich würde nicht sagen, ich leite einen Betrieb von 4 Leuten zu Hause, sondern ich bin Mitarbeiter des 4-Mann-Betriebs Familie Kothe. Das sind 2 Kinder, meine Frau und ich. Das ist so meine Gesamtsituation. Was für uns relativ einfach war so in dieses Remote-Setting zu gehen, muss man ganz klar sagen, weil wir es halt gewohnt sind, typischerweise digital arbeiten. Und jetzt kriegt man halt mit, was heißt denn das, wenn man das über 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage alle gemeinsam durchzieht. Da hat man dann seine zusätzlichen Learnings. Michael, bevor ich dir über den Mund fahre, darfst du immer reingrätschen. Dann würde ich jetzt mal loslegen. So vom Gesamtsetting hier, wann, oder sagen wir so, weil Remote bei euch jetzt nicht das Drama ist, das wissen wir auch aus dem Podcast, du hast ja das sehr früh schon auch etabliert, aber du schätzt ja durchaus den persönlichen Kontakt von den Leuten. Und du bist ja auch immer viel in Österreich, glaube ich, gewesen für einen der Standorte. Hast enge Drähte nach Spanien, wo auch ein Standort ist. Wie schnell hast du gemerkt, das ist eine ernste Lage und du reagierst? Und wie gut wurdest du gehört? Oder wie hast du Gehör gefunden? Also ich muss sagen, ich habe selber viel zu spät gemerkt. Ich weiß noch, ich war selber im Skiurlaub vor 2,5 Wochen im wunderschönen Tirol. Habe so die ersten Berichte gelesen und muss ehrlich sagen, ich habe es unterschätzt, beziehungsweise ich habe es nicht verstanden. Und als ich zurückkam, ich glaube, es ist jetzt 1,5 Wochen her, ein bisschen mehr als 1,5 Wochen, als ich zurückkam und dem Virologen Drosten im Podcast zugehört habe, da habe ich endlich verstanden, worum es geht. Ja. Und dann auch geschaltet. Und dann sind wir vor 8 Tagen tatsächlich in den Remote-Zustand gegangen. Über alle Standorte. Das funktioniert für uns sehr gut und wir nehmen es auch alle ernst.
Und was wir jetzt schon noch versuchen, ist, unseren Beitrag zu leisten, auch anderen zu helfen, diese Lernkurve schneller zu haben, jetzt die soziale Distanz zu halten. Also insofern, das war so, also neben dem Beginn mal ins Remote-Setting, jetzt nochmal gucken, wie kann man eigentlich selber seine Reichweite nutzen, um anderen dieses Thema beizubringen. Um sie damit auf die Reise zu nehmen. Ansonsten, nee, bei uns klappt das gut, da ziehen alle mit, da ziehen alle an einem Strang und werden auch kreativ. Insofern, das klappt tatsächlich sehr gut. Cool. Als Plattform, Jobplattform, die ja durchaus auch Sachen, also auch die New Work SE und Co., du bist sehr nah an diesem Markt dran. Jetzt gibt es wahnsinnig viele Freelancer, die um ihre Jobs bangen, haben wir schon mal gehört. Michael hat schon ein paar Ideen dazu gehabt. Was ist so deine Einschätzung von dem Markt? Was ist da ein Beitrag? Sprecht ihr darüber? Seid ihr da schon kreativ dran, zu helfen? Gibt es da was? Oder seid ihr erstmal an euch und irgendwie den Laden am Laufen halten? Nee, also Laden am Laufen halten, da sind wir drüber hinaus. Mhm. Also, sondern wir sind eher am Gucken, wie können wir eigentlich jetzt einen Beitrag leisten. Ja. So, und wenn ich mir da Kununu angucke, wir kriegen zunehmend Bewertungen und Perspektiven rein dazu, wie Firmen mit dieser Corona-Situation umgehen. Mhm. Das wächst exponentiell. Das ist vielleicht nicht überraschend, aber ist tatsächlich so. Und wir haben gestern von allen Bewertungen, die wir reinbekommen haben, waren 25% drehten sich um das ganze Thema Corona, um euch mal einen Eindruck zu geben. Und wenn man sich das mal anguckt, und ich schaue mir das sehr eng an zurzeit, um auch zu gucken, wo wir da auch einen Beitrag leisten können, da sind Firmen, die da richtig toll mit umgehen. Also wenn man das mal trennt in wie viele Firmen gehen da gut mit um und wie viele Firmen werden eher kritisch beobachtet, da gibt es wirklich viele Firmen, die da gut mit umgehen. Und man sieht auch, dass das jetzt über die Zeit besser wird. Also wir hatten so über die Tage, hatten wir noch ein recht ausgewogenes Verhältnis. Da war das immer so, 50% sagten positive Dinge, 50% sagten negative Dinge oder kritische Dinge. Und gestern sehen wir zum ersten Mal einen Trend, dass das durch die Bank positiv wird und nur noch wenige kritische Kommentare sind. Also insofern, das ist, glaube ich, nochmal viel spannender als das, was ich als Halbwissender zum Thema Freelancer sagen kann, ist, glaube ich, eher die Frage, wie gehen Firmen mit dieser Situation um und wie gehen Arbeitnehmer damit auch um. Und das ist wirklich toll zu sehen, was es da für Beispiele gibt und wo wirklich auch, ich glaube einfach in dieser Situation zeigt sich der wahrer Charakter, nicht nur von Menschen, ja, sondern eben auch von Firmen. Und das kriegst du jetzt ein Stück weit mit. Das ist eine absolut zitierfähige Aussage. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil es dreht sich hier um Arbeitswelt. Wir gucken uns den Arbeitsmarkt an und wenn du sagst, okay, die meisten sind sehr positiv, kannst du ein paar Beispiele nennen? Also was als positiv wahrgenommen wurde, kannst du da irgendwie einen tieferen Einblick geben? Also was ich sehe, ist, dass was positiv wahrgenommen wird am Anfang, ist halt Firmen, die schnell reagieren. Also das eine ist, wo reagieren Firmen schnell, wo unterstützen sie Remote Settings? Das sind Themen, die positiv genannt werden. Das zweite Thema, was positiv erwähnt wird, ist dann die Frage, wie gehen eigentlich Firmen dann in die Kommunikation und wie bleiben sie eigentlich in Kontakt? Also klassische Führungsthemen. Das ist sicherlich ein Thema. Und das dritte Thema, was jetzt halt mehr und mehr kommt, ist das Thema Flexibilität. Also wo sind eigentlich Firmen flexibel im Umgang. Und ich kann das selbst beschreiben. Ich meine, unsere Kinder sind 6 und 8. Ich habe wirklich die Luxussituation. Ich habe ein tolles Team. Wir sind Teil einer tollen Gruppe. Und ich nehme jetzt jeden Morgen 3,5 Stunden und spiele hier den Lehrer. Ich glaube, diese Flexibilität auch zu gewährleisten und anzubieten, das ist das, was Mitarbeiter auch bei Arbeitgebern jetzt schätzen. Wo Mitarbeiter überhaupt gar kein Verständnis haben, ist, wenn Arbeitsstätten offen bleiben und wenn Mitarbeiter gezwungen werden, ins Büro zu kommen. Gerade in Situationen, wo Mitarbeiter es so bewerten, dass es nicht zwingend möglich ist, um ihren Job zu erledigen. Also dieses Social Distancing privat zu leben, ist ja das eine, aber das andere ist, dass Firmen da auch jetzt wirklich einen Beitrag leisten sollten und ihre Leute womöglich zu Hause lassen sollten. Spannend, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass, klar, aber völlig logisch, dass ihr diese Einblicke bekommt, aber das finde ich sehr spannend, hier jetzt mal firsthand mitzukriegen. Ja. Michael, sorry? Ja, also ich warte ganz kurz. Hört ihr mich? Ja. Ja. Also was ich ganz spitze finden würde, wenn wir dich nächste Woche oder auch in den nächsten Wochen immer mal wieder hören könnten, also auch wenn du uns mal einen kleinen Film machst, wo du vielleicht ein kleines Video machst, wo du nochmal, wenn du interessante Beispiele siehst, weil wir haben hier wirklich eine tolle Community, die Sachen auch sofort wieder rausteilt. Ich glaube, ich habe das völlig unterschätzt. Ich habe natürlich gedacht, ihr habt irgendwie jetzt auch First-Hand-Daten, aber dass das natürlich sofort die Beurteilung der Firmen in diesem neuen Kontext auch bei euch aus der Plattform stattfindet, ist
Ist natürlich logisch, habe ich aber unterschätzt. Und ich glaube, das kann extrem helfen. Ihr könnt da einen wahnsinnig tollen Beitrag zur Krise geben. Und ich gehe davon aus, dass ihr auf euren Kanälen das dann auch sowieso teilen werdet. Aber wir würden es gerne hier auch multiplizieren und weiter verfolgen. Ist großartig. Genau, und egal wie stressig die nächste Woche wird, das, was Michael sagt, ein kurzes Video. Wir schreiben kurz auf WhatsApp, du schickst uns was rüber. Oder wir holen dich nochmal rein, wenn du sagst, ey, ich habe hier wirklich was Spannendes. Das sollten alle wissen, dann hauen wir das mit raus. Unser Ziel war eben hier wirklich für uns Aufklärung zu betreiben. Also jedes Gespräch hilft uns auch als Unternehmern weiter. Ich habe das heute Morgen gesagt, dass mich das wahnsinnig beruhigt. Und ich hatte heute Morgen in der Intro zu dir auch gesagt, als ich wieder an die Four Agreements denken musste, ich muss mir momentan oft genug an die eigene Nase fassen, beziehungsweise sollte man ja nicht tun, aber ne, übersetzt. Und daran denken, das zu halten. Also dieses Never make assumptions. Also MP sagt es mir heute Morgen. Wir predigen die auch in der Firma. Hallo Christoph. Ja, sorry. Bitte erzähl die Four Assumptions einmal in Ruhe, damit Christine die mitzeichnen kann. Völlig, die Also. Und dann können wir da gerne noch drüber reden. Eine der ganz großen Bücher, und ich habe danach ein Video drüber gemacht, hatte mir unsere gemeinsame Freundin Gesine Haag vor Jahren beim Skilaufen im Lift erzählt. Es hat eine Liftfahrt gedauert. Sie meinte, das Buch kann es eigentlich zusammenfassen. Das heißt The Four Agreements. Und das erste heißt the impeccable oder the impactfulness of your word, also die Tugendhaftigkeit deiner Worte. Also ein Wort, das du sagst, bleibt auch. Ich erinnere mich an diverse Streits, wo ich etwas sage und meine Worte können scharfe Waffen sein. Mir fehlen aber manchmal die Worte, um meine Gefühle auszudrücken, und dann schlägt man so mit Worten um sich, und das ist gefährlich, weil ein gesagtes Wort ist ein gesagtes Wort. Dann gibt es das zweite, ich weiß nicht, ob zweite oder dritte, never make assumptions, also niemals Annahmen zu treffen. Das dritte heißt never take anything personally, also nimm nichts persönlich, um halt Ego rauszuhalten, weil die meisten Menschen, die dir einen Vorwurf machen, haben selber das Problem und nicht du. Und das vierte ist always do your best, also gib immer dein Bestes. Und das hilft in solchen Situationen ungemein. Ich erinnere mich hier gerade selber nochmal dran, ich habe ein YouTube-Video dazu gemacht, es gibt dieses Buch, das verschenken wir in der Firma, wenn es jemand haben will, und Moritz hat das angesprochen von sich aus dem Podcast. Aber Moritz, du hattest das nochmal aus einem anderen Kontext. Ich krieg's noch nicht mehr ganz zusammen. Ja gut, also ich glaube, es ist einfach die Frage, da ging ja die Frage los, was sind eigentlich die Bücher, die einen bewegen, wie lebt man, was sind so die Grundprinzipien? Und ich glaube, vielleicht mal einmal einen Schwenk, ich glaube, das ganze Thema Mindfulness, auf sich selber achten und auch bei sich zu bleiben und zu überlegen, was ist eigentlich mein Wirkungsgrad, was kann ich hier gerade beeinflussen, was kann ich auch nicht beeinflussen? Ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig in dieser Situation. Und bei den Four Agreements ist es einfach was mich berührt und wonach ich versuche zu leben. Vielleicht mit der kleinen Einschränkung, die ich auch gerne einmal teilen würde. Ich habe für mich entschieden, jetzt unter gewissen Annahmen zu leben. Also wir haben einfach da draußen eine Situation, die komplett unsicher ist. Mhm. Keiner weiß, was da passiert, wie es sich entwickelt. Und wir haben hier auch zu Hause entschieden, wir treffen jetzt einfach unsere eigenen Annahmen. Also wenn die Politik in Salamischeiben agiert, dann ist das einerlei. Aber wir können für uns entscheiden, ob wir jetzt sagen, wir entscheiden jede Woche neu. Mhm. Oder wir gehen mal davon aus, dass die Kinder die nächsten 10 Wochen zu Hause sind. Mhm. Und insofern ist das, glaube ich, was ich noch teilen wollen würde. Und ich glaube, das ist auch so eine unternehmerische Perspektive. Ich glaube, man sollte schon gucken, dass man jetzt sein festes Annahmenset hat, unter dem man operiert. Sich überlegt, was sind jetzt die Prämissen, die sollte man laufend überprüfen und abgleichen. Aber ich glaube, dass das wahnsinnig hilfreich ist, um eine Firma jetzt zu steuern, zu sagen, woran glaube ich denn jetzt? Glaube ich daran, dass das ganze Q2 von zu Hause stattfindet, was sich auf Nachfrage auch entsprechend auswirken wird, oder glaube ich, dass das ein paar Wochen sind? Ich glaube, das ist ein Thema da. Und bei allem anderen, also wenn du auf die Four Agreements gehst, glaube ich schon, was sicherlich hilfreich ist, ist das ganze Thema Be Implicable with Your Words. Wir haben zwar hier Platz und es ist erst Woche 1, aber die Kinder haben das für sich noch nicht verinnerlicht, und da muss man ab und an doch aufpassen, dass man selber dann darauf achtet, was man denn sagt und was man nicht sagt. Ja. Und tatsächlich, glaube ich, bin ich bei dir. Das ist eine gute Basis, an die man sich regelmäßig erinnern sollte, gerade in der jetzigen Situation. Ja, ja. Und was sind die Annahmen, die du, also weil das teile ich absolut, dieses Vorausplanen, und das hat auch gestern Andi Kupke nochmal gesagt, also einen Plan zu haben, hilft wahnsinnig. Ich sehe das genauso. Total nüchtern, unaufgeregt und ruhig. Wir haben es in der Firma so gemacht, hatte ich schon hier geteilt, dass ich eine Voice-Message verschickt habe an jeden und eine gerne zurückhaben wollte, um auch so diese persönliche Stimmung rauszuhören. Und das war
echt richtig hilfreich, auch die Ruhe zu spüren aus dem Team. Was sind aber deine Annahmen? Auf was stellst du dich jetzt ein? Auf welchen Zeitraum? Womit arbeitest du? Und sei es nur völlig hypothetisch, aber dass du sagst, das hilft mir, um jetzt einen Plan zu machen. Also ich, und so arbeitet jetzt ganz Kununu, wir arbeiten alle unter der Annahme, dass wir das ganze Q2 zu Hause sitzen und dass wir nicht raus dürfen. Also bis Juni, also Ende, immer die Annahme, Ende Juni, bis Ende Juni. Genau, das wäre bis Ende Juni. Uns hilft gerade, also das Timing ist absurd von dem Coronavirus, das kommt jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir die OKRs fürs zweite Quartal vereinbaren. Insofern hilft uns das mal als Planungsannahme, um darauf zu agieren. Vielleicht einmal ganz kurz, OKRs, für die, die es nicht kennen, Objective Key Result, ein Tool von Google zur Zielplanung oder ursprünglich mal bei Google groß geworden. Genau, so. Also ich glaube, das ist das eine. Die zweite Prämisse, und das sehen wir jetzt schon, ist, wir müssen, also das ist eher ein Appell, oder wir müssen unserer gesellschaftlichen Verantwortung jetzt auch gerecht werden. Jeder zweite Jobsuchende informiert sich auf unserer Plattform. Die Leute, wir sehen das, die Themen kommen rein. Wir müssen jetzt schon überlegen, wie gehen wir damit um, was ist unsere Verantwortung, wie treiben wir das nach vorne. Ich glaube, das Wichtigste ist die zeitliche Komponente, um ehrlich zu sein. Also ich bin auch jetzt kein Freund davon, so ein riesen Prämissen-Set zu machen, aber die wichtigste Komponente ist, glaube ich, zu sagen, wir gehen jetzt davon aus, dass wir das ganze Q2 zu Hause sitzen und von hier arbeiten. Und dass da draußen wenige Leute auf der Straße sind. Das hat dann Auswirkungen darauf, wo man wie Marketing macht, wo kann man wie Leuten helfen mit Content, wie erreicht man sie. Das sind sicherlich Dinge, die sich verändern. Wir sehen es auch im Nutzungsverhalten, dass sich das leicht verschiebt. Aber lass uns da auch nächste Woche gerne mal nochmal ein, zwei Aspekte beleuchten, wo wir sehen, was heißt denn das jetzt, wenn die Leute von zu Hause arbeiten, auch dafür, wann sie eigentlich Content mitteilen oder auch nicht. Genau. Ansonsten, also ich könnte noch eine Frage beantworten, dann würde ich tatsächlich weiterspringen wollen. Ja. Völlig in Ordnung. Hast du noch sonst? Nee, ich hätte noch eine. Du hast vorhin so sehr, sehr warme Worte für euren Gesellschafter gefunden, für die New Work SE, also die Company formerly known as Xing, wo jetzt nur noch das Netzwerk Xing heißt, aber die Gesamtfirma New Work SE, wie gut die damit umgeht. Vielleicht kannst du noch mal, hast du noch ein paar Tipps oder ein paar Insights, was Xing jetzt anbietet, also was macht die Plattform mit der unfassbaren Menge von Daten, die sie täglich bekommen durch ihre vielen Millionen User. Hast du da noch Insights, die du teilen darfst? Also, wenn ich was hätte, dürfte ich es wahrscheinlich teilen. Ich habe aber nichts. Also ich bin ich bin zurzeit in dem Operating Model, also wirklich 100% Fokus auf Kununu. Darüber hinaus dann eben Fokus sicherlich auch noch auf Familie, aber ansonsten von Xing kriege ich zurzeit sehr wenig mehr. Dann würden wir da mal... Thomas Vollmer hat schon angeboten, dass er kommt, dann werde ich ihn mal bitten für nächste Woche. Klinken wir uns da nächste Woche mit Thomas rein. Moritz, danke, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast. Wir schreiben auf WhatsApp und wäre mega, wenn wir ein kurzes Update von dir nächste Woche bekämen. Auf jeden Fall. Danke, dass ihr diese Initiative ergreift, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ein bisschen Informationen teilt, miteinander in Kontakt ist, Back Practices teilt. Also ich finde es toll, was ihr hier macht und würde euch ermuntern, da weiterzumachen über diese Wochen. Das tut sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Moritz. Liebe Grüße. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao. Das tat richtig gut. Moritz und ich haben es nämlich nach dem Podcast, wir wollten uns immer verabreden, nicht geschafft. Und jetzt merke ich gerade, wie gut das tut, hier diese Kontakte zu haben. Und es fühlt sich halt so an, als wenn, sorry, muss ich jetzt einfach so egoistisch sagen, als wenn ich die Leute hier so ins Wohnzimmer hole. Michael, du bist da. Moritz kommt rein. Das tut wahnsinnig gut, zu sehen, wie andere damit umgehen. Ja. Großartig. Also ich finde auch total klasse, dass er jetzt dann auch sich selber abgrenzt und sagt, pass auf Jungs, eine Frage noch, dann würde ich weiter. Muss ja, also sorry, sind alle am Wirbeln hier, ist ja absolut authentisch. Dann würde ich sagen, du hast auch einen harten Anschlag heute um 15 Uhr. Kurzen Wrap-up of the day und Ausblick für nächste Woche, wie wir weitermachen. Wie fangen wir an mit dem, warte ganz kurz. Was haben wir heute alles gehabt und gelernt? Also wir haben ja angefangen wieder mit unseren Top 5, die brauchen wir jetzt nicht nochmal durchgehen. Das ist ja jedes Mal einfach Dinge, die wir von außen geschickt bekommen, die wir selber finden. Vielleicht greife ich einen nochmal auf, auch wenn die Bewerbungsfrist da schon abgelaufen ist, aber nochmal wirklich Shoutout an die Bundesregierung und die Unternehmen, die gemeinsam diesen Hackathon jetzt möglich machen. Das war für mich so mein Highlight bei den
bei den Top 5. Das werden wir weiterverfolgen, was daraus entsteht. Wir haben hier im Livestream-Kommentarfeld ganz viele, viele haben gesagt, ich habe mich schon angemeldet, ich teile es, also ganz, ganz toll, auch Dank an euch alle. Wir haben dann Tinder-Update gehabt, super charmant und mutig von Tessa, dass sie das hier geteilt hat und echt super rührend. Dieses Bild ist so wundervoll gewesen, wie sie da quasi vor dem Bildschirm, war das auch ein Kaminfeuer, kam auch von einem anderen Bildschirm, kann das sein? Oder ja, wunderbar, fand ich echt, echt super. Dann hatten wir Leon Winscheid bei uns, der, also wo ich wirklich sage, ich werde zum Hardcore-Fan von ihm. Das ist auch echt ein Teil, wo ich fast gesagt habe, das hättest du auch als Podcast jetzt rausfiltern können und nochmal ausstrahlen können. Super, super schön. Dann hatten wir mit Astrid eine der echt aktuellen Trümmerfrauen, sorry, dass ich das Wort immer benutze, aber die jetzt wirklich so genial das in die Hand nimmt, die ihre Ruhe behält, die das hinkriegt, ihren Job als CEO einer Firma mit vielen hundert Menschen weiterzufahren, Verhandlungen zu führen, mit den Betriebsräten gleichzeitig drei Kinder zu haben, eine Tochter in Kanada mit 16, die Entscheidung mal nebenbei zu treffen, sie dazulassen. Ja, fand ich auch ein tolles, leuchtendes Vorbild. Dann haben wir die beiden Einspieler gehabt, also die Merkel-Ansage zerlegt in zwei Themen, die nochmal diskutiert. Wir haben uns darüber unterhalten, was das psychologisch mit uns macht. Danke, dass du da auch deine Seelenlage immer teilst, finde ich großartig. Dann MP, der dann auch zwischendurch mal die Nachrichtenlage wieder gerade zieht. Also vielleicht da nochmal den Hinweis, Ausgangsbeschränkung, nicht gleich Ausgangssperre und all das, was jetzt quasi in Bayern vorgemacht wird, die das in Österreich ja auch gesehen haben, wird in eine Richtung gehen, die alle Wissenschaftler für richtig halten. Mhm. Aber es wird nicht alles verboten sein. Man darf weiterhin zur Arbeit fahren, einkaufen gehen, zum Arzt gehen, Apotheke besuchen. Ja, auch Sport draußen, wenn man ihn alleine oder mit Menschen, mit denen man zusammen wohnt, macht. Also Joggen wird erlaubt bleiben. Vielleicht kann man es ein bisschen entzerren. Vielleicht können einige Leute, die sowieso Nachteulen sind, auch mal um 9 oder 10 laufen oder morgens um 6 oder 7. Aber das wird sich alles einpendeln. Und ja, für mich wieder ein toller Tag mit euch. Nochmal danke. Also ich bin total, habe ich vorhin intern geschrieben, sage ich jetzt nochmal laut. Danke, dass ich Teil eures All-Star-Teams sein darf. Wir werden vielleicht gleich danach im Anschluss nochmal 5 Minuten besprechen, wie wir weitermachen. Ja. Vielleicht werden wir es auch nochmal aufs Wochenende verschiebene Woche nochmal Pause machen, nochmal einmal drüber schlafen. Aber ich kann sagen, ich mache alles mit, was ihr nächste Woche anbietet. Wenn ihr sagt, wir ziehen durch, ziehe ich auch durch, kann ich jetzt schon mal sagen. Geil. Vielleicht schreiben auch noch einige, was sie für eine gute Taktung halten. Gerne. Und ja, vielleicht genau. Machst du den Ausblick für ja, nächste Woche. Erstmal gebe ich nochmal einen Einblick für alle, die mal wissen wollen, wie es behind the scenes abläuft in Wirklichkeit. Also wenn ich sage, wir sind hier wirklich auf Minimalsbesetzung, dann heißt das, MP ist nebenbei nicht nur Regie, sondern auch der Koch. Das sieht dann so aus. Und wir blenden immer in den richtigen Momenten auf deinen Bildschirm zurück, damit ich ein Stück Pizza essen kann in aller Ruhe. Super, also okay. Nur, dass ihr mal seht, was hier abgeht. Also du bist für mich wichtig. Also deswegen alleine, weil das eine sehr beruhigende Wirkung auf mich hat. Du bist ja nur noch mein Podcast-Partner. Wir beide machen das ja zusammen. Es ist heute Freitag. Der Podcast mit Anja Händel sollte nicht untergehen. Ich vergesse mal wieder, welche Tage sind. Ich merke, wie gut mir das tut, hier runterzukommen, klar zu denken. Diese Einblicke sind für, weißt du, allein für mich ist das ein Gewinn. Also insofern, wer jeder Zuschauer, der noch einer dabei ist, dann ist schon gewonnen. Weil mir hilft das jetzt, meine Dinge zu tun. Und was wir jetzt machen werden, wir bitten euch, teilt die Links. Alle Videos sind live aus den letzten Tagen. Es sitzt gerade Daniel oder ich glaube Alex parallel dran und macht Shownotes zu den ganzen Folgen. Das bedeutet, ihr könnt in die Themen von Montag an, Cybersecurity Setup, über das, was von Verena gesagt hat und so weiter, per Timestamp reinklicken. Man muss also nicht 3 Stunden angucken, sondern ihr könnt jemandem genau den Ausschnitt schicken und es steht daneben, was es ist. Weil die Idee ist, hier zu helfen, etwas beizutragen. Wir haben gesagt, wir geben alles raus. Heute Abend geht auch das Emergency Kit live von Blackboard. Das hat Katinka gestern Abend noch designt. Da sind alle unsere Erfahrungen aus 10 Jahren Remote Work drin. Also diese Hacks, die ich vorhin genannt habe, die sind da alle drin. Teilt das gerne, ist for free. Wir hauen das jetzt raus. Wir wissen auch noch nicht, wie wir da durch navigieren. Wir haben gesagt, wir wissen jetzt die Sachen, wir können sie teilen. Also teilt es gerne. Wenn ihr das zugeschickt haben wollt, sagt Bescheid, könnt ihr hier in den Chat schreiben, dann machen wir das noch separat oder uns anmelden. Keine Ahnung, was da der beste Weg ist, habe ich mir jetzt gerade nicht überlegt. Und dann für nächste Woche, ich glaube,
ein Versprechen gebe ich ab, wenn euch das hilft. Und das ist mein Eindruck auch von denen, die hier reinkommen. Und ehrlich gesagt, ich will die Infos haben nächste Woche von Apinio. Ich will wissen, wie Moritz weitermacht, von Astrid ein Update hören. Dann sind wir nächste Woche für euch da. Wir brauchen das Wochenende aus zwei Gründen. A, ich muss schlafen, MP auch. B, ich muss mich mit der Familie sortieren, weil diese Situation ist so neu und der Rhythmus ist so neu und ich kann das keinem zu Hause zumuten. Momentan ist es ein Firefighting von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts. I can't. Ich brauche die Energie. Aber, und das ist das Dritte, wir überlegen uns, welchen Rhythmus wir nächste Woche fahren. Wir bleiben live, als Live-Sendung, um die News zu haben. Ich vermute, es wird sich gerade übers Wochenende jeden Tag was ändern. Das bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit zu senden. Wir werden senden, wir werden euch was schicken, wir bleiben da. Verfolgt uns in den Updates. Michael hat ein mördergeiles LinkedIn-Profil. Ich mache viel auf LinkedIn und auf Instagram. Ich keine Ahnung, die Links sind einfach instagram.com/Christoph Magnussen und bei LinkedIn einfach die Namen eingeben. MP könnt ihr auch folgen. Wir teilen die Sachen, die jetzt passieren, übers Wochenende dort. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Ja. Und alles andere auch hier in einem YouTube-Post, also einfach den Kanal abonnieren und dranbleiben, weil wir machen es weiter. Und wenn es in den Firmen hilfreich ist, dann teilt es bitte in den Firmen. Das war das Wort, was mir noch einfällt. Super. Dann würde ich sagen, ganz kurzer Ausblick für Montag. Wir haben es jetzt fest vereinbart, Sebastian Heinz, der ist Foodboom, macht er, eine ganz tolle Plattform, die Food-Content, Rezepte, Kochshows und so weiter produzieren für die gesamte Nahrungsmittelindustrie. Der Blick in diese Industrie, den finde ich sehr, sehr wichtig und spannend. Und wir haben Dalia Das, die neue Fische macht, ein Coding-Bootcamp und die uns erzählt, wie sie quasi ihr physisches 3-Monats-Programm gerade transformiert in eine E-Learning-Sache. Und dann ganz, ganz wichtig und für uns auch irgendwie echt ein, glaube ich, ein magischer Meilenstein. Am Montag kommt unsere Folge 200 von On the Way to New Work mit David Allen, dem Autor von Getting Things Done. Ein Live-Podcast, den wir gemacht haben im Red Room vom Soho-Haus in Berlin. Ein unfassbar toller Mann, auch obwohl vor der Corona-Krise aufgenommen, ganz, ganz viel Wichtiges. Und wer sagt, ich möchte irgendwie ein Projekt mir vornehmen für diese Zeit, was losgelöst von den aktuellen Themen ist. Jetzt ist die Zeit, so eine Methode wie Getting Things Done zu lernen, zu machen. Ich bin da jetzt seit Anfang des Jahres dran. Das erfordert viel, ist aber extrem rewarding. Und dieser Mann hat mich tief berührt. Der ist, glaube ich, auch schon 75, kommt aber rüber wie ein sehr kerniger End-50er. Und Shoutout to him. Und wir freuen uns, wenn ihr uns am Montag auch vielleicht diesen Podcast euch anhört. Und, oder ihn auch vielleicht und wir wirbeln mit unseren Kontakten im Hintergrund alles, was relevant ist und zu tun ist. Ich bin, wie gesagt, mit noch zwei größeren Politik- und Arbeitnehmervertretern am Schreiben. Das ist auch noch eine Sache, die wir versuchen. Das heißt, auch dort nochmal jemanden reinzuholen. Und ich werde am Wochenende auch mal Reach-Out machen, Michael, auch vielleicht du auch, in die anderen Länder. Also, dass wir mal gucken, Kanada jemanden reinholen, USA, China vielleicht jetzt mal eine Situation, dass wir einfach mal unsere Kontakte nutzen, um wieder live schalten zu machen, weil wir wollen ja auch First-Hand-Eindrücke bekommen. Sehr gut. Also New York werde ich mal sicherstellen, dass ich einen meiner New York-Boys da reinkriege. Ja, das wäre super. Sehr gut. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. MP, habe ich irgendwas vergessen? Nee, alles gut. MP sagt alles gut. Dann seid ihr alle jetzt hiermit entlassen in eine Pipi-Mittags-Whatever-Pause. Danke fürs Einschalten und denkt bisschen an, Workout. Medizinische Informationen beim RKI, nicht bei uns. Und hier geht es um die Arbeitswelt. Wie halten wir den Laden am Laufen? Danke, dass ihr dabei wart. Und Montag geht's weiter.